fire. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yes, und wunderschönen guten Tag hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Watch Together zu WWE Elimination Chamber No Escape. Gebt mir erstmal alle da einen Daumen hoch, dass ihr uns auch hört und dass ihr mich hört. Der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai. Yes, genau. Hallo. Also du hörst mich schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir haben uns gedacht, wir gehen ein bisschen früher rein als ursprünglich gedacht, weil ja doch noch ein Match angekündigt ist. Wir sind hier schon mitten im Tag Team Title Match zwischen Indi Hartwell und Candice LeRae auf der einen Seite und die Kabuki Warriors auf der anderen Seite. Kai, erstmal hier, wir sehen schon die vollen Ränge. Wie gefällt dir das Stadion? Ja, hat schon ein bisschen WrestleMania-Vibes auch, ne? Muss man ganz klar sagen, mit der Größe. Ich klar, sag mal, im Hintergrund siehst du noch ein bisschen, da ist jetzt noch nicht alles komplett voll, aber es wird ja auch noch kommen, so noch in der Kickoff-Show. Wirklich geiles Stadion, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also kann man sich schön anschauen. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen dunkler wird so im Verlauf der Show, weil ich glaube, das ist auch noch was ganz Atmosphärisches dann einfach, gerade wenn dann die Käfige aufgebaut werden. Ja. Ich bin gespannt. Wie war das nochmal? Startzeit bei denen war 6 Uhr oder sowas, ne, meine ich? Genau, wie ja schon im Chat geschrieben worden ist, ist 20 vor 6 jetzt gerade da quasi. Hat Jericho Y2J geschrieben, genau, ich sehe es gerade. Genau, und darauf erstmal schönen guten Tag an alle, die jetzt hier mit dabei sind. Ich sehe den Flip, ich sehe den Lukas, den Jericho Y2J, Chris ist dabei, Meller ist dabei, der Martin ist dabei, der Adcon Soul Fun ist dabei, also schön, dass ihr alle dabei seid. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, ich habe noch den He-Man vergessen und noch ein paar mehr, die dabei sind. Genau, der Max Rotbart ist auch dabei. Rote Bärte sind ja ohnehin ein gutes Thema an der Stelle. Ah, genau. Ach, fein. Ja, und wir sehen ja auch hier, ne, nicht nur, dass bei WWE immer viel gebrandet wird, natürlich haben wir auch hier für den Stream hier einen besonderen Sponsor diesmal. Natürlich ist hier wieder 2K Games mit WWE 2K24 diesmal am Start. Und wir sagen da Dankeschön für den Support, Dankeschön für die Unterstützung. Das ist immer gern gesehen, deswegen nicht wundern. Ah, so, jetzt hier der Flug Enkellock. Wird sogar gerade geschrieben hier, Sonnenuntergang in Perth, weil deshalb will ich nämlich noch fragen. Sonnenuntergang in Perth, ungefähr 19 Uhr. Ja. Das ist ja sehr schön. Also dann passt das ja. Weil das war halt damals auch ein bisschen blöd. Wo war das? WrestleMania 31 mit Bray Wyatt gegen Undertaker, beide Entrances ja. Im Hellen. Das war jetzt nicht so cool. Ja, auch der Sting-Entrance damals war auch nicht so geil im Hellen, zum Beispiel. Der Stinger. Ja, da passiert auch noch einiges jetzt dann in der kommenden Woche. Ja. Hast du eigentlich gehört von dem Gerücht, dass nächste WrestleMania vielleicht oder einer der nächsten WrestleManias in Las Vegas stattfinden soll? Habe ich auch gehört, ja. Sollte das der Fall sein, bin ich aber sowas von dabei. Also das sage ich dir ganz ehrlich. Weil du Haus und Hof verzocken willst und dabei Wrestling schauen möchtest? Nee, ich hab da ja gezockt, aber es gibt mir wirklich gar nichts. Ne? Also, nee, aber ich muss halt sagen, nach Vegas kannst du ja angenehm fliegen. Das ist jetzt ja nicht, wo du sagst, also da sind ja die Fliege hin günstiger. Ja. Weil da häufiger mal hingeflogen wird von Leuten. Und weiß ich jetzt nicht. Stimmt. Also ich glaube, in Philly gibt es auch nicht so viel, was ich sehen muss, außer diese Rocky-Treppe. Ja, also, Philly ist jetzt nicht die allerattraktivste Stadt, das stimmt. Ja. Und selbst das ist nur so. Also von daher. Finde ich schon ganz cool. Einmal da hochlaufen, oben jubeln, warum denn nicht? Moin, Flo. Guck mal, siehst du, wir machen eine Headlock-Reisegruppe, sehe ich gerade schon. Ja, genau. Ja, du organisierst das. Ja. Aber ich schlage überall 10% drauf auf. Ja, das ist muss legit. Ja auch aber die Steuern nicht vergessen. Ja. Ach, Steuer. Alles am Fiskus vorbei, Junge. Oh, noch immer kein Hot-Tag hier. Ei. Ich bin gespannt, wie das hier mit der Synchronität von den Leitungen, von den Bildern hier funktioniert.
ja. den weiten Weg aus Australien rüber. Ja, das Gute ist, man kann ja ungefähr bei den Chamber-Matches sehen, wie synchron wir sind, weil da hast du ja immer wieder einen Countdown. Ja, das stimmt. Das ist halt ganz praktisch. Das stimmt. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das dann auch timen, weil ein Wunsch war zuletzt auch, dass wir irgendwie so Timestamps festlegen, idealerweise auch zum Start der Show, damit man sich das später auch nochmal anschauen kann. Müssen wir gleich mal schauen, wie wir das im Idealfall dann hier auch quasi synken, damit man sich das Watch-Along auch später besser anschauen kann. Weil das ist schon ziemlich gefummelt. Wir hatten ja auch schon mal ein paar Mal so Watch-Alongs, wo dann die Leitung ausgefallen ist, wo ich dann im Nachgang noch versucht habe, den Kram wieder zusammenzusetzen. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich bestimmte Abschnitte von manchen Pay-Per-Views gesehen habe. Es war irgendein WrestleMania Watchlong, was Chris und ich gemacht haben, was auch dieses Jahr wieder kommen wird zu WrestleMania von vor 10 Jahren. Das heißt WrestleMania 30, Daniel Bryan Mania. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, es war 28 oder 29, da gab es dann irgendein Segment mit Flowrider. Und dabei ist Chris' Internet, also wirklich ungelogen, 5-mal abgeschissen. Und wir sind 5-mal wieder bei diesem Flowrider Backstage-Segment eingestiegen. Das war die absolute Hölle. Wirklich immer 2 Minuten drin, wieder verkackt. 2 Minuten drin, wieder verkackt. Minute drin. Und haben wir halt immer wieder da vorne angefangen, weil wir jetzt auch dir nicht zumuten wollten, dass du da synchronisierst. 30 Sekunden später nochmal synchronisierst. Das war die absolute Hölle. Ja, vor allem, das ist ja dann auch nicht so ideal fürs Watch-Along, weil dann hast du immer ein bisschen Versatz dabei. So eine Sekunde fällt nicht auf, aber wenn du dann 5-mal hintereinander eine Sekunde hast, dann fällt es dann irgendwann auf. Egal, wie gut man es macht. Der Monsberg fragt, habt ihr einen Affiliate-Link für WWE 2K24? Nee. Das haben wir nicht vorbereitet, leider. Kann ich vielleicht noch für unseren, wir haben einen Amazon-Affiliate, aber habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das kam jetzt auch alles ein bisschen plötzlich, bin ich auch ganz ehrlich, aber trotzdem schön, dass hier WWE 2K und 2K Games dabei sind, deswegen, der David hat auch bis gestern Abend um 6 noch an der Grafik geschraubt, also das war auch ein wilder Ritt hier auf jeden Fall. Das stimmt übrigens nicht, Chris, das waren safe mehr als 3-mal. Wir sind 3-mal recht weit, also weit, 2 Minuten gekommen, aber manchmal war es auch so nach 15 Sekunden. Also ich träume noch heute von Flowrider, unabhängig von dem Watch-Along. Aber auch hier, das Match kam ja relativ spontan auf die Card. Hast du getippt, das Match? Ich habe gar nicht getippt. Ah, du bist so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe es komplett verpeilt. Ja, ich sag mal, mit dem Sieg wird es dann wohl nichts mehr. Scheiße. Ach ja, es ist natürlich echt. Würde mir richtig ärgern. Oh, das war es jetzt, oder? Insane Elbow. Ja, komm, Ende. Ende aus, vorbei. Aber ich muss auch Mella mal zustimmen. Wie geil ist denn bitte schön auch der Look von Kairi Sane aktuell? Das stimmt. Übrigens, vielleicht musst du so gleich, also obwohl wir gucken, wie die Main-Show ist. Ich glaube, du bist so eine Sekunde bist du vor mir. Okay. Ja. Ach, nee. Olaf hat eh nicht gewonnen. Ich glaube, Chris ist der Einzige, der mir noch ansatzweise gefährlich werden könnte. Aber ich sag mal, das Event hier zu tippen war jetzt auch sehr einfach, ne? Ja, deswegen habe ich auch gar nicht getippt, weil es keine Herausforderung ist, weißt du? Ja. Das ist natürlich. Ich habe es einfach verpeilt. Ich habe gesagt, es ist gerade etwas wild. Ach, guck mal. Aber eigentlich so ganz wild. Cool, ich weiß gar nicht, wann hatten wir das letzte Mal ein Kickoff-Show-Match? Schon lange her. Ja. Habe ich nicht recherchiert. Aus dem Kopf. Aber auch hier, sag ich mal, Tippspiel, Check, Punkt für mich. Das Ding war easy zu tippen. Für dich nicht? Blöd. Ja. Machst du nix. Ja, aber trotzdem auch hier ein großer Moment natürlich für Indie Hardwell, ne? Also das ist auch wiederum was echt Schönes. Ja. Ihr auch die Chance gegeben hat vor der Hometown Crowd. Ich kriege gerade eine WhatsApp von meiner Freundin. Darf der Kater rein? Der sitzt wohl schreiend vor der Tür. Ich höre den natürlich nicht, weil ich Kopfhörer auf habe. Solle man reinlassen. Moin, Bill. Hätten sogar noch ein bisschen mehr den Moment jetzt geben können. Also ja. Scheiß mal auf Roman Reigns zeigen. Ich hätte noch gerne so ein bisschen wholesome in die Hardware-Moment geguckt. Ja. Die kommt jetzt tatsächlich aus Melbourne. Ich lass mal gerade den Kater rein. Lass mal den Kater rein. Der hier marodiert, ja. Sekunde. Jetzt warten wir kurz. Kann ich wieder sehen, dass Olf einfach zu Hause Jeans trägt, wie der komischste Mensch. Guckt euch das an. Es ist wirklich einfach schrecklich. Ne? Also lasst mal alle jetzt über Olf lachen oder sowas. Der hört uns ja gerade nicht. Komplett peinlich. Jeanshosen-Olf. Lächerlich. Aber guck mal, ich glaube, ich mache den Podcast mit dem Kater weiter. Der trägt nämlich keine Jeans zu Hause.
Jetzt sind wir wieder leise und verraten Olf nichts, dass wir gelästert haben. Was? Gar nichts. Was? So, es war die Karte auch mal im Bild. Ja. Immer nur Cheap Pops. Manchmal Mika, manchmal der Kater. Jeans is back. Ja, das stimmt. Ich habe nach wie vor... Ich trage immer Jeans. Das ist halt so. Ja, also deswegen ist es wirklich... Aber vielleicht kann ich das mal im Shirt ausbügeln, weil ich habe von meiner Freundin ja zu Weihnachten Mode bekommen. Jetzt hakt mein Pulli. So. Aber ich habe nämlich ein wunderbares Tenacious D Pick of Destiny Shirt an. Oh, das ist cool. Ich habe einfach ein OC-Shirt an. Weil du so ein großer Fan von Carl Anderson und Doc Ellos bist. Wollte ich gerade sagen, immer großer Carl Anderson Ultra gewesen. Habe ich ja gehört, also dein Carl Anderson Schrein zu Hause. Ey. Der wird auch gepflegt, da werden täglich Kerzen angezündet. Das ist absolut korrekt. Ja. Kai, hast du wenigstens die Headlock-Jogger an? Ja, sicher. Warte. Ja, zeig mal hier. Weil der AIC-91 fordert, genau da. Die wunderbaren schwarzen Joggingbutzen. Ja, sitzt nämlich sehr gut und ich bin ja auch ein normaler Mensch, der zu Hause Jogging trägt, nicht so wie Olf. Tja. So ist das. Ich trage halt. Da ist Edge drin, ich glaube, der kommt zurück. Ja. Mean Jeans Olfelund. Passend. Ja, ich bin gespannt hier. Also laut. Hier Günther jetzt auch Longest Reigning Champion, so insgesamt. Ja. Ne? Ja. Als alle überholt. Was wollte ich gerade sagen? Also laut Network-Ansage übrigens geht die Show hier bis knapp 2:30. Also so knapp 3,5 Stunden. Ja. Aber mal gucken, ja, aber man ist ja dann flexibel quasi beim Network, mal sehen. Ja, eben. Aber das dann ja, ich denke halt auch schon, dass also für Pro-Chamber-Match, weil wir hatten ja auch schon in der Preview gesagt, die letzten gingen jetzt gar nicht so lang, also besonders auch das Damen-Chamber-Match. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie jetzt auch dieses Mal schon so Pro-Chamber-Match, ich sag mal Männer-Chamber-Match, so eine Stunde, Frauen-Chamber-Match schon auch so 50 Minuten bis 50 Minuten. Ja. Ja. Da gehe ich ganz fest von aus. Ne? Also 50, weiß ich nicht, aber ich denke mal so, ja, so um die 30 bis 40 Minuten. Nee, ich meine so mit Entrances, weißt du? Ach so, ja, ja, gut, klar, ja. Ja, ja, Entrances auf jeden Fall. Ja. Einmal schön Zeit lassen. Boah, Baron Corbin Shirt zu haben, ist aber auch eine Ansage, ne? Ich sag's nochmal, der war sehr, 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 sehr nett. Im Interview. Ja. Das ist doch wenigstens etwas. Das muss ich ja noch mal kurz hier erwähnt haben. So, ich muss es mal zwischendurch noch nicht wundern, dass ich hier nach links und rechts schaue. Ich muss auch noch mal so kurz ein bisschen Werbung machen hier. Ja. Ich werde auch gleich noch mal bei Instagram teilen, wenn wir hier wenn es um 11 quasi startet. Genau. Ja, doch. Ich würde sagen, Drew McIntyre holt's, bleibt dabei. Ich bleibe auch dabei, auch wenn ich nicht getippt habe, weil ich ein Dummkopf bin. Ich bin auch, ey, manchmal frage ich mich auch echt, wo mein Kopf ist. Ich habe gestern den ganzen Abend hier vom Rechner gesessen und hab gespielt. Und dann. Hast du gespielt? Das darf ich nicht sagen. Ansonsten komme ich in den Knast. An dir selbst. An mir selbst herum, genau. Ich habe übrigens sehr Bock auf Logan Paul in der Chamber. Bin ich ehrlich. Ich schäme mich nicht, es zu sagen. Ich bin gespannt, was der sich da ausgedacht hat, quasi, was er da für einen verrückten Dive macht, weil ich glaube, damit können wir auf jeden Fall rechnen. Katze, was machst du jetzt da unterm Schreibtisch? Kannst du ach hier, und wir hatten ja auch jetzt bei SmackDown dieses Segment, wo es dann eben darum ging, dass Roman Grayson Waller zu sich reingeholt hat, ne? Ja. Also nach dem Motto hier, ich brauche mal deine Hilfe. Also, du musst mal was machen, was nur du machen kannst. Ja. Mal gucken. Aber allein deswegen denke ich halt, dass es auch ein längeres Segment wird. Ne? Das wird garantiert dann auch so sein. 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen. Und vielleicht wird daraus sogar noch ein Match resultieren. Das kann eben auch noch sein. Ne? Oder zumindest irgendwie ein längerer Brawl oder sonst irgendwas. Cody gegen Grayson Waller oder so. Ja. Cody und Rollins gegen Waller und Theory. Ich weiß nicht genau, wie aktuell quasi der Heilungsprozess von von Seth Rollins aussieht, ob der schon wieder wrestlen darf, ob man da vorsichtiger ist oder so. Ja? Vergesst die ganze Zeit mit dem Knie. Nee, dann wird der nicht catchen.
Weil ich glaube, also wenn ich da verantwortlich wäre, würde ich sagen, okay, du darfst dem Waller vielleicht ein paar aufs Maul hauen, aber so das Heavy Lifting, das überlassen wir lieber Cody, der soll mal hier ein bisschen catchen. Ich meine, der hat auch eine verantwortungsvolle Rolle, aber der hat kein kaputtes Knie. Und deswegen. Da ist Papa. So, mal hier überall. Ich brauche noch ein LA Knight Shirt übrigens. Das ist korrekt. Du musst gleich nicht erschrecken, es gibt euch auch noch einen @everyone auf Discord. Da gibt's einen. Achso. Dann haben wir sie alle, weil dein Handy vibriert dann. Ich habe keine Mitteilung an. Ach, der feine Herr. Ich höre alles aus. Auch Hitler-Gruppe immer auf Stumm. Vollkommen zurecht. Ja, aber läuft doch ganz gut hier. Ja. Yeah. Ich finde irgendwie die Vornamen LA auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Oder thank you, LA. So, als würde man sagen, thank you, CM. Ja, genau. Stimmt, ja, aber so wie ist das eigentlich? Jetzt CM war ja bei SmackDown. Achso, ja, scheiße. Nee, CM Punk ist immer noch mein CM Punk. Und LA Knight ist dann. Ja, ist auch jetzt nicht close second, aber der ist schon so aktuell second, würde ich sagen. Ja. Genau, SmackDown, wollte ich sagen. Da hat ja auch hier Karrion Kross den Arm von Bobby Lashley angegriffen. Ist jetzt die Frage, ob und wie man das aufgreift in der Chamber, ne? Ja. Vielleicht auch da nochmal der Angriff vorher oder so. Vielleicht ist es wirklich so, das wird hier schon vermutet von dem Stifles, wie auch immer, dass da auch der Angriff noch kommt. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Überraschung. Wir werden es sehen. So, egal, Lars Andreas Knight. Ja, wo lass mal darüber spekulieren, wofür LA steht. So wie CM damals mit dem Cookie Monster und solche Sachen. Ja, oder Chick Magnet. Ja. Oder genau Chicago das. Made. Ja. So, also bei mir sind es noch, wir können jetzt sogar den Timer unten benutzen. Ja, also hier ist jetzt gerade 2 Minuten 50, 49, 48. Mach mal eine 47. Sekunde Pause, wirklich. Und dann direkt weiter, so, weißt du? So. 43, 42, 41, 40. Wir müssen eine halbe Sekunde Pause machen. 36, 35, 34, jetzt ist 33. Perfekt. Jetzt ist perfetto. Okay. Ich bin gespannt. Also ich freue mich. Es ist halt tatsächlich, ich bin ehrlich, ich brauche morgens eigentlich so ein bisschen meine Ruhe. Das ist auch tatsächlich so. Ich funktioniere morgens ganz gut. Also Sohn fertig machen, Kita bringen, raus. Aber dann brauche ich eigentlich erstmal auch so ein bisschen Anlaufzeit. Deswegen jetzt gleich so in diesen Labermodus reinzukommen, ist gar nicht so einfach, aber funktioniert ganz gut. Ja, cool. Leonard Archibald Ritter, finde ich auch gut von Weller. Archibald. Ja, und wir sehen auch schon, wir haben mir schön Käffchen gemacht. Ich bin ready. Ja, wir haben jetzt 75 Zuschauer hier schon im Stream. Also okay, das ist geil. Spread the news und kommt rum. Meine Freundin hat drauf getippt, letztes Mal hatten wir eine Spitze 100, was ja schon mega gewesen ist, bin ich ganz ehrlich dafür, dass wir das so gehabt haben, zum ersten Mal. Also, sie hat jetzt drauf getippt, 120. Schaffen wir das? Das wäre krass, weiß nicht, das wäre heftig. Also, wäre natürlich ein ganz wilder Ritt. Jetzt sind wir schon bei 85. Also, mal gucken. Wir sind ja auch kurz vor Showstart. Ich weiß, irgendwann erschrecken wir dann die Leute, wenn sie reinschalten und merken, wer ist denn das? Aber trotzdem sehr schön, dass jetzt hier so viele Leute mit dabei sind. Ich finde es geil. Ich finde es geil und ja, macht Spaß. Macht Spaß und da rede ich dann auch gerne viel. Ja, guck mal, welches Match wird das erste? Boah, ich... Anfang Chamber, Ende Chamber? Tja, werden wir sehen. Ich habe jetzt eigentlich nicht so genau zugehört, weil ich hier am Labern war. Moin, Kurt! Ohne Helm und ohne Gurt. Was sind denn hier die Midda-Dancers? Boah. Ein bisschen heimische Folklore hier. Ein bisschen Aborigine, indigene Bevölkerung. Ich finde das auch, sowas finde ich auch ganz schön. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Warum wer singt das mal Down Under, dieses, was ist 80er-Lied? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. War das Man Without Hat? Nee, das waren die ja, nicht. Ja, das echt? Ich weiß es gerade nicht. Schreibt's mal. Ja. Das weiß auch, ihr seid da schlauer als genau. Ich, ihr könnt googeln.
Sonst hört ihr hier mein Geklapper. So, jetzt habe ich hier einen Black Screen gerade und ich jetzt auch. Geht's gleich los. WWE. Mit der Show. Guck mal, jetzt machen wir nochmal kurz Werbung auf Instagram. Ich mute mich ganz kurz, ne? Genau, mute du dich mal. Ich versuche mal hier so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier die Warning. Wie muss ich mir das merken? Wo sind wir denn jetzt hier laut Livestream? Wir sind jetzt hier bei. das schuster ich nachher irgendwie zurecht. Tja, ohne Vince McMahon, ohne Brock Lesnar, alle raus aus dem Intro. Then, now, forever. Wir hatten von euch da draußen eigentlich schon die Karten abgegriffen hier für Bash in Berlin. Ich meine, was die hier in Australien können, das können wir schon lange. Ich zögere ja noch, weil es sowohl geldmäßig als auch zeitmäßig bei mir da eng wird, so kurz nach der Gamescom. Schreibt mal. Ja, heimische Folklore beim Bash in Berlin, Wolle Petri. Irgendwie sowas. Hätte ich auch Bock drauf. Und natürlich, dass Gunther natürlich dann Champion wird, ne? Das wollen wir sehen. Moin, Ralf. Und da kommt auch die Rhea vorbei. Big Tombala ist dabei, Fan von Mr. Creative. Ja, es füllt sich hier unsere muntere Wrestling-Morgen-Runde. Nia Jax auf dem Weg zur Arena, Becky Lynch ebenfalls natürlich mit dabei, steht im Elimination Chamber Match. Also ich wünsche allen, die natürlich auch Tickets für Bash in Berlin bekommen haben und für SmackDown, sich das leisten könnten und sich das gönnen wollen, ganz, ganz viel Spaß dabei natürlich. Das ist eine geile Sache, da auch mal dabei zu sein. Und ist ja auch einfach sehr gut erreichbar für uns hier natürlich. Ne? Moin Marcel. Oh, ich bin auch ein Koala. Warum darf Kevin mit dem Koala zum Ring kommen? Ja, ich will auch mit dem Koala zum Ring kommen. Übrigens, das war voll. Ich bin echt gespannt drauf, weil ich wette, wir kriegen dann wieder so, dann ist da irgendwie so hier Steffen Hensler oder keine Ahnung, so Leute sind wieder bei Bash in Berlin dabei, Alter. Aber wie weitläufig diese Arena hier ist, guck dir das mal an. Ach, Kurt, ich war vorher pinkeln, ich werde während des Events dreimal pinkeln und. Oh, ja. 99 haben wir schon, 99, 98 sehe ich hier bei mir. Crazy, Leute, wir knacken die 100, komm schon. Und dann knacken wir die 120 und dann. Habe ich alles erreicht für heute. Das reicht da. Ich habe übrigens auch bei Insta gefragt, wieso das Match, was noch am ehesten knapp, also knapp in Anführungsstrichen ist Judgment Day gegen die New Catch Republic und knapp in dem Sinne heißt 77% zu 23%. Ja. Rhea ist eindeutig, Becky ist auch eindeutig und Drew McIntyre ist auch irgendwie eindeutig. Ja, ist halt auch so. Ja. Kann ich auch den Stream starten oder fliegst du dann? Ach, David schreibt das. Also, ich hoffe, dass das funktioniert, David. Aber wir haben mehrere WWE Network-Accounts. Vielleicht nimmst du einfach dann nicht meinen, sondern den anderen. Ich weiß nicht, mit welchem ich drin bin. Also, wenn ich gleich rausfliege, dann weiß ich nicht. Aber probier es einfach mal. Ich glaube, noch ist WWE da nicht so streng wie Netflix. Wenn Netflix dann WWE irgendwann mal ausstrahlen sollte, dann wird es dann natürlich mit dem Account-Sharing ein bisschen komplizierter werden. Aber wir haben mehrere Accounts, das ist jetzt halt natürlich eine besondere Situation. Ne? Ja. Normalerweise, wenn wir Watch-Alongs aufnehmen, haben wir da schon noch genug. Übrigens, also ich glaube schon, dass die Halle in Berlin voll wird. Also das mit den Preisen war ja auch komisch. Die waren ja auch am Anfang irgendwie human und sind dann gestiegen oder sowas alles. Ne? Also das ist ja ganz merkwürdig. Dynamic Pricing nennt sich das und ist ziemlich genau. Pest, was das angeht. Ja. Nia Jax gegen Rhea Ripley hier. Also mit Rhea hat man wirklich groß promoted, oder? Also auch wenn du Social Media guckst, war Rhea überall einfach. Ja, ja. Ach hier, und wieso Bronze Reed keinen Spot bekommen hat, ja, das weiß man nicht so genau. Ne? Es gab ja dieses Gerücht, seine Frau ist schwanger, aber da hat er dann auch sich zu geäußert, nee, das hat damit nichts zu tun. Also ich bin der Lothar Matthäus, der Wrestling-Experten. Was heißt das denn? Fünfmal geschieden, jeder hasst dich. Ja, Rekord-Nationalspieler, aber hat keine Ahnung von nichts. Ich weiß es nicht. Du bist übrigens ein bisschen unscharf, Kai. Habe ich zumindest. Echt? Sieht bei mir ein bisschen aus, so aus. Ist okay. Kann bei euch auch unscharf? Also das Bild, nicht der Mann. Ach so. Muss mal, beweg dich mal.
Guck mal, am 9.3. in den Ober. Ach, guck mal. Ja, Männer, hättest du mich eigentlich durch einen Tisch powerbomben können, ne? Beim Frühschoppen. Ja. Wäre die Chance guter Experte, gewesen. Aber mieser Trainer, ja. Auch nicht guter Experte. Okay. Also dann bist du nur bei mir unscharf. Vielleicht ist es prima sollen. Lass mir in Ruhe. Leute, auch gut. Alle auf meiner Seite. Kannst mir gar nichts. Och, ich will aber nicht die Hamann sein. Ich hasse die Hamann. Ja, da werden gerade mal die Frauen alle gefeatured hier. Raquel Rodriguez, Don Corle Gonzalez, Liv Morgan, Grayson Waller. Aber auch der hat krasse Reaktionen gezogen, oder? Also der hat richtig Bock. Ja, natürlich. Ist halt auch. Das ist so krass. Ich hab gerade noch, wollte ich auch noch eine extra witzige Brille. Tenshin Han. Oder? Velveteen Dream Brille. Ja, stimmt. Ja. Nee, ich habe so ein Bild gesehen. Weißt du noch die Fehde Kyle O'Reilly gegen Adam Cole? Mhm. Und da kam dann ja mal Kyle O'Reilly mit Security rein, ne? Security von Kyle O'Reilly, Tony D'Angelo, Von Wagner, Carmelo Hayes und ich glaube Brooks Jensen oder sowas. Ja. Also, klar. Ich sag mal, nee, Grayson Waller war der andere, genau. Also, Hälfte ist charismatischer als Kyle O'Reilly. To be fair, auch Tony D'Angelo ist charismatischer als Kyle O'Reilly. Das ist korrekt. So, jetzt geht hier die Chamber los. Diese Chamber, habe ich gesagt. Genau. Ja, also mit Timestamps ist es jetzt ein bisschen schwierig. Das funktioniert leider hierbei überhaupt nicht, natürlich. Weil wir gar keine Timestamps haben. Genau. Ja, das hatten wir auch angesprochen im Magazin, dass Velveteen Dream bei Dynasty Wrestling, wie hieß es nochmal? Ja, in New York war. Genau, da gab es ja auch so ein bisschen Gegenwind, sage ich jetzt mal. Haben wir aber auch im Magazin besprochen. Ja. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt geht, tatsächlich. Letztes Jahr ging das Damen-Elimination Chamber mit nur knapp 20 Minuten, sprich, da waren alle drin, da war es eigentlich schon gefühlt vorbei. Und jetzt diesmal, glaube ich, wird man eine längere Geschichte draus machen, auch weil das Feld ein bisschen ausgeglichener ist. Ich könnte mir da am Ende sogar sowas wie ein Einzelmatch zwischen Bianca Belair gegen Becky Lynch zum Beispiel vorstellen, dass man die beiden einfach nochmal, einfach nochmal 10 Minuten, 8 Minuten wresteln lässt. Was habe ich denn jetzt für den Match getippt? Warte. Wer fliegt als erstes raus? Tiffany Stratton habe ich getippt. Oh, das ist hart. Ja, Leben ist hart. Wer startet als letzte Frau im Chamber-Match ist Liv Morgan. Ja, was habe ich getippt? Nix. Gar nichts, weil du dumm bist. Weil ich dumm bin und vergesslich bin. Ich habe, es ist wie immer, ne? 30.000 Mal dran gedacht und dann wieder vergessen. Ja. Wie immer. Der Bruder fühlt's. Was fragt denn hier der T? Wann geht es los? Läuft doch schon. Wir sind doch schon mittendrin hier. Bianca Belair im Ring. Ach, Bianca wird schon noch viel früh genug zum Heel-Turn. Hatte ich schon angesprochen, David. Ich habe gesagt, ich war vorher pinkeln, aber ich werde mindestens dreimal gehen. Das ist vielleicht ein Tipp an den Nuno, vielleicht fürs nächste Tippspiel, wo wir einen Livestream machen. Einfach fragen, Bonusfrage, wie oft geht Kai während des Streams pinkeln? Das ist ja wirklich eine witzige Bonusfrage. Lass ich mir extra so einen Katheter legen, damit ich richtig tippe. So, das ist einfach so eine große Flasche da unterm Tisch oder so und zwischendurch gemutet. So, wir sind bei 108 inzwischen. Ihr seid vollkommen verrückt. Raquel Rodriguez ist die nächste hier am Start. Das ist schon nicht so schlecht. Die Frage ist, macht ihr jetzt gleich ein Let's Spread? Garantiert. Das gehört ja dazu. Übrigens auch Raquel Rodriguez, die hat jetzt auch mal, die hat ja, ich meine, es war ja so eine Autoimmunerkrankung, weshalb sie ja so Hautprobleme gehabt hat. Weshalb sie garantiert jetzt hier auch, sieht relativ ungeschminkt aus. Deswegen kein Make-up, ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht die anders aus. Ja, ja, und die hat Aufnahmen davon gezeigt, das sah wirklich, wirklich richtig schlimm aus. Also richtig knallrot, pusteln und keine Ahnung was. Das musste ganz heftig. Schwere Zeit für sie gewesen sein. Deswegen auch hier offensichtlich ohne Make-up. Cool, aber also, nein, also gut. Ja. Ist auch mal tatsächlich mal ganz schön, mal zu zeigen, so, ja, ne, die müssen nicht alle komplett aufgebrezelt sein. Das mag ich auch zum Beispiel an Rhea ganz gern, die ja bei House-Shows auch oft ungeschminkt auftritt und nicht so ihr komplettes
Facepaint ja fast schon im Gesicht. Ich glaube, das war, glaube ich, mal ganz gut. Dann kann, glaube ich, mal das Gesicht so ein bisschen atmen, ne? Weil, also, ja, ja, gerade weil du bist ja im Spotlight oder sowas, ist halt, bist halt in der Fernsehproduktion, da bist du ja zwangsläufig viel geschminkt. Also, glaube ich, auch ganz angenehm für die Haut. Ja, du siehst auch jetzt hier, meine Rötungen im Gesicht sind da ja auch noch da und alles, ne? Also, ja, weiß auch nicht genau, wie fern spielen da zum Beispiel jetzt so Reisestrapazen, Klimawechsel und ich habe keine Ahnung was, nochmal eine Rolle rein, ne? Ich sag mal, wenn jetzt nicht Liv Morgan reinkommt, ist das schlecht für meinen Typ. So, moin Basti Fand, schöne Grüße nach Hamburg. Auch krass, ne, Tiffany Stratton von NXT quasi jetzt in eine riesige Show. Ja. Und dann auch gleich wirklich in einer großen Story quasi, ne? Also das ist ja schon durchaus was Prägnantes. Die Freundin von Ludwig Kaiser. Ich habe gerade letztens noch gelesen, die beiden ziehen jetzt in eine, haben eine Wohnung gefunden, wo sie jetzt gemeinsam einziehen. Auch nicht schlecht. Moin, Inari Kami 03. Aber guck mal, siehst du, Mella sagt auch, Show-Make-up ist Schlimmste. Also kann ich mir wirklich vorstellen. Ja, und darfst du ja nicht vergessen, die Frauen wresteln ja dann wirklich mehrfach die Woche. Mehrfach musst du dich dann quasi so zukleistern. Auch auf den Pressetermin erscheinen die ja meistens auch nochmal geschminkt, ne? Weil es soll natürlich auch den Look quasi aus den Shows haben. Männer haben es da tatsächlich, was das angeht, ein ganz Stückchen leichter, ne? Ja, weißt du, als ich das Interview mit Big Show damals gemacht habe, der zwischendurch am Rauchen war. Ja, Glück, schon mal Glück gehabt. Der Typ lebt noch. Big Show, der am Rauchen gewesen ist, also am Vapen. Und wo dann auch die zu mir gemeint haben, so, wenn es möglich ist, zeig bitte nicht, wie er raucht. Ja, Big Tombola, ich trage auch Make-up, natürlich. Ja. So wie sich das gehört. Einzige Make-up, was ich trage, ist, wenn ich mich von meiner Nichte anmalen lasse. Das hatten wir jetzt auch an Karneval natürlich. Das gehörte auch dazu. Ich bin ja als also, Elefant? Nee, also wir waren ja als auf einer Loriot-Party quasi, also Party-Frühstück, Karnevalsfrühstück. Und da sind wir als Wum und Wendelin gegangen und ich war natürlich als Hund. Meine Freundin war dann als Wendelin. Okay. Und Mika wollte mir dann irgendwie die Nase schwarz anmalen, also Blacknosing quasi, und dann hatte ich eine ganz schwarze Nase. Was übrigens richtig geil gewesen ist, weil dadurch, natürlich die Brille musste ich aufsetzen, weil sonst sehe ich nichts. Und dann hatte ich eben noch Tage später so Make-up-Reste quasi von dieser schwarzen Nase an meiner Brille. Und jedes Mal, wenn ich die Brille abgenommen hatte, hatte ich dann irgendwie noch eine schwarze Restnase quasi. Genial. Fantastisch. Das sind garantiert auch Geschichten, die euch hier wunderbar interessieren beim Live-Watch-Along. Die perfekte Analyse zu Elimination Chamber. Hat Naomi jetzt nicht ein neues Theme bekommen? Ja. Ich hasse neue Themes. Bring CFO Dollarzeichen zurück. Sieht wirklich ein bisschen Prinzessin Leia-mäßig aus, der Zopf von Dingens. Von Bianca. Mhm. So, auch bei Naomi wäre wahrscheinlich so ein dunkler Entrance besser gewesen. Aber man kommt so ein bisschen von dem Glow so ein bisschen weg, ne? Ja. Das war noch Neon, aber nicht mehr ganz so Glow. Naomi. Lass Steinmann mit dem Glow zurück. Also ein bisschen schwarzig gibt's noch. Ja, vielleicht war auch für Naomi jetzt auch ein guter Zeitpunkt, von TNA wegzugehen, wenn man sich gerade anschaut, was da los ist. Also, das stimmt. Da gibt es ja fast eine Palastrevolution gerade. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen, Monate weitergeht. Ich glaube, heute nach, also No Surrender war ja, ich glaube, danach soll es, also jetzt am Wochenende, soll es noch ein Talent-Meeting geben. Mal schauen, was da passiert. Interessant. Ja. Ja, und auch, dass man zum Beispiel zu Leuten wie Josh Alexander ja die Klausel quasi gezogen hat, das ist ja auch immer so. Ist auch irgendwie eine Ansage, ne? Ja. Ja, eben. Aber glaubst du denn jetzt, also ich gehe immer noch davon aus, aber dann wird Becky jetzt ja hier all the way gehen, oder? Sieht so aus. Wenn schon, denn schon. So, wir sind bei 111. Let's Shane hat hier ein L gekauft. Gott, oh Gott. Kann sein, man weiß es nicht. Jetzt haben wir jetzt ja Meldung die Runde gemacht, dass Scott D'Amour 10 Millionen Dollar für TNA geboten haben soll, inklusive Übernahme der Schulden. Also, das ist auch schon mal eine Ansage. Woher das Geld?
das weiß ich nicht genau, aber er scheint, ist ja auch anscheinend außerhalb des Wrestlings sehr umtriebig. Es wird auch immer gesagt, dass Scott D'Amore eigentlich das nicht nötig hätte, quasi so eine Promotion zu führen, der aber einfach Bock da drauf hat. Aber der scheint auch, ich weiß es nicht, was der, also wenn ihr wisst, was der macht, schreibt es gerne in den Chat, aber der scheint auch abseits vom Wrestling sehr geschäftstüchtig zu sein. Macher. Ja. Aber cooles Outfit. Ein bisschen fast an Scott Hall angelehnt, hä? Mit dem Blut oben? Bin ich zu jung für. Wenn es nicht MVP ist, ist es nicht meine Zeit. Wenn es nicht CM Punk ist, ist es nicht deine Zeit, sind wir doch ehrlich. Ach, CM Punk, oder? Na, guck mal, aber auch cool mit den Kameras da oben auf die Pots. Sieht auch ganz geil gemacht aus. Ja, der Y2J fragt auch, Scott D'Amore hat einen Bankpartner gehabt, der das mitfinanziert hat. Ja, aber ein Spiel auf Scott Hall kann durchaus sein, weil der Todestag steht jetzt auch bevor. Es war, ich irgendwie im Kopf gehabt, das war jetzt irgendwie im März, aber 14. März 2022 ist Scott Hall von uns gegangen. Ah, okay. Ist durchaus möglich. Das Witzige ist, weil jetzt gerade hier der Max schreibt, wann Mr. Kennedy Comeback. Ich wollte sogar sagen, bevor ich gesagt habe MVP, ich wollte sogar sagen, wenn es nicht Mr. Kennedy war, war es nicht meine Zeit. Ach, Mr. Kennedy. Den fand ich schon auch immer sehr langweilig. Der Stefan fragt, wäre es eigentlich möglich, das WWE 2K24 Cover der WrestleMania Edition zu bekommen als Ausdruck, weil es ja digital ist? Wisst ihr da mehr? Habe ich noch nichts von gelesen, dass es irgendwie so einen speziellen Service gibt. Von daher würde ich mal drauf tippen. Nein, aber vielleicht da nicht uns anfragen, sondern da vielleicht mal direkt beim Support anfragen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Aber bin ich ehrlich, habe ich bis jetzt noch keine Pressemitteilung oder sonst irgendwas zu gelesen und so. Schauen wir da mal. Also würde ich jetzt mal nicht drauf tippen. So. Jetzt geht's los. Jetzt wird gecatcht. Ich muss ja wirklich sagen, dass, also die Diskussion hatten wir ja auch ganz oft. 119. Alter, noch einer, noch einer. noch einer. Holt eure Mutter dazu mit ihrem Account oder sonst irgendwas. Nee, weil hier auch der Jericho jetzt schreibt, der will die alte Chamber zurück. Und da haben wir schon auch super oft drüber gesprochen, weil mir ging es ja irgendwie auch so. Aber ich muss es auch wirklich sagen, ich habe jetzt hier mittlerweile diesen Ansatz, ja, wäre natürlich cool, aber es schützt halt, glaube ich, auch die Wrestler und Wrestlerinnen einfach viel besser. Ja, ja. Ne? Und dann auch, so gerade auch mit den Sachen, die du wresteln musst, komm, dann nimm doch lieber drauf. Also, ein Chamber-Match tut eh weh, ne? Und du wrestelst so viele Matches, dann musst du jetzt nicht noch für mich persönlich auf Metall bumpen, bin ich ehrlich. Ja, das ist halt auch echt. Natürlich geil für die Zuschauer, ich kann das auch total verstehen. Ne? Aber so rein, wenn man so rein nach der Vernunft geht, dann muss man schon sagen, das ist schon gesünder einfach. Und wir sehen, wie es vielen Legenden geht, die dann irgendwie schlechte Healthcare, schlechte Physio und alles Mögliche gehabt haben, die dann kaum noch laufen können, wenn sie alt sind. Und bei dem Pensum, was die Frauen und Männer hier fahren, ist das eben schon echt besser. Aber klar, als Fan kann ich das total nachvollziehen. Ich fand die alte Chamber halt auch geil, wo alles gerappelt und geknallt hat. Jede Aktion oder die schöne Brücke hier wehgetan hat. Ah. Stefan, der Y2J fragt, Metall muss nicht sein, aber das Konstrukt sah besser aus. Innen kann man es ja machen, wie in der neuen auch. Ja, also dass sie quasi mehr abgerundet war. Die war ja auch also flacher, halt, ne? Aber ja. Da erinnern wir uns mal dran, was Rob Van Dam damals mit Triple H angestellt hat beim Frog Splash vom Pot, wo der nicht richtig aufstehen konnte, deswegen nicht richtig springen konnte. Das hat schon einen Grund, weshalb die es hier höher gemacht haben, ne? Dass du ja einfach besser springen kannst. Einfach auch da wieder Sicherheit, ne? Ich finde, man kann es einfach halten wie Kevin und sagen, die sollen sich nicht so anstellen. Finde ich geil. Ja. Der Runner von Becky in den das Arme. Aber das hat auch gerade Mella geschrieben und ich finde, es ist auch so ein bisschen, das stimmt schon, weil auch gesagt, irgendwie Naomi wirkt ein bisschen lethargisch. Ich finde, Naomi wirkt generell nicht so gut. Also bisher die ganze Zeit. Also das gerade war auch gar nicht gut. aber Naomi wirkt generell nicht so, weißt du? Ja, ja. Irgendwie fehlt da noch so ein bisschen die Energie vielleicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Weil bei TNA war der Run eigentlich auch echt gut, den sie gehabt hat. Aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen der Kick gerade. Die ist satt.
frage mich halt auch, ne, ob man die auch irgendwie in die Bloodline-Geschichte mit einbinden kann, einfach später. Und vielleicht brauche ich auch einfach mal einen neuen Charakter. Ja, das stimmt. Also. Also aufs Top Rope. Halt so ein bisschen da, die Leute mögen die und dann ist gut. Ja, abgerollt. Dropkick hinten dran. Ja. Aber gib mir jetzt eine neue rein. Und zwar nicht Liv Morgan, die muss als letzte reinkommen. Was? Ach. We want Tiffy. We want Tiffy. Ja. Wenn schon, denn schon. Ja, ganz genau. Jetzt geht's mal jetzt erstmal raus. Da sehen wir auch Liv Morgan. Ach, schön einmal mit dem Rücken gegen die Plexiglasscheibe. Oder Plastikscheibe wahrscheinlich, ja. Jawohl. Aber jetzt so langsam müssen noch 5 Minuten rum sein, oder? Ich hab keinen Timer gestellt. Ey, auch nicht, aber. Findest du trotzdem, ne? Ja. Ja, hier, in welchem Abschnitt kommen die rein? 5 Minuten. Ja. Ja, das ist halt auch so ein Spot. Da hat man sich vorher überlegt, der ist eine coole Idee, aber er gibt halt eigentlich keinen Sinn. Nur beim letzten hat es jetzt Sinn ergeben. Moment, warte mal kurz. Was machst du jetzt? Oh, schöner Spagat, Arschbomben-Legdrop hier von oben runter. Aber guck mal hier. Bam! Boah, Junge, ich würde mir alles reißen und noch mehr, ne? Also, ich meine, die beiden bemühen sich hier schon, auch so die entsprechenden Spots mit reinzubringen. Doppelter Crossbody. Und jetzt kommt die nächste rein. Weil jetzt sind sie down, sag ich doch. 14, 13, 12, 11, wir sind perfekt 10, synchron. Perfekt, 9, perfekt, 8, perfekt synchron. 7, 6, 5, 4, 3. Ja, witzig, dass hier. Drei, die Fragen waren die Matten schon immer draußen, jetzt gerade zweimal. Ja, also das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so. Guck mal, das sind witzig, die Overall-Ratings von Dingens. Ach so. Nicht Liv Morgan, nicht Liv Morgan, nicht Liv Morgan, nicht Liv Morgan, nicht Liv Morgan. Tiffy. Ja. Tiffy ist es. Der Titeltraum lebt weiter. Yes. Und natürlich kann man auch in WWE 2K das Elimination Chamber nachspielen. Du bist 10 Sekunden vor uns teilweise, weil der Stream halt Zeitverzögerung hat. Automatisch. Ja. Handspring, jawohl. Elbow in die Ecke. Wieso hat Bianca 95, weil es halt mit die beste Frau im Roster ist. Guck, die war super lange Champion und sowas, ne? Ja. Deswegen müsst ihr alle mal ein bisschen zurückspringen, quasi, wenn ihr hier den Live-Kommentar haben wollt, neben unserem ganzen Gelaber. Es liegt natürlich auch an YouTube, ne? Wir nehmen das ja quasi hier über StreamYard auf und dann geht es quasi den Umweg über YouTube. Und dadurch hast du automatisch eine gewisse Verzögerung. Und ich meine, ich bin mir auch nicht ganz sicher, hat YouTube nicht auch sowas wie so einen integrierten Abstand deswegen meine ich, das hat quasi automatisch, also quasi, was wir jetzt in dieser Sekunde sagen, ist erst in ein paar Sekunden auf YouTube, weißt du, deswegen. Ja. Genau. Aber machen wir gleich. Ich zähle gleich nochmal mit. Genau. Liv als Letzte wäre gut, weil kriegt 2 Tippspielpunkte. Nicht so wie Olaf, der 0 kriegt. Ich habe nicht getippt, Mann, ich hab's vergessen. Das sag ja. Das ist eigentlich meine Katze. Ja, liegt da unten, okay. Wechsel doch immer zwischen Katze und Kater. Ja, es ist ja. Das eine ist das Tier, das andere ist der Name. Nein. Ah, mein Kater heißt Katze. Genau. Ich fand auch, dass dieser Flickflack von Tiffany Stratton echt gut aussah. Ja, die ist ja auch einfach eine Mega-Athletin, muss man sagen. Das spricht ja auch für die. Und deswegen hat die auch das Wrestling-Game so schnell gelernt, weil die einfach so krasse Voraussetzungen schon mitbringt. Ja. Ist ja ähnlich wie Charlotte. Charlotte hat auch einen Gymnastik-Hintergrund, meine ich, oder? Keine Ahnung. Ich meine, so, wir stehen weiter bei 114. Jetzt wieder. Wer ist da abgesprungen? Aber wir sind gepeakt bei Dingens, ne? Bei 120 oder sowas. Ja. Guck mal da, also. Ziel erreicht. Ich beschwere mich nicht. Da habe ich auch dran gedacht. Ich finde auch, Livs Outfit ist ein bisschen Riot Squad-mäßig, gerade auch mit diesen Buchstaben da drauf, ne? So war ja auch immer Riot Squad geschrieben. Ja, stimmt. Ein bisschen, ja. Gruß aus Venedig. Sebas, was machst du in Venedig? Außer, dass es da schön ist. Gerade so auf ganz entspannt Gondel fahren und Stream gucken. Ich muss sagen, Venedig war Indiana Jones, oder? Der dritte. Ah, Venedig.
Was hab voll verpennt, das Elimination Chamber ist am Vormittag. Jetzt habe ich auch noch Stress am Morgen. Ja, Max, das sind echte Probleme hier. Schön. Kevin war auch Turner. Gut getragen. Kevin war vor allem Bodenturner, glaube ich. Tina Turner. Ja. Also Tiffany Stratton echt gut, ne? Ja. Was machen. Und Naomi, Naomi echt so ein bisschen nicht so gut. Nee, Naomi auch mega out of position gerade gewesen. Ja. Oh, jetzt gibt's hier den Moonsault. Oder auch nicht. Ach Mann. Oh. Oder die doppelte Leg-Drop-Arschbombe obendrauf. 1, 2. Doppelter Kickout. Naomi One-Trick-Pony. Kann nur Spagat. Ja. Ja. Drei sind noch da. Drei warten noch auf ihren Einsatz. Liv Morgan, Raquel Rodriguez und Bianca Belair. Hoffentlich nicht Liv Morgan. Ja, ey, du also Letter schreibt ja auch. Gehen. Tiffy wird eine große Karriere haben, wenn sie so weitermacht. Bin ich komplett dabei. Das wird eine sein, die sehen wir in, ich sag mal, 3 Jahren oder sehen wir die im WrestleMania, im Main Event, die Damen. Um bürokratischen Kram zu legen, zwecks Hochzeit. Oh. Also, bitte würde ich auch vorbeikommen, wenn jemand in Venedig heiratet. Nicht schlecht, ja. Venedig war ich noch nie. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, auch nicht. 3, 2, ja, Sot Dildappen schreibt hier auch, Naomi ist ganz schön am Pumpen, wohl nicht ganz so in Form. Wer weiß, ne, vielleicht auch vorher erkältet gewesen oder am Flug irgendwas gefangen, kannst du halt erst nicht wissen. Da ist Liv Morgan! Ach. Da ist Liv Morgan! Tja, Kai, tut mir leid. Wir haben vergessen mitzuzählen übrigens. Müssen gleich wieder ja, mitzählen. Ich habe ja dann noch runtergezählt, die letzten Sekunden. Okay, ich habe es nämlich vergessen. Weil ich vieles vergesse momentan. Ach Mann, ey. Oh. Bianca Belair wird wieder vom DFB in die erste Liga gepfiffen. Als in die Glasscheibe hier. Da ist es durch. Oh. Da ist es durch, oder? Ja, doof, ne? Tiffany Stratton mehr over als Liv Morgan offensichtlich in Perth. Ja. Ja, Backstabber. Ich habe auch dieses Gefühl, dass Liv Morgan auch viel over ist, weil die sagen, ja, die ist halt so ein bisschen wie Alexa Bliss. Und ja. Ajo. Ja, das ist wirklich sehr Riot Squad-mäßig, das Gear. Bestimmt ja. Mit Absicht, weil die sind ja auch gute Freunde gewesen immer. Ja. CM Punk nie. Ja, das ist auch mal hier. Schöne Cardio-Einheit, immer schön von einer Ringecke in die andere rennen. Und wieder zurück. Ah, Second Rope, Lungblower. 2. Kick out. Okay. Ich dachte gerade, Tiffany Stratton. Hui. ich dachte gerade, Tiffany Stratton unterbricht das Cover und wollte mich schon beschweren. Tiffany verschwindet erstmal aus dem Ring nach dem Dropkick. Ach, hier, weil ich gerade den Namen Uncle Howdy lese. Wir hatten ja auch bei NXT ein bisschen spekuliert. Alter! Ah, okay. Das ist schon cool. Also ich mag auch diesen Cartwheel Alabama Slam, den Tiffy immer zeigt. Finde ich echt cool. Super innovativ auch. Ja, weil wir darüber bei NXT drüber gesprochen hatten, vielleicht sind ja auch diese Vignetten, die es da gibt mit der Mann mit den drei Gesichtern und schieß mich tot. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so ein Bo Dallas, Bray Wyatt, Uncle Howdy Charakter. Habe ich auch schon gelesen, so dieses Gerücht. Weiß nicht. Weiß er nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird nicht zu Großes sein, aber gucken wir mal. Disarm her. Ja, disarm her im Käfig. Kann man da tappen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Also theoretisch eigentlich ja. Ich erinnere mich an Elimination Chamber Matches, wo es auch draußen Pinfalls gab, aber da sie nicht getappt hat, ist diese Diskussion auch hinfällig. Uiuiui. Na, aber wie gesagt, nicht vergessen, das ist hier Tiffany Strattons erster PLE-Einsatz, beziehungsweise zweite nach dem Rumble, aber dafür in so einem großen Match. Uiuiui. Nicht so verkehrt. Hier Naomi oben auf dem Pott.
Na, ja. War das ein Powerbomb? War das ein Blockbuster? Was war das? Das war eher so ein Blockbuster. Drei, Ende. Und habe ich auch falsch gemacht. Ich will dich, ich habe keine Lust mehr. Können wir aufhören? Ich habe alles falsch gemacht. Aber ist auch gut. Naomi ist raus. Ja. Sehr viel Liebe für Tiffany Stratton. Nicht nur, weil sie Naomi eliminiert hat, sondern weil die auch gerade wirklich die dominante Figur hier fast im 12, Geschehen ist, oder? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt bist du eine Sekunde hinter mir, glaube ich, aber ist egal. Also eine Sekunde macht nicht so viel aus, wenn man ehrlich ist. So, jetzt wir gerade das letzte rein, das ist ja frech. Ja. Bin ich dabei, Molt Bursch? Ne? Tiffy frisst das meiste und teilt am besten aus. Guck mal, David, ich denke ja an die Leute, nicht so wie Olf, ne? Möchte gern Chef. Olf Stromberg. Ja, so ist es halt, ne? So ist es. Ich mobbe auch hinter den Kulissen sehr gerne. Ich war Ernie. Was sagt ihr zu den Wrestling Observer Award Gewinnern? Best Booker Triple H. Papa hat's gemacht. Ich muss mir tatsächlich einen Teil davon nochmal anschauen. Ich habe die jetzt gar nicht so genau im Kopf. An Triple H vor Tony Khan kann ich mich noch dran erinnern. Worst Fede, MJF gegen den Devil. Ja, Worst Gimmick, auch der Devil. Ja. Fand ich ein bisschen streng. Nee, war schon kacke. Ja, aber da haben wir auch noch Schlimmeres gehabt. Da haben wir Schlimmeres gehabt. Und was wird das jetzt? Oh, die Powerbomb in den Käfig. Die Swing in den Käfig gibt's jetzt. Aber wie gut das auch Tiffany hier macht. Ne? So schön locker lassen, schön so ein bisschen mitschwingen. Das ist richtig gut. Ja, also die macht sich hier gerade wirklich gut auf der ganz, ganz großen Bühne. Ich habe gerade nur das mit Triple H gesehen. Ich versuche gerade mal so raus. Ich hatte sie vorhin noch parat. Ja, hier die ehemaligen Tag-Team-Freundinnen, Champions zusammen. Aber war ja schon jeder im Tag-Team, ne? Ja, mit Liv Morgan war schon jeder Tag-Team-Champion, das stimmt. Ja, komm, Raquel, machst du lang. Ich bin für Tiffy. Lass mal Tiffany Stratton gewinnen. Ja. Aber wird nicht passieren. Aber vielleicht, also man, vielleicht dann, wenn man ihr schon so einen Push geben möchte, lass sie am Ende 1-1 gegen Becky gehen. Oh, das wäre krass. Aber vor Bianca, meinst du? Ja, deswegen, das wäre ja gerade der Push dann. Osprey Best Wrestler kann ich gut mit leben. Absolut. Also er hat sich auch krass entwickelt natürlich in den letzten Jahren. Ich weiß noch, dass ich den mal vor zig Jahren bei der WXW gesehen habe, Will Osprey. Und da war der halt einfach nur noch so ein dünner Engländer, der gut rumspringen konnte. Und was der jetzt inzwischen ist, auch mit dem Theme, mit der gesamten Aufmachung und so, der ist halt inzwischen ein vollwertiger Star einfach geworden. Ja, und mit dem Osprey-Matches, ich weiß auch, 1 und 2 auf, also mit gegen Omega, ja, genauso auch, dass da, ich glaube, war nicht auf 3 das Match zwischen MJF und Bryan Danielson, das Ironman-Match, das war ja so mein Match des Jahres, aber da war ich wahrscheinlich einfach emotional ein bisschen mehr drin. Der Muggeling ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag oder guten Morgen vielmehr. Und perfekt synchron mit Kai, das wollen wir doch alle sagen. Ist halt wirklich so, ne, kann Liv auch was anderes als Codebreaker. Ja, die macht schon sehr viele Codebreaker, ne? Aber mal von vorne, mal von hinten. Ja. Die kann beide Seiten. Ja, gut. Big Tombola. Tiffany ist zu sehr Proll, das kann ich nicht ab. Fair enough. Aber Leistung im Ring stimmt absolut. Also von daher bin ich da ein bisschen unparteiischer, was das eigentlich ist. Ach nein, ja, Tag Team of the Year bei FTA. Finde ich okay. Ja. Bitch Slap. Es wird erstmal hier aufgeräumt, das stopft ihr auch einfach hier mal in den Pott hinein, Tür zu. Nee, lässt du auf, okay. Dann halt nicht. Fand ich auch immer witzig mit dem Zumachen. Naja gut, Bel Air macht jetzt das, was er halt machen muss, ne? Einmal hier Gas geben, alle umhauen. Ach stimmt, hier ja. Kenny Omega gegen Will Ospreay war ja Match des Jahres, ne? Genau. Das war doch direkt im Januar, ne? Ist ja.
Ja, ja, es gab ja zwei. Es gab ja zwei. Es gab ja eins bei Wrestle Kingdom und eins bei Forbidden Door. Ja, weiter geht's hier. Da wird am Zopf gezogen. So proll ist die Tiffy, dass er am Zopf zieht. Uiuiui, ja, doch noch gerettet. Ja, okay. Ja, aber noch gerettet, noch die Stabilität reingebracht. Aber ein bisschen Buhrufe. Ich wollte es gerade sagen. Genau, ja. Ich finde das ganz schwer. Ich finde, also, über was wir uns ja nur gerade, was so beste Matches angeht, über was wir uns da echt nicht beschweren können, ist aktuell die Masse an qualitativ hochwertigem Wrestling. In allen Promotions, ne? Das hat sich ja wirklich jetzt in den letzten Jahren nochmal deutlich angezogen. Und Ospreay gegen Omega ist genauso wie Danielson gegen MJF, waren alle Standout-Matches für mich. Oh, okay. Der Boot hinten dran. Ja. Ist einmal hier rübergezogen. Ja, die beiden stärksten Frauen hier vielleicht. Im Clinch gegeneinander. Und das habe ich mich gerade eben schon gefragt, ob die probieren wollte, quasi hier die Füße von Liv Morgan da auch oben einzuhaken. Oh, schick. Schönes Ding. Also das habe ich mir überlegt, ob das möglich ist, quasi im Vertical Suplex die Gegnerin mit den Füßen in den Maschen einzuhaken, dass du so ein Tree of Woe im Käfig hast. Nee, David 12 gegen Hangman. David ist einfach wieder Fanboy-Modus. Ja, ja, nee, war es nicht. Das, die anderen MJF ist ja auch der beste technische Wrestler. Also, auch da wieder, ne, man kann alles subjektiv betrachten, aber ich würde auch, also sowohl die Ospreay gegen Omega-Matches als auch Danielson gegen MJF höher bewerten. Wir müssen ganz klar sagen, doch, ich verstehe es. Jeden Abend fasst David ein Bild von Swerve an und danach sich selbst. Und dann trinkt er das Blut von irgendjemandem. Ja, jetzt kommt Tiffy, mach es. Hau mal richtig zu. Ja, bin ich dabei. Munterer Opener. Oh, jetzt. Ob sie von da oben einen Codebreaker zeigen kann? Oh, jetzt alle hinterher. Dann doch lieber. Oh, krasser Move. Ja. Komm. Spanish Fly. Nein. Ja, der Brawl sieht ein bisschen kacke aus, aber ja. Egal. Will jetzt auch keine Pinguin. Alter. Okay, ja, nee. Jetzt mal nicht übertreiben. Jetzt kommt, glaube ich, der Move. Jetzt kommt die Swanton. Was habe ich gesagt? Jetzt kommt die Swanton hier. Doch. Kein Moonsault? Nee, Swanton. Arschbombe vom Pott. Nee, es kommt jetzt die Swanton. Tiffy Time, oh. Komm schon. Aber wie gut die sich hier präsentiert. Jawohl! Oh, ich wusste wieder mehr. Wer hat's predicted? Hat das Skript schon gelesen? Ich habe das Skript geschrieben, ganz einfach. Stark. Also ja. Wirklich sehr, sehr stark. Also wirklich ein mega, mega Match hier von Tiffany bis jetzt. Und auch da, das musste sich halt auch erstmal trauen, ne? Also. Richtig, richtig stark. Gut gesprungen, gut gefangen. Niemandem was passiert, genauso muss es sein. Aber wirklich echt, echt gut. Ja. Ja, ist hier der Brawl der Blondinen im Ring. Pin mal Liv Morgan. Ja. Also ich hoffe auch, dass man mit Tiffy jetzt hier wirklich so diesen Weg geht, weil ich hasse das immer, wenn jemand dominant im Chamber ist und dann aber trotzdem doof rausfliegt, weißt du? So, jetzt hier also als Entschuldigung, ja, die ist ja halt noch nicht so experienced wie die anderen. Ja. Wie ist jetzt passiert? Oblivion. Oh, come on. Nee, dann ist doch gut. Habe ich dich gerade noch gecallt? Ja, ist genau sowas. Oh, bitter. Bitter, bitter, bitter schon so ein bisschen. Ja.
Also ich sag mal so, damit bekommt Liv Morgan hier nicht besonders viel mehr Zuspruch vom Publikum. Hör's auch Bullshit-Chance. Ja. Aber trotzdem, also muss man trotzdem sagen, sehr gute Performance. Ja. Das war aber kein guter Chokeslam. Nee. Das sah cool aus. Ja. War es ein Elbow? Das war in der Center, oder? Ah, ja. An den Arm. An den Arm gekickt hier. Aber ein gutes Match. Also klar, wir hatten so ein bisschen Lethargie durch Naomi, aber ansonsten echt ein flott geführtes Match. Au, jetzt in den... Vom Disarm in den Cross-Arm-Breaker rübergerollt. Ja, und jetzt gibt es die Powerbomb, oder? Die muss ich doch jetzt deadliften hier. Ja. Ich hätte bei sowas immer Angst, dass ich da der anderen auf die Haare trete oder sonst irgendwas bei der Menge Haare. Oh, jetzt gibt es hier die Chigona-Bomb, oder wie heißt die nochmal? Oblivion? Die Doppelte? Oh. Okay, cool. Ja. Jetzt gibt's den KOD und dann ist Abpfiff. Ja. Okay, aber das sah sogar cool aus, als es so langsam war, muss ich sagen. Ja. Ja. Also, man geht ja dann doch so ein bisschen auf Nummer sicher, ne? Also die. Auch geil mit der Skyline im Hintergrund, ne? Ja. Nicht ganz ausverkauft, oder? Aber schon gut besucht. Ja. Ausreichend gut besucht, sage ich mal, dass man so einen Trip machen kann. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder so einen schönen... Hier, das ist übrigens Perth. Geht dahin, Trailer zu sehen bekommen. Fahrt doch mal da in Urlaub. Fahrt nicht nach Venedig. Heiratet in Perth. Hier sind Spinnen und Schlangen. Ich habe auch gedacht, so, vielleicht kann Randy Orton einfach mit irgendeiner super giftigen Schlange reinkommen. Man muss aber auch sagen, Puerto Rico hat halt auch eine kleinere Halle und so. Also, ne, die war ja, das war ja auch nicht Open Air und sowas. Open Air verliert sich ja doch super viel. Das stimmt. Slam auf Lift, das ist doch. Nee, ist kein Pin. Okay. Jetzt dieser hier Salto Flip. Gut gefangen. Stack'em, pin'em. Ja. Was mein Tipp für heute Abend? Schalke Magdeburg. Irgendwie einen Punkt mitnehmen, einfach ein bisschen nicht verlieren. Meine Ansprüche sind minimal. Von mir aus gewinnt 1-0 durch Elfmeter. Ich will nicht mal mehr schön Fußball sehen. Ist mir alles egal. Ich will einfach nur nicht absteigen. Und jetzt hier nochmal die KOD, Becky hält sich fest, Slingshot übers Top Rope. Boah. Da. Backstabber. Ja, ich finde, also wirklich, ne, jetzt auch so bei, jetzt nicht mal so ich hasse die oder sowas, ne, so, das habe ich ja bei anderen Wrestlerinnen. Nochmal in den Käfig hier. Es ist wirklich, also Bianca kommt halt auch im Chat nicht wirklich gut weg. Die ist wirklich unbeliebt, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht so ein. Also, ich glaube, vielleicht sind wir einfach nicht Zielgruppe. Ich glaube halt wirklich, wenn du so irgendwie jüngeres Mädchen bist oder sowas, ich glaube, das ist dann schon echt cool, ne? Ja, ja. Das hat schon. Ich glaube aber trotzdem, dass Bianca auch jetzt, ich meine, die ist jetzt auch schon lang genug dabei. Die braucht halt auch mal eine Charakterentwicklung. Das ist natürlich auch das Problem, dass sie eigentlich immer auf demselben Niveau agiert und wenn das eben. 2 Jahre quasi oder 3 Jahre auf demselben Niveau ist und da charakterlich kaum was passiert und auch keine Wandlung durchmachst, dann wird man eben einfach langweilig. Es hat ja nichts mit dem In-Ring-Können oder sonst irgendwas zu tun, sondern der Charakter ist halt einfach stale, wie man so schön sagt. Und ich bin auch bei Chris 89, ich mag Bianca auch, aber ich finde sie gerade, was die Figur angeht, super langweilig. Da können die Matches von ihr auch gut sein. Aber für mich gehört zum Wrestling eben nicht nur das gute In-Ring-Work, sondern da gehört eben auch eine interessante Figur dazwischen. Ja. Ich muss sagen, so gerade was die Matches angeht, also
erste Assoziation bei mir auch so ein bisschen Finn Balor, wo ich sage, ey, den mag ich auch, ne? Das ist auch ein guter Typ, aber ich bleibe auch dabei, kennst du ein Finn Balor-Match, kennen sie mittlerweile alle. Und das geht seit, in der WWE, seit 5 Jahren so. Ja. Ja, vielleicht, also weil hier angesprochen wird, Bianca gegen Cargill, ich glaube, das wird man auch bringen. Ob es jetzt schon bei WrestleMania ist, wird man mal sehen. Aber ich glaube, dass dann halt auch eine als Heel positioniert werden kann. Und vielleicht wird es auch einer Bianca in dem Punkt ganz gut tun, wenn sie dann als Heel dargestellt wird. Vielleicht auch, dass sie dann Cargill nur gewinnen, besiegen kann, wenn sie eben vielleicht ein bisschen unfairer wird oder sonst irgendwas. Aber mal sehen. So, wir sind wieder bei 122. Also let's Leute, ey. Let's go. Let's go. Also demnächst mieten wir einfach irgendwie, ich habe demnächst eine Scheune. Wir veranstalten einfach Wrestling-Abende in der Scheune dann. Ja, machen wir. Scheunen-Catch. Ich mache den Barkeeper. Ja. Ja. Hä? Oder... ja, weiß ich auch nicht. War ein Move, was? Ne? Oh, ist hier Sunset Flip. Aber steil abgesetzt hier. Ja. Oh. Jetzt schmeißt die Bianca mal raus. Andererseits, Liv oder... Liv wäre halt auch eine Geschichte, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Becky wird das hier machen. Dropkick, ja. Das wird keine 3 werden. Nee. Jetzt soll sich Becky bitte jetzt nicht wieder anfangen, an den Mund oder die Nase zu fassen. Zuletzt bei der Promo, wo sie am Laufband so gemacht hat. Ja, das, sie hat immer so, glaube ich, so ein, weiß nicht, wie so ein Tick, der so coolness-mäßig ist. Das ist wie, als sie immer ihren Mund so ja. gemacht hat, als sie dann The Man war. Ja. Jetzt gibt es hier nochmal Kampf auf dem Pott, wie es gerade so schön hieß. Beiden hoch. Becky auf dem 2 auf dem Top Rope. Superplex. Man merkt es übrigens auch, wo hier Stichwort, oh, Superplex, und wo David hier schreibt, Sonnenuntergang. Oh, Superplex innen, 450. In die Knie. Aber Konter. Ja. Jetzt merkt man auch schon, dass es dunkler in der Halle wird, ne? Also so das Bild ist ganz anders als noch. Am Anfang. Ja. Oh. Schönes Ding. Ah, geiles Bild. Das ist wirklich ein geiler Shot. Wie gesagt, wie gerade schon gesagt, mit der Skyline. Ja. Nee, wenn Pott gesagt wird, fühle ich mich heimisch. Und diesen Shot liebe ich übrigens auch immer. Das ist von oben auf das Chamber-Ding. Oh, jetzt geht's nochmal hoch. Kann man den Stream scharf stellen, bitte? Wen willst du scharf stellen? Mein Stream wieder. Achso. Was war das denn? Ja, vielleicht das war quasi ein Konter in den nächsten Codebreaker. Ja. Und jetzt kommt Oblivion und dann, nein, Manhandle noch nicht. Manhandle's Law. Und ein Codebreaker, who could have guessed. Komm, jetzt schmeiß mal hier Bianca raus. Okay, das war krass. KOD gestanden. Hä? Durchgerollt. Ein Roller. 2, 3. Bianca raus. Ja. Und jetzt easy. Slam. Hol ihn heim. Das ganz, hier, ganz schnell wie beim Brezelbacken. Und die 3. Danke. Ja. Keine easy. Große Überraschung. Aber ein gutes Match. Auch ein gutes Finish jetzt zum Schluss, oder? Ja. Lässt dann auch Bianca gut aussehen, ne? No. Oh nein. Ich hab versagt, Mama. Ja, am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, aber jetzt gerade das Ende war richtig gut. Wie lange wrestlen die letzten beiden noch solo? Ja, ich habe ja auch drauf getippt, so vielleicht macht man hier nochmal so 7, du hast auf Minuten. Gar nichts getippt. Nee, aber ich habe hier im Livestream hier getippt und gesagt, vielleicht lässt man die noch ein bisschen wrestlen. Nö. Schade. 4 Sekunden oder so. Ja. Und. Booms. Ja.
Aber schöne Abfolge am Ende auf jeden Fall. Ja. Ja, auch schön, also tatsächlich jetzt hier kann man ja sagen, so, ah, Becky ist auf dem Hintern gelandet irgendwie, aber das hat hier, finde ich, auch zu dieser schnellen Abfolge, zu der Verzweiflung auch gut gepasst. Das ist schon okay. Ich fand diesen Dingens ganz geil, diesen Manhandle Slam Rückwärtssalto. Ja, ja. Ja, passt doch. Ich hätte so Schiss, da runterzufallen. So, stell mir vor, du bist dann die eine, die hier ihr Ticket für WrestleMania gerade eingelöst hat und dann willst du posen und fällst vom Käfig runter oder sonst irgendwas, weil der abrutscht. Wäre nicht einfach so cool, glaube ich. Becky Lynch hat gewonnen. Yes. Ich schaue nur euren Screenshot. Ja, also nicht das Event. Ach so. Becky hat gewonnen. Becky hat gewonnen, hat als letztes. Hast du gerade gesagt. Morgen gepinnt. Ja, ich sag's nochmal. Weil ich höflich bin. 1,25. So, das nächste Ziel ist natürlich jetzt 200, ne? Ja. So, WrestleMania steht an. Ja. Schön, dass du da bist auch. Ja, voll gut. WrestleMania. Wie ist dein Hype-Level jetzt aktuell, Kai? Wie sieht's aus? Ich hab Bock. Also natürlich immer noch schade mit CM Punk, ne? Also, dass er jetzt nicht dabei ist, aber ich glaube, die haben da was sehr Gutes draus gemacht. Und ich bin immer, also ja, natürlich cool oder sowas, ich bin aber immer noch nicht überzeugt von The Rock. Mal sehen, wie das weitergeht, ja. Das war ja auch, wo er so gesagt hat, so, ja, ich werde Cole Rhodes verprügeln und seine Girlfriend Seth Rollins. Ja. Und Rollins dann einfach nur mit diesem einen Meme, dieses, wo das Steve Buscemi ist mit dem Skateboard, dieses How do you do, fellow kids, wo dieser alte Mann so auf jung macht. Ich meine, also, so ja, The Rock, cool oder sowas, wird auch alles gecheert, aber muss so ein bisschen sein. Ja. Weißt du? Gucken wir mal, wie man den da. Also, ich glaube auch, dass ein Tag-Match ganz gut für ihn wäre, sagen wir es mal so. Bei 200 Jeans Tausch gegen Jogginghose. Ich habe aktuell hier nur die mir viel zu großen Jogginghose von Chris und Markus immer noch hier, die ich noch verschicken muss. Die haben die immer noch nicht bekommen. Ich glaube, es sieht sehr merkwürdig aus, wenn ich eine von den Hosen anziehe. Bei 200 zieht sich Kai BVB-Trikot an. Ja, ich habe leider habe ich keins. Ah, guck mal, die Entwicklung von Bailey ist wirklich. Ja, ja. Ach, die Hagar-Zeit damals. Ich habe die auch bei NXT damals echt geliebt, muss ich sagen. Ne? Also, fand die so cool. Ja. Die hat da auch so für mich so eine besondere Emotionalität mit reingebracht, so besondere Geschichten, die sie erzählen konnte. Speziell bei NXT. Ja, also da war wirklich halt einfach so ein natürliches Face, ne? Ja, absolut. Auch gerade in der Kombination natürlich gegen Sascha, mit Sascha, war das richtig, richtig toll einfach. Und ich habe auch das Lied geliebt. Und dann wurde alles anders. Die Bailey Buddies. Ich habe ja auch mal mit der bei WrestleMania 32 habe ich auch das Interview damals mit ihr gemacht. Die war auch sehr nett. Ja, guck mal. Ja, war aber super früh. So. Ich habe schon gesagt, also wird bis 14:30 gehen, aber es liegt auch daran, weil wir jetzt dazwischen natürlich immer die wunderbaren Trailer dazwischen haben. Ich finde auch gut, dass wir Bailey jetzt nochmal in so einer prägnanten Rolle sehen, wirklich. Also ich finde, die ist auch wirklich einfach so eine feste Säule in der Women's Division. Und die darf man auch nicht unterschätzen, auch weil sie nicht immer die allergrößte Rolle zwischendurch mal gespielt hat. Trotzdem die Stabilität, die sie mitbringt und dann auch die Art und Weise, wie sie auftritt, ist schon gut. Ist schon gut. Ja. Promo ist manchmal ein bisschen anstrengend, finde ich. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ja, man darf ja auch kritisieren, man muss ja nicht alles immer feiern. Ja, ja. Nee, das Ding-Dong zwischendurch war auch schon anstrengend. Mit der Tür. Obwohl es auch ein bisschen witzig gewesen ist. Ja, ja, das stimmt. Ja, mittlerweile haben die einfach für jeden so einen langen Trailer gemacht. Dann ist so, ja, hier, wir müssen mal kurz Peacock-Werbung überbrücken, ne? Ja, ja. Ja. Hä, nee, Bauchi zu Bauchi, bester Finisher. Bauchi zu Bauchi. No, ich wusste, dass das passiert, ja. Hunde. Hans Fried ist eingefroren. Oh nein. Da müssen wir gleich wieder synchronisieren. Bei mir läuft's noch.
Welcher Stream ist eingefroren? Der von StreamYard oder der vom Network? Nee, das von. Der ist wieder scharf. Sehr gut. Ach so. Was ist denn gerade bei dir im Bild? Hier, Damage Control Breakup quasi. Das Segment dauert relativ lange. Ich muss irgendwas, womit ich zeitmäßig einschätzen kann, wo du gerade bist. Ja, da wird jetzt holt sie gerade die LED-Pipe raus und verprügelt alle anderen. Ja, okay, da bin ich auch ungefähr. Das ist auch gut. Okay. Jetzt gab es gerade den Stare-Down, Io guckt. Ja, okay, ja, gut, okay. Sehr gut. Schwarzbild. Da ist Roman Reigns. Da ist Randy Orton. Da ist Triple H. Das da ist SGT ist Laugter. Ja, fand ich auch ganz witzig übrigens, um hier nochmal auf WWE 2K zu verweisen. Die haben gestern noch hier so einen Teaser zum Season Pass veröffentlicht mit einem Foto, wo ganz viele Hinweise so drin gewesen sind. Ich meine auch, also ich habe zum einen, wenn ich mich nicht täusche, den Lex Express auf jeden Fall gesehen und auch die Hände von DDP. Also sah es zumindest für mich aus. An der Stelle natürlich auch nochmal ein schönes Dankeschön an die lieben Freundinnen und Freunde von 2K, die hier mit WWE 2K24 unseren Stream und auch unser Projekt natürlich unterstützen. Ganz, ganz dickes Danke. Schön. Nächstes Mal hätte ich aber auch gern so ein, wie heißt die nochmal? Wallaby? Nee. Sind das Wallabies? Oder sind das Quackers, Kai? Hä, was? Diese Nagertiere, die wir gerade gesehen haben. Koala? Das war kein Koala, das war ein Quacker, meine ich, oder? Was ist denn? Ich habe noch nie einen Quacker gehört. Ich schick dir mal, die heißen Quacker. Kennst was du die nicht? Das sind die niedlichsten Tiere der Welt. Hä, ich habe noch nie Quacker gehört. Wie schreibt dann google es mal. Q-U-O-K-K-A. Q-U-O-K-R. K-K-A. Nee, da, K-K-A, ja. Oh, der lacht voll süß. Dass du keine Quackers kennst. Nee, kenne ich nicht. Da hat aber schon Shakira drüber ein Lied gemacht. Guck mal, wie süß das ist. Guck mal, wie süß das guckt. Ja. Das lacht richtig süß. Aber ich meine auch, dass es gerade ein Quacker gewesen ist. Also weil, das ist ja voll süß. Und das ist ja über all die Jahre entgangen. So, weiter geht's hier. New Catch Republic gegen den Judgment Day. Tyler Bate, Pete Dunne auf dem Weg zum Ring. Oh, haben die gerade irgendwas gesagt von End of the Evening, Rhea gegen Dingens? Ich verstehe den Kommentar sehr wenig, bin ich ehrlich. Ja, ich auch. Ich habe gerade auch an Quackers gedacht. Also schick Kai Quacker-Bilder in seine Timeline, bitte. Ja. Sven, mach mal bitte, dass der KSC gewinnt. Kaiserslautern darf nicht punkten. Die brauchen vielleicht noch eine neue Musik. Ja, stimmt. Ich bin ein richtig alter Mann übrigens. Ich trinke einfach entkoffinierten Kaffee. Egal, wir haben schon mal Pete Dunne zurück. Ja, das stimmt. Ich finde auch die beiden als Tag-Team ist doch total sinnvoll. Ne? Wenn du gerade keine Verwendung für die als Singles-Wrestler hast, pack die beiden zusammen, ja. Lass dich catchen. Die haben eine gute Chemie zusammen, allein dadurch, weil sie sich schon so Ewigkeiten kennen, weil sie schon geteamt haben. Ist doch gut. Und ich finde, ja. Tyler Bate braucht dringend andere Hosen. Ich finde, es sieht immer aus, als wenn er entweder eine Windel oder eine Unterhose anhätte. Das ist absolut korrekt. Ich weiß auch nicht, wer das designt hat. Ja, ja. Ich finde auch dann einer der wenigen, der so ein Onesie, wie die Dinger da heißen, rocken kann. Ja, das stimmt. Und natürlich Kevin. Ja, unser Kevin. Ja. Yeah. Männer Dutzend in. Kann ich auch. Aber ich bleib bei den langen Haaren. Aber mein Sohn nee, hat mir schon nahegelegt, dass ich irgendwann abschneiden soll. Ja. Mal gucken. Herr versus Herr Match. Ja. Na, Art-Truth-Grafik, aber der ist ja gerade in Österreich. Also von daher. Ja. Ich hätte es witzig gefunden, wenn er wirklich, also das war ja nur so ein Autovideo, wenn er halt wirklich in Österreich gewesen wäre, so komplett die Extrameile für den Gag gehen. Hängt irgendwo auf so einer Alm. Ja. Kehrt dann so in so einem alten Gasthaus ein oder so. Ich suche die Arena. Wo wird denn hier gecatcht? Ich muss ja sagen, das Team von denen, das war auch schon
witzig live bei der House-Show, ne? Ja. Wo dann auch New Day so abgegangen ist. Also stimmt, aber ja, stimmt. Ich noch. Was? Wo ist JD McDonagh? Keine Ahnung. Vielleicht greift er noch von außen ein oder vielleicht hat er Urlaub. Weiß ich nicht. Ich muss noch immer Stunden abfeiern. Der hat sich nicht bei mir abgemeldet. Was, willst du den Leuten die Hand geben, Kai? Ja, ja, kurz Kamera schon runter gemacht. Aber wenn du überlegst, wie der Judgment Day gestartet ist und wie man jetzt inzwischen hier schon etabliert hat, da hat man schon einiges richtig gemacht. Nicht alles. Ich weiß noch immer nicht, ob ich Damian Priest als Champion irgendwann sehen möchte. Getippt übrigens auf Judgment Day. Ja. Ja, und auch hier, ne, also ich glaube nicht, dass, also jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die WWE die Feldhitz Arena voll machen würde. Also nee. Da gehe ich auf, also so, nee, auf keinen Fall. Besonders, wenn du jetzt überlegst, du willst, hättest ja dann noch Floor-Level, dann hast du ja noch mal ein paar mehr Plätze. Also, nee, also ich gehe ganz, ganz stark davon aus, Feldhitz Arena würden die in Deutschland nicht voll machen. UK vielleicht so was anderes, Wembley oder so ein Shit vielleicht, keine Ahnung. Einfach weil es, also, ne, weil du hast halt in der UK schon mal mehr Wrestling-Fans als in Deutschland, deswegen hast du eher Leute, die darüber fliegen, als umgekehrt. Aber da gehe ich jetzt nicht von aus. Also, so, wie gesagt, so Mercedes-Benz Arena, okay, ne, 15 irgendwie bis 20.000, keine Ahnung. Aber Wir reden halt hier von 60.000 Leuten. Das sehe ich nicht. Nee, da sind wir halt in Deutschland einfach noch Wrestling-Entwicklungsland. Muss man ganz klar so sagen. Ne? Da ist zwar das Geld durchaus da, aber du hast einfach nicht so eine breite Fanmasse. Das ist einfach nur mal so. Ja, aber klar kommen also dann halt Leute von UK und so rüber, ne? Aber auch da gibt es halt eben Limitierungen sozusagen. Ja. Und wenn es jetzt nicht gerade WrestleMania ist, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich bin in UK und ich hätte jetzt die Wahl so, ja, hier ist demnächst WrestleMania oder fliege ich dann nach Deutschland zum Bash in Berlin oder zu irgendeiner anderen Show, würde ich wahrscheinlich auch eher zu WrestleMania fliegen. Ja, und klar, natürlich kannst du sagen, also so wie David das sagt, wenn die Karten nur so und so viel kosten oder sowas, ne? Ja, aber das ist halt Utopie, also es werden halt keine WWE-Tickets für 15 Euro verkauft. Also ne, ja. ist halt so. Und das ist halt auch für mich tatsächlich so ein valider Punkt, dass man sagt, so, okay, ich müsste jetzt so viel Geld in die Hand nehmen für eine Show in Berlin. Dann kann ich mir auch überlegen, ob ich nicht lieber das Geld spare und dann einfach noch 2-3 Jahre länger spare und dann überlege, okay, vielleicht dann lieber in den USA, wo ich dann gleich noch einen großen Urlaub mitmache und dann gleich noch so ein Erlebnis quasi mitnehme oder sowas. Und das ist halt echt ein Problem für viele. Und ich kann es auch klar verstehen, dass da die Preise nicht erschwinglich sind. Der Klassiker. Ach, ich liebe es. Naja, Big Tombola ist Dominic Mysterio, ne? Ja, 94 bis 97 waren wir die Nummer 2 in der Welt nach den USA. Ja, da das war damals natürlich so, aber da war WWE auch selbst in den USA ja schon sehr stark am Abkacken, ne? Und das war extrem rückläufig infolge der Skandale, die man damals gehabt hat. Und da war der gesamte Markt natürlich auch wirklich ein ganz anderer. Und ja, das war natürlich eine ganz andere Zeit und ist ja inzwischen auch schon 30 Jahre her. Ja. So, jetzt geht's hier gleich los, Kai. Ja, wir lieben unseren Dom. Ja. Jawohl. Guck mal, sieht schon viel geiler aus, viel dunkler geworden, ne? Ja. Wo es jetzt fast ein bisschen heller sein könnte, oder? Nee, das musst du. Ich brauche das Sin Cara Lighting. Mach noch dunkler. Brauche noch ein bisschen rotes Licht. AIC 91, ich hoffe ganz stark auf Las Vegas, dann fliege ich da nämlich hin. Ich unbedingt, mach bitte. Viva Las Vegas. Wieder auf dem Strip Achterbahn fahren, beste. Wieder Seltzer und Jello Shots kaufen und irgendwie für 5 Euro an so einem komischen Pokerautomaten sitzen, aber das so arcade-mäßig bedient, weil ich saß da irgendwie einfach eine Stunde. Das war voll geil. Okay. Oh, schöne, schöne Oldschool-Hetze sei hier. Oh. Und die Close direkt hinten dran. Jawohl. Und jetzt ein bisschen kommen. Wir wollen dann auch sehen, wie hier die Arme verdreht werden und so. Las Vegas. Do it. Aua. 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 Ach, das ist halt so eklig. Ach, schön.
Ja, zwei Matches, aber wir haben noch das Grayson, den Grayson Waller-Effekt, ne? Der wird auch nochmal ein bisschen gehen. Und daraus könnte sich auch nochmal ein Match ergeben, wenn man ehrlich ist, ne? Du musst auch überlegen, also wir sind jetzt beim zweiten Match, das hat jetzt gerade angefangen, wir sind schon eine Stunde drin, ne? Ja. Und wir haben dazwischen noch vier Werbung und Werbeblöcke und Trailer. Ah, schönes Stanton hier. Schön. Dann von Pete Dunne hinweg. Zack, einmal drüber. Ich glaube, jetzt bist du ein bisschen hinter mir, kann das sein? Das kann sein. Musst du kurz gleich irgendwie eine Sekunde Pause machen, ne? Ja. Wenn, also wir müssen am besten irgendwas zum Synchronisieren gleich, wenn irgendein Count oder so kommt, oder keine Ahnung. Wie geil ist das mit dem Fuß? Junge. Ach, ich lieb's komplett. Oh, da greift hier Damian Priest ein, ganz humorlos, einfach rein, einfach mal aufs Maul hauen. Ja. Ey, die Sache ist, Mania in Las Vegas ist viel, viel günstiger als irgendwo anders. Weil Las Vegas hat krank günstige Hotels, weil die einfach sagen, Junge, juckt uns halt nicht, mach das Ding voll und verzocke deine Kohle. Also auch, wir haben in diesem Luxor gepennt, das war super günstig, teilweise pro Nacht irgendwie $70 oder sowas. Na, wenn du zu zweit bist, kannst easy teilen. Flüge sind halt auch viel entspannter, weil du fliegst viel einfacher und häufiger nach Las Vegas als irgendwie nach Philadelphia, Texas, schieß mich tot. Und also das ist nicht billig, aber das ist halt deutlich günstiger als andere Städte. Ich muss gerade an die ganzen Reisegeschichten zu All-In denken. Weißt du noch, letztes Jahr? Ach Gott, ja, mit hier und da. Ich denke noch einmal alle paar Monate daran, dass ich einfach mit dem Bus aus London zurückfahren musste. Wo ich mich alle ausgelacht habe, warum ich dann so einen frühen Flug genommen habe und keine Ahnung was und dann alle zu spät einfach durch die Bank. Ach, guck mal, der Lars war der, den ich in der Krypto-Arena getroffen habe vor Raw. Witzig, weil die waren auch mit einer Gruppe dabei und da war auch jemand bei, der hat ein Schalke-Trikot an. Das weiß ich auch noch. Crazy. Das sind die guten Sachen. Nee, guck mal, witzig, so klein ist die Welt. Ach, geil. Ja, das, also gut, dann passt doch. Dann verabreden wir uns jetzt hier und sagen, dann treffen wir uns halt nächstes Jahr dann in Vegas im Legion Stadium. Was ist denn da gerade mit der Kamera passiert? Ist die runtergefallen? Ja, weiß ich auch nicht. Ist die Drohne abgeschossen worden? Ey, C91 fragt, lieber 4 bis 5 Matches auf einer PLE Pay-Per-View-Card oder 10+ Matches wie bei AEW? Ich finde immer, ich bin da ehrlich, ich nehm den Zwischenweg. 6 bis 8 ist für mich eine ideale Zahl. Ich brauche diese langen Trailer dazwischen nicht, aber ich habe auch ganz gern zwischen den Matches auch eine kleine Pause. Also gerade WWE-Events nachzuschauen ist halt so viel angenehmer, weil du halt weißt, ey, das geht 3 Stunden, 3,5 Stunden, aber im Endeffekt reine Guckzeit sind vielleicht 2 Stunden, weil du die Trailer skippen kannst und sowas alles. Und bei AEW, also deswegen bin ich auch sehr froh, dass jetzt auch mittlerweile David und Markus die Reviews oder sowas machen, das ist ungelogen ein Arbeitstag, weil du guckst dieses Event und das geht dann 5 Stunden und wenn du ein bisschen skippst, bist du bei 4 Stunden 30 oder sowas, weißt du? Aber die Matches gibt's halt natürlich nicht und dazwischen passiert nicht viel. Also ich finde, also für mich ist AEW einfach zu doll. Und dann kann ich lieber mir die Sachen rauspicken, die ich gucken möchte. Und dann gucke ich dann so ein AEW-Event und kürze mir das dann quasi so zusammen, wie ich will. Weil das ist, wenn du es wirklich zeitaktuell gucken musst, ist es wirklich Arbeit. Es ist eben auch natürlich eine ganz andere Zielgruppe, die man hier hat, ne? Also das ist wirklich dann diese Hardcore-Wrestling-Zielgruppe, die wirklich, wo du Wrestling Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag hast. Und WWE geht da eben in eine andere Richtung. Also auch vom Tempo her auch eine ganz andere Geschichte, ne? Ich bin da aber bei dir. Ich bin in den 90ern groß geworden. Da waren WWE-Pay-Per-Views knapp 3 Stunden lang. Dazwischen gab es noch ein paar witzige Interviews, wo der Warrior ins Mikrofon gebrüllt hat oder Hogan seine Pythons gedroppt hat und gezeigt hat. Das hat mir vollkommen ausgereicht. Ja. Vielleicht mal so, wenn es eine WrestleMania ist, gerne auch mal 3,5 Stunden oder so. Aber also auch da eine WrestleMania 32 mit irgendwie 6,5 Stunden oder wie das ganze Ding da mit der Kickoff-Show ging, das ist halt einfach too much. Das ist absolut korrekt. Nicht immer ist mehr besser. Nicht immer ist mehr. Ja. Finn Balor hat seine Pythons. Ja.
Ab wie dann noch draußen und jetzt gibt es hier die Jobs. Ja. Boah, ob es in Deutschland, also ich, es würde mich wundern, wenn es keine Watch-Events geben würde, aber da muss man am besten mal googeln, weil die werden ja häufig so spontan irgendwie organisiert und keine Ahnung was, also muss man mal gucken. Gab es ja in der Vergangenheit auch doch hier in Kinos teilweise, also von daher. Ja, ja, genau. Ist natürlich auch so lizenzrechtlich ein bisschen schwierig, ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Du darfst ja nicht einfach sagen, ach ja, übrigens kommt bei Headlock alle vorbei, wir gucken jetzt Wrestling. Sobald du da irgendwie eine gewisse Menschenanzahl hast oder auch das quasi offiziell machst, dann ist es sozusagen ja, ein Lizenzprodukt und dann musst du da eben bei WWE anfragen. Wenn man damit Geld verdient. Ui, leckt Lariat ins Gesicht. Oh, schön. Ins Gesicht. Also wirklich, ne, also Pete Dunne und Tyler Bates sehen so gut im Ring aus, ne? Ich love die beiden. Bisschen overshot der Moonsault, aber trotzdem gut gesessen. Ich habe jetzt letztens, als ich mein neues Handy eingerichtet habe, nochmal so Bilder aussortiert, ne? Um ein bisschen Speicher auch frei zu machen. Da habe ich dann nochmal die Bilder gesehen aus, war es Clubbahnhof Ehrenfeld, wo dann am Ring standen und Pete Dunne gegen Walter gesehen haben. Ja. Man. Goldene Zeiten damals. Goldene Zeiten. David, mach doch Watch Event in deinem Jugendhaus. Genau. Oh, schöne Lariat German Suplex Kombination hier. Aber es ist genau das Match, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Also Dunne und Bate sehen gut aus. Die können hier ihre Dynamik zeigen. Die können ihr Double Teaming zeigen. Bringt die Gegner so an den Rand der Niederlage, aber am Ende wird es doch der Judgment Day sein. Ja, ich habe auch gesehen, dass jetzt der Bruder von Saraya bei AW ist. Ob der ein Versagerbruder ist, weiß ich nicht. Da weiß ich zu wenig drüber. Aber das habe ich auch mitbekommen. In die Ecke. Und das kannst du doch einfach. Mach mal nicht so. Der Big Strong Boy kann das. Come on. Das ist doch Showboating. Ich hasse Damian Priest. Aber Damian Priest hat auch echt schon nochmal an seiner Physis gearbeitet, oder? Also der wirkt auf mich nochmal. Bisschen muskulöser. Ja. Macht ja auch einfach, ne? Du musst. Hammerlock, Lariat. Eins, zwei. Also da bin ich gerade übrigens. Ja, ich bin jetzt gerade, da fasst er sich ins Gesicht. Ja, deswegen. Also wir müssen gleich mal so ein Sekündchen Pause machen, weil ich kann nicht nach vorne springen. Was? Kannst du nicht? Leider nicht. Ja. So, warte mal, ich mache mal ganz kurz Pause. Pause, 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 weiter. Jetzt zieht er gerade Tyler Bate hoch. Ja, dann gucken, wann der Schlag kommt. Oder was auch immer kommt. Außer Hand. Jetzt kam Schlag. Ja, sind wir ungefähr da. Er kriegt in den Rücken. Style Suplex in den... Das war synchron. Das Zeichen. Er sieht immer seltsam aus, wenn Wrestler keine Kneepads haben. Ich lieb's, wenn Wrestler keine Kneepads haben. Dann weißt du, das sind harte Hunde. Das sind wie so Fuppes-Spieler, die keine Knieschoner tragen. Du weißt, die machen keine Gefangenen. Ich habe mir das gerade bei Pete Dunne am Anfang des Matches gedacht, als der hier diesen die Double Knee Drop auf Finn Balors Arm gezeigt hat, ne, wo der ja de facto auf den Knien einfach nur landet auf der Matte. Und denke so, das würde ich mich auch schon nicht trauen, weil es einmal so hochzuspringen und die Knien auf der Matte zu landen, das kann doch auch nicht gesund sein. Naja, nee, stimmt. Einmal Boon. Ich denke mal, die haben halt jetzt ein bisschen auch die Beleuchtung runtergeschraubt, damit das Dunkle besser wirkt, ne? Finde ich aber geil. Ja, auch aber außen, ja, der Ring also ist ein bisschen dunkel. Das stimmt halt, hast du ja auch gerade gesagt. Ja. Aber vielleicht auch außenrum so ein bisschen dunkler gemacht, weil eben doch ein bisschen mehr Luft ist, als vielleicht erhofft, was man, wenn sich so ein Bild anschaut. Aber jetzt gibt es den Airplane Spin! Jawohl. Ja. 5, 6, 7, 8. 20, 21. Ich frage mich ja immer, wie einem danach nicht einfach kotzeübel ist. Ja. Let's go. Männer schreibt, Olaf, du traust dir gar nichts. Dich gar nichts. Ich traue mir wenigstens Grammatik. Ja, Handy, also ich finde das wirklich nicht uninteressant. Ich finde das super spaßig. Ja.
Ich finde es auch geil, Pete Dunne teilweise auf dieser großen Bühne jetzt zu sehen. Mella, bitte. Behave, du hast eine Vorbildfunktion hier. Bitte end. Ja, ja, gut, komm. Eins, zwei, Dom. Fuß unterm Seil. Dieses Gesicht dabei. Ach, Dominik. Dafür lieben wir den Dom. Und jetzt ist er ertappt worden von Taylor Bate. Und merkt gar nicht, dass Taylor Bate neben ihm sitzt. You fucking wanker. Ja, und jetzt... Jetzt kommt der Ref-Moment. Jetzt kommt der JD McDonough-Moment. Stimmt. Warte mal ab. Na? Oh. Jetzt, oh. Aber bin ich aber enttäuscht, sie hat nicht den hier gemacht. Ja, aber ich weiß eigentlich... Das darf man nicht, das ist Blasphemie, das muss man machen. Ja. Das wird einmal eins der Referees. Peinlich. Ja. Irgendwo sitzt gerade, wie ist der Mike Chioda oder sowas? Oder wie der heißt? Also, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Aber Earl Hebner, hallo? Jetzt ist das Licht aus? Der Undertaker kommt. Na? Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. So, jetzt. Okay, also ich vermute, das war die Übertragung. Ich vermute, das war die Übertragung und es sah alles Licht aus. Das war eine coole Slingblade. Ich hasse eigentlich Slingblades von Finn Balor. Die brauchen halt entsprechenden Schwung und die brauchen jemanden, der die entsprechend verkauft, ne? Dann bei Penta sehen die immer geil aus. Ja. Doppelter Dropkick in die Ecke und jetzt den Coup de Gras hinterher. Nix. Du, oh. Na. Oh. Und jetzt nochmal hier. In den Finger. Ah, das ist immer eklig. Jetzt ist er durch. Doppelter Tyler Driver. Na? Oh. Na? Nee, wird rausgezogen. Ich kenne da hier. Hab da schon mal ein paar Matches gesehen. Machen sie gut. Machen sie, also ist wirklich. Es ist genau das Match, was ich mir erwartet habe. Du teast. Die Action ist richtig gut. Also ich finde, das ist ein sauberes Tag-Match, was die beiden Teams hier zeigen. Aber. Ich finde, wir sind auch, also weiß nicht, wie du das siehst, wir sind aber auch über diesen Punkt hinweg, wo ich dann immer sage, in Reviews hätte man auch bei Raw zeigen können. Das stimmt. Weil ich finde, von der Länge her, und so ist, das ist kein Raw-Match mehr, meiner Meinung nach. Ja, ja. Aua, auf die Finger. Und der Crossbody in den Flatliner aufs Apron. Zurück in den Ring. Ah! Ich liebe diesen Move. Vor allem, wie präzise der denn durchführt. Ich würde da beim 9 von 10 Fällen einfach durch die Seile springen versehentlich. Oh, 19, 1, 2. Kick out. Das ist doch gut. Der macht Spaß, wirklich. Time for the Razor's Edge. Die Straps gehen auf. Ja, das heißt was. Ja, aber jetzt wurde so, der hat wirklich körperlich draufgepackt. Ja, ja, ne? Oh, Razor's Edge in den Coup de Grâce, oder was wird's? Na. Damien Priest, du bist kacke. Gib den Koffer wieder ab. A Double Stomp auf die Fingies. Jawoll. Oh. Schön rausgeflippt. Fein. Ja, beschwer dich doch nicht hier drüber. Also richtig gut. Richtig, richtig gut. Hä, wie soll ich mich denn beschweren? Ich hab gar nichts gesagt. Eigentlich gar nicht. Okay. Bin happy. Doppelter Burning Ham, 1-2. Ach. Ooh. Also ich glaube, wenn ich jetzt in der Halle wäre, ich so, vielleicht passiert. Nach so 2-3 australischen Bieren ja. Wäre ich da jetzt drin.
Ist auch Fosters oder sonst irgendwas. Ja, gibt's auch This Is Awesome Chance. Ja, auch berechtigterweise. Ich finde auch, dass man wieder mehr so Fokus auf so Tag-Team-Matches ja, legen sollte. Absolut. Die können so gut sein, ne? Ja, und das ist auch einfach eine wichtige Abwechslung auf der Card, finde ich. Ja, das ist auch einfach so, du hast mehr Möglichkeiten, dann auch eine Card quasi ein anderes Momentum zu geben. Du hast die Möglichkeit, Leute auch zwischen zu parken, aber auf eine gute Art und Weise. So wie es man jetzt mit Tyler Bate und Pete Dunne macht. Ja, wenn es jetzt keine vernünftige Tag-Team-Division geben würde, oder gar keinen Tag-Team-Fokus quasi, dann würden die einfach untergehen. Ja. Ich liebe übrigens auch, was auch Martin schreibt, diesen Move, wo der so andeutet oder mit der anderen Faust zuhaut. Ich finde den Move auch voll geil. Boom und Bang? Boom und Bob? Ich habe vergessen, wie sie heißen, die Fäuste. A-Hörnchen, B-Hörnchen. Triple Chap. Wie heißt nochmal die Brüste von Heidi Klum? Das wollte ich gerade noch sagen. A-Hörnchen und B-Hörnchen? Hans und Franz nicht. Oder so? Ja, Hans und Franz kann sein, ja. Ach, oh, jetzt war hier mal Finish, ja. Ach, Mann. Oh, einmal der große Doppelstorm, 2, 3. Ja. Trotzdem schönes Match. War ein cooles Match, kann ich nichts gegen sagen. Ja, richtig gutes Match. Die Werbung machen. Ja, so. Der Kai trägt einfach nur noch Headlock. Ja, also, guck mal, da hat Hans und Franz, die Leute wissen Bescheid. Ist halt wirklich so, ne? Ich laufe nur noch Full-Merch-Montur rum. Die Sachen sind aber auch wirklich gut und bequem. Also, das ist schon echt stark. Ja, aber wirklich geiles Match. Ich trage ja nicht so gerne schwarz wegen der Katze, weißt du? Der ist ja schwarz-weiß und da hast du die ganze Zeit die weißen Haare da drauf und schwarze Klamotten. Ja, das ist blöd. Sehen halt bei uns immer einfach irgendwann, also selbst wenn du frisch aus der Waschmaschine geholt hast, nach einer halben Stunde, wenn du dich mal auf die Couch gelegt hast, sieht immer eklig aus. Was hat der denn da am Daumen? Weiß ich auch nicht. Gesehen? Der blutet am Daumen. Oh nein. Er hat ein Wehweh. Aua, Bubu. Boah, ich bin gestern, apropos Aua, Wehweh, Bubu, ich habe gestern eine große Portion Katzenfutter bestellt und dann kam der mit dem Postbote, ich bin ihm entgegengerannt gekommen und bin dann richtig schön mit der schweren Katzenfutterkiste quasi die Treppen hochgefallen, bin gestolpert und richtig schön, natürlich in der rechten Hand die Kiste und bin ich noch gerade rechtzeitig auf der Kante abgestützt und hatte wirklich jetzt den Rest des Tages so einen Kantenabdruck auf meiner linken Hand. Also richtig, richtig geil. Wo ich mir auch gedacht habe, so, Olaf, warum lässt du dich einfach die blöde Kiste los, anstatt dass du dann richtig schön auf die Schnauze fliegst dabei? Ja, es ist, manchmal ist man dumm. Moin, Nero. Sicher, hier. Genau, Thomas, haben wir schon gesagt, ich represente Karl Anderson und Luke Gallows, meine Jungs. Nero, du bist spät dran, sage ich mal. Ich bin gespannt, wer zuerst pinkeln muss, lieber Kai, weil ich muss auch gerade gleich mal auf Toilette gehen. Na, okay. Na, das ist doch... Bei dir? Bei mir geht noch. Ja, ich habe vielleicht zu viel getrunken jetzt zwischendurch. Hab mich schon eingenässt. Ich bin heute schon bei 1,5 Litern immerhin. Nee, so viel habe ich nicht getrunken. Aber ich bin auch schon ein bisschen älter, weißt du, da ist so... da muss man auch ein bisschen drauf abgeben. So, wir sind bei 120. Ja, Toilettengeschichten interessieren keinen. Kai, erzähl was Witziges. Sag dein... Oh Gott, ich hab wirklich was richtig Dummes übrigens, ne? Jetzt ehrlich. Jetzt eher erstmal Trailer. Oh, es ist wieder nervig. Und zwar, ich hatte wieder coole Experiences mit dem Kundenservice. Und zwar, ich hab O2-Internet, ne? Und ich habe mich da nie drum gekümmert, also weil eigentlich ist es immer schlau, so Vertrag kündigen, neu machen, weil es günstiger, ne? Aber ich habe mich da selten drum gekümmert, weil ich immer so ein bisschen Schiss hatte einfach, dass dann irgendwie Internet nicht funktioniert. Weil wenn nicht, ist scheiße, ne? Weil hier ist auch richtig krasser Bunker, du hast ja auch keine mobilen Daten oder sowas. Und das, da wir alle internetsüchtig sind und ich auch unabhängig davon auch noch im Homeoffice mit Internet arbeite, wäre doof, wenn es nicht klappen würde. Korrekt. Hab dann gedacht, egal, komm, mach's immer. Rufe ich bei O2 an und das ist ja immer so, keine Ahnung, so outgesourcer Kundenservice, das ist ja auch selten gut, ne? Ja. Und rufe ich da an und sag so, yo, hier, Internet, bla bla bla, brauche ich. Und das Problem ist, dass sie irgendwie mich immer wegen den Namen wechseln, weil ich habe ja bei der Hochzeit den Namen gewechselt
Und dann haben die mich häufig nicht gefunden. Dann ist irgendwie mein Handyvertrag ist auf meinem neuen Namen, Internet noch auf dem alten Namen. Und dann war das immer so pro Telefonat. Übrigens, da hast du deine Werbung mit Perth ist so schön und Australien. Schön. Gibt's auch Kamele. In dem Fall war dann da das Problem. Dann war immer so erst 5 Minuten labern, bis sie mich gefunden haben. Und dann dachte ich so, ja, okay. Dann habe ich jetzt verstanden, was sie wollen. Ich leite sie mal weiter zur Abteilung. Alles klar, sie leitet mich weiter. Ich quatsch mit einem. Verbindung weg. Bin ich so, cool, ruf nochmal an. Wieder hier, bla bla bla, mit dem Namen. Ja, ich leite sie weiter. Ich sage, alles klar, danke. Quatsch mit einem. Dann sagt er, ja, alles klar. Also das war so, der war so ein bisschen so ein Schwätzer-Typ, ne? Ja. So, easy, kriegen wir hin. Klar, mach ich für dich fertig. So, ne? Sagt dann, ja, aber das Schlaue ist, am besten kündigen und dann einen neuen Vertrag machen, einfach bei uns wieder und dann kriegst du die Kondition so und so. Ja. Und dann meine ich so, können wir die einfach irgendwie verlängern und du machst das? Und dann so, ja, nee, so und so ist besser. Ich gesagt, okay, aber Bruder, ist ganz wichtig, so, ich brauche Internet, da ist nichts mit, das kann dann mal nicht gehen oder sowas, so, ich arbeite damit, ne? Also, nee, deswegen extra einfach kündigen und so und dann ist das quasi, du kündigst und dann ist es direkt danach, machen wir die Leitung wieder, passt. Habe ich gesagt, wenn du das so sagst, dein Wort in Gottes Ohr. Hat er dann gemacht, irgendwie auch 40 Minuten Telefonat. Und dann irgendwann werde ich dann angerufen, aber der hat auch gesagt, hier, du kriegst dann auch eine SMS zur Rufnummer mit Übernahme, weil eigentlich brauche ich die nicht, aber mein Opa hat die halt und dann muss mein Opa nichts ändern, dann ist gut. SMS kam die an. Dann irgendwie, ich habe freitags da angerufen, montags bin ich dann, werde ich angerufen und kriege dann so die Info, ja, hier, sie haben ja gekündigt, so diese Kundenrückgewinnung. Wie gesagt, ja, ich habe gekündigt, aber ich habe bei euch direkt wieder einen neuen Vertrag gemacht. Ah ja, okay, passt dann ja, dann schicke ich Ihnen die Kündigungsbestätigung zu. Kam auch nie an, ne? Danach habe ich dann da nochmal angerufen, weil ich nichts gehört habe. Und dann hieß es so, ja, ihr Vertragsabschluss wurde abgelehnt, ihr neuer. Und gedacht, ach, das ist ja cool. Also habe ich jetzt gekündigt und kein neues Internet. Ja, genau. Wieso? Ja, dann ist ja super. Dann habe ich dann da wieder angerufen, war so, hier, so, das und das ist Sache. Wieder auch, ich telefoniere mit einem, werde weitergeleitet. Die so, ja, sind Sie hier falsch. Dann bin ich so, ja, aber ich wurde doch zu Ihnen weitergeleitet. Ja, ich leite Sie mal woanders weiter. Dann wieder da dran gewesen. Dann sagt einer, ja, warum haben sie denn gekündigt? Ja, weil mir das gesagt wurde, dass ich das machen soll. Und also, ja, nee, das ist Quatsch, dass sie gekündigt haben. Weißt du, ja, dann ist ja gut. Wie können wir es denn lösen? Und dann meinte der, ja, passen Sie auf, ich mache jetzt hier die Vertragsverlängerung rein, ich passe das alles manuell an, bla 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 bla, den und den Preis. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt soll es am 26. einfach umgestellt werden. Der hat gesagt, sie sparen 10 Euro dadurch. Ich habe diesen Vertrag zugeschickt bekommen. Dann kam, ja, ich spare nur 5 Euro, hat dann aber auch keine Muster nochmal anzurufen. Jetzt warte ich einfach, dass es hoffentlich am Montag klappt, weil die wollten das erst Freitag machen. Ich habe mir gedacht, das wird safe Probleme geben und dann hätten wir den Stream hier nicht machen können. Ja. Deswegen, also, ich habe da sehr viel Schiss vor, weil ich wette, ich sitze hier Montag und habe kein Internet. Also, es ist wirklich die absolute Hölle. Ja. Und das ist jedes Mal so, wenn ich irgendwas mit dem Kundenservice zu tun habe. Ich hasse es wirklich. Das war eine lange Geschichte. Und also, genau, da wird man ja Kirsch schon beim Zuhören. Da hat ich habe da 7-mal angerufen, Alter. Da hat der Bill vollkommen recht. ja. Der, wer war es? The Fair hat gefragt, zum einen, was ist die WWE Experience? Das ist quasi so ein Fanshop. Ja, glorifizierter Fanshop quasi bei, von WWE in Saudi-Arabien in Riyadh. Ne, das ist quasi da ganz viele Ausstellungsgeschichten und so weiter und so fort. Ne. Quasi ein Art Museum mit Fanshop hinten dran. Das Geile ist, The Fair schreibt auch hier wegen Prime, er ist zu geizig, 2 Euro für einen halben Liter zu bezahlen. Wie teuer war nochmal Markus Prime in London? Weiß ich gar nicht, 15 Pfund oder so? Ja, irgendwie sowas. Ich habe Prime noch nie probiert. Ich habe da auch jetzt nicht so das Rieseninteresse dran und. Ich habe mir meins geholt in London, aber irgendwie auch für 2 Dingens und habe es dann British Airways in Rechnung gestellt. Hast du das jetzt zurückbekommen? Ich habe es alles zurückbekommen, ja. Okay. Sogar das Geld für Prime? Sogar das Geld für Prime. Okay. So, jetzt geht's ab hier. Prime ist halt so okay, ne? Ist halt so wie alles. Jetzt kriegen wir hier nochmal die ganz große Zusammenfassung. Ja.
Ich überlege, ob ich gerade auf Toilette gehe. Da bin ich zwar ein mieser Einknicker, aber... Ja, mach doch, geh doch kurz. Ich glaube, das mache ich jetzt ganz schnell, bevor es hier weitergeht. Bis gleich. Olaf, geh kurz groß machen. Kann ja nichts mehr zu sagen, war schon gemutet. Ich habe auch überlegt, ob ich mir gleich noch so ein... also jetzt auch nicht mal Werbung, aber wir haben darüber geredet, ob ich mir auch noch so ein Holy wegmache. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich finde übrigens immer, ich finde es immer besser, wenn Kundenservice einen duzt, aber ich hasse es halt immer dieses, weil das Problem ist ja ganz oft, die haben dann so dieses, die helfen dir nicht weiter, aber sagen dann, ja, aber wenn sie eine Umfrage bekommen, bitte geben sie mir eine 10, wenn ich ihnen helfen konnte. Und ich denke mir, ey, du hast mir halt nicht geholfen. Das ist halt das Problem. Das ist immer nur dieses, bitte geben sie mir eine 10, bitte geben sie mir eine 10. Ach, guck mal, Austin Theory ist da. Der wird dann bestimmt Dinges introducen. Grayson Waller. Ja, das Problem ist, im Shop kennen ist halt auch kacke, weil, ach, also weiß er nicht. Der könnte dir auch viel erzählen. Hab noch nie Vegemite gegessen oder probiert. Das ist, glaube ich, wirklich widerlich. Klassisches Heelwork. Oh, ich bin sehr auf den Pop gespannt. Das stimmt natürlich. Ich finde, das Theme geht richtig nach vorne. Theory, einer der wenigen, der so nicht davon profitiert hat, dass Vinnie Mac weg ist, ne? Aber mal gucken, wie das jetzt ist, weil es ist, also, wie er das jetzt heelmäßig löst. Der sagt dann bestimmt so, ja, hier bin nur einer von euch und ich bin jetzt weg, weil ich bin besser als ihr. Ich sage, Olaf geht groß. Ja, das stimmt wirklich. Theory ist wirklich irgendwie so ein bisschen durch Waller ersetzt worden. Man muss aber auch sagen, Grayson Waller auch tausendmal besser als Austin Theory. Jetzt vielleicht nicht im Ring oder so, was so Look angeht, aber ich finde, er ist am Mikrofon hunderttausendmal besser und ist viel charismatischer. Jawohl. Da wird es stabil aus dem Schuh gesoffen. Ha. Mache ich bei Karat auch übrigens. Genauso werde ich es machen. Ja. So. Jetzt, wie gesagt, jetzt die Frage. Wie geht's in die Heel-Richtung? Ich tippe sehr darauf auf, erst so Cheap Pop. Ich tippe erst auf Cheap Pop, so, ah, hier einer von euch. Und dann ist es klassische und jetzt bin ich hier weg, weil ich bin besser als ihr. I'm back. So. Ja. Musst du noch der Einladung meines Sohnes, dass wir uns noch ins Zelt verstecken können, musste ich noch entgehen. Also bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht hier mit der Grayson Waller Show. Oi, oi, oi. Ja, na klar. Ich habe übrigens bis vor 24 Stunden noch nichts von einem Schui gehört. Du? Was denn Schui? Die haben doch da dann quasi Bier aus dem Schuh getrunken. Ja, und das nennt man Schui? Ja. Okay. Deswegen, Glas, keine Ahnung. Ich habe es noch nie gehört.
Ich habe gesagt, bei Kaffee ja auch Bier aus dem Schuh trinken. Ja, dann mal zu. Ich habe auch mittlerweile meine Karte gekauft. Immerhin. Finally. Ja. So, jetzt hier. Seth Rollins auf dem Weg zum Ring. Ich würde gerne mal mit Seth Rollins einkaufen gehen. Das stimmt. Das wäre schon interessant. Ich meine, die Hose ist jetzt nicht so geil, aber so grundsätzlich würde ich gerne wissen, wo der seine Klamotten herkriegt. Oder ob die. Ich würde gerne mal Seth Rollins trainieren. Ich glaube, ich würde kotzen. Auch das ist möglich. Da wird erstmal das halbe Stadion angezündet. Ich habe auch gesagt, entweder Velveteen Dream Brille oder Tenshin Han. Ah, bester Wrestler der Neuzeit. Ich glaube, da hat einen. Wenn es nur ums Wrestling geht, hat, glaube ich, noch ein Will Ospreay was mitzusprechen. Und Bryan Danielson auch. Sehe ich nicht ganz so. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr guter. Ja. Und auch die Entwicklung, die er durchgemacht hat, ist schon das crazy. Ist korrekt. Ja. Ja, was ist aber sehr an Charisma auch gewonnen, ne? Ja, ja, eben. Auch so, was die Promos angeht, Einsatz seiner Stimme, die er dann auch immer wieder reguliert quasi, ne? Pausen. Ja. Also ich weiß noch, die ersten Promos als Tyler Bate waren halt schon so, Tyler Black, waren halt schon echt ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum dieser Typ mit der Trinidad-Flagge immer da ist. Aber irgendeiner wird also irgendwie auch Journalist oder so, ich habe keine Ahnung. I don't know. Ja, einfach nur alles mitnehmen, ne? Die Crowd noch ein bisschen abfeiern. Ja, sicher. Warte mal, wenn gleich Cody rauskommt. Das fand ich ja fast schon ein bisschen anstrengend, auch bei der Hausshow hier in Köln, wo ja das Spektakel hauptsächlich aus dem Singen bestand. Ja, ja. Aber man muss den Leuten geben, was sie wollen. Ja. Ja, es macht ja auch Spaß. Das gehört ja auch zum Erlebnis Wrestling dazu. Also ganz egal, ob jetzt bei WWE, AEW oder auch bei anderen Promotions. Ja. Wir haben auch damals schon das Imperium-Theme mitgesungen und solche Sachen. Eben. Wir waren die Ersten. Wir waren immer dabei. Irgendwie sowas. Aber das Einzige, was mir ist ein bisschen zu wenig melodisch. Also das. Ja. Ja. Da muss man feiern lassen. Dafür sind die Leute ja auch da. Genau das. Und jetzt darf bei Cody nochmal mitgesungen werden. Guter Spruch. Oh, das wird jetzt knallen. Ja, ja. Du meinst wie Feuerwerk? Generell alles. Okay. Nächstes Sing-Along, ja, genau. Das Theme live aber auch, ne? Das war schon heftig. Also es ist auch gerade so bei WrestleMania, Roman und Cody Entrance, das ist irre, wirklich irre. Nebel. Witzig ist, das Team auch gehört beim ersten Karat, ne? Ja. Cody mit Crowdsurfing. Das stimmt, ja. Aber just people living the moment. Ja. Weißt du, bei meinem ersten Karat war das Finale war damals Bad Bones John Klinger gegen Bryan Danielson. Ach ja. Bryan Danielson, Naomichi Marafuji zum Beispiel. Ja, mein Finale war Walter gegen Ilya. Fair enough. Ja. Ich liebe es ja komplett, dass sich jetzt durchgesetzt hat, mehr Themes mitzusingen, ne? Ja, ja.
Aber wie gesagt, wenn du so Wrestling als Unterhaltungsform für die ganze Familie präsentieren willst, dann gehört das eben auch dazu. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig auch Entrance-Themes sind. Und ja, ich habe also ist dabei super wichtig. Also gerade so aus dieser Zeit, kann alles 2008 bis so 2015, 16 oder sowas sein. Ich habe so viele Themes immer auch im Auto gehört, das ist fast komplett eingeschlafen, ne? Ja. Eben. Und wir hatten ja eine ganz schlimme Zeit, wo quasi alle Themes gleich klingen. Das haben wir jetzt teilweise in der Undercard immer noch, aber du hast zumindest ja. So die Top-Leute haben ja so ihre unverwechselbaren Themes, ne? Also Cody, Seth, Roman und so weiter. Aber Seth hat auch nichts, was du hören kannst. Ne? Roman ist auch nichts, was du hören kannst, muss man sagen. Ja, das stimmt. Also da hat es bei mir wirklich auch eher dann jetzt noch AW reingeschafft, ne? Mit Eddie Kingston, Darby Allin, Orange Cassidy. Ja, Will Ospreay, sage ich auch noch mal. Oh, Elevated, ja, ist bei mir auch drin. Absolut, Banger. Ich sehe schon hier, die Cody-Fangemeinde ist gerade nicht so groß hier. Ja. Ja. Also tatsächlich hier viele Leute auch, die Cody nicht so mögen. Ja, klar, ist halt ein wirklich absolutes Super-Babyface im Endeffekt. Ne? Also total glatt, der Kämpfer, der sich nicht unterkriegen lässt und so weiter und so fort, der jetzt noch diese emotionalen Background mit dem Finishing the Story hat. Klar. Also ich mochte Cody auch die ganze Zeit nicht, ne? Aber irgendwie, ich habe da mal wieder Bock drauf auf so. Also, ne, es kann auch gut sein, wie der Sebas das da geschrieben hat. Dann ist der Champion, das wird super langweilig. Ist nicht unwahrscheinlich, ne, wenn wir an Hangman denken zum Beispiel. Aber irgendwie habe ich mal wieder Bock auf so eine Good Guy Story. Weil das hatten wir auch jetzt schon lange nicht mehr, finde ich. Gerade auch durch diese lange Roman Reigns Regentschaft. Also, habe ich Bock drauf. Das sieht mal geil aus. Wirklich stark. Aber das ist ja immer das Problem, auch wenn du quasi so eine lange Jagd von einem Babyface hast, was dann als Ziel hat, den Champion-Titel sich zu holen. Die Jagd ist meistens das Interessante, was dann danach kommt, ist in der Regel, also bei Bryan Danielson war es genauso damals bei WWE, Daniel Bryan, da war auch das Problem, dass er dann, als er den Titel gehabt hat, war es so, ja, okay, ne, jetzt hat er halt einen Titel. Ja, cool. Ja. Ja, dann nimmst du halt den Moment mit, aber danach ist es ja quasi auch erstmal Ruhe. Und das ist immer schwierig. Wäre einfach sofort heiser. Nur das Hals-Tattoo, ja. Das da sind wir schon hier. Grayson so. Ne? Gleich acknowledge den Tribal Chief. Auch dieses Die Rocky Die sein. Er will gar keine Tipps hier für das Chamber-Match, sondern er will wissen, gegen wen er bei WrestleMania antreten möchte. Ja. LA Knight. Ja. Niemals. Ja, WWE Chamber trended. Wir sind auch inzwischen bei 136 Leuten, also schon ziemlich krass. Ziemlich krass, ihr Schnuckis da draußen. Ah, da hörst du es. Ja. Dann darf er ja wieder bei WrestleMania catchen. Ey, die Buchse. Die Hardys wären stolz von früher. Ja, stimmt. So ein bisschen, die Baggy-Hosen. Aber wie gesagt, ich würde gerne wissen, wo er solche Hosen herkriegt. Na komm, jetzt kommen wir auf den Punkt hier. Nochmal mit singen, Kai. Jetzt aber ein geiler Shot, ne? Kann man wirklich nichts gegen sagen. Ja, visuell Hammer. Ist das halt mega, ja. Das muss man halt auch sagen, so das kann WWE auch, ne? Also sowohl die Inszenierung der Hallen, auch mit den Lichtern, Production Value ist halt unfassbar.
Wir sprechen immer noch von Wrestling. Rollins. Das, ja. Das war, es ist halt Wrestling, ne? Die sind hier nicht beim Taylor Swift-Konzert. Was? Cool Story, Bro. Kurz. Ah, stark. Ich bin Seth Rollins. Ja. So, der Redhead, einer von uns. Und ich rede nicht von Olf. Was? Ich nicht. Ach. Hallo, er ist ein fantastischer Schauspieler hier. Black Adam und so. Grayson Waller macht das halt auch echt gut. Ja. Ja, auch dieses Arschloch-Grinsen dann dabei noch, ne? Unsere Jungs. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Hat sich jemand darüber beschwert, dass die Crowd nicht da wäre? Ja. Hab sie gefunden. Ja, genau. Ja, na, ist halt wirklich so. Na, es ist, manchmal braucht auch eine Crowd ein bisschen, manchmal hebt sich auch die Crowd was auf. Sitzt ihr auf Plastikklappstühlen, Gartenstühlen da? Auch gerade schon gefragt. Genau. Die Bart, die, genau. Die lassen sich auch Zeit jetzt, ne? Genau. Die sprechen Deutsch, das kann, können keine schlechten Menschen sein. Die Rock, die. Ja. Eine meiner Lieblings-Simpsons-Folgen übrigens. Ganz großer Fan von die Kap der Angst-Folge. So, ganz kurz hier geguckt. Rocky, ja, Cody sucks. Rocky sucks. Der Rocky, los. Ja, jetzt komm aus dem Punkt. Oh, jetzt hat er eine Ankündigung. Oh, jetzt gibt es das Face-to-Face bei nächste Woche SmackDown. Warte mal. Also er hat Zeit die nächsten Wochen. Na? Oh. Hey. Okay. Ich glaube, es gibt ein Tag-Team-Match. Schau auf, der Seth, der ist doch auch dabei. Drei Auge, guck zu. Ja. Ist das ein One-Tag-Team-Match? Aber er hat ja One-on-One gesagt. Der kommt jetzt. Na? Er will den Kopf der Schlange abschneiden. Seth Rollins hat ja eher auf Roman Reigns abgesehen, ne? Siehste. Mhm. Okay, also wenn The Rock die Herausforderung annehmen sollte, dann wird Cody diesen Kampf nicht alleine bestreiten. Was auch immer das jetzt bedeutet.
Es kann natürlich ein Tag-Team-Match sein, es kann irgendwas mit Managern sein. Aber ich glaube trotzdem eher, dass das ein Tag-Match wird an Tag 1. Der hat nicht mal angefangen zu reden. Ja, das kriegen wir genau das, was wir schon vermutet haben. Es gibt gleich wahrscheinlich irgendwann die Attacke und dann gehen wir aus dem Ding raus mit weiteren Spekulationen, wie es mit Cody und Seth und Rocky und Roman weitergeht. Und Austin's Theory, weißt du noch? Der hat John Cena bei WrestleMania besiegt. Ja. Junge, der hat auch einen Latissimus, der Bruder, ne? Aber schön, dass er es durchgezogen hat. Also, ja. Ne? Na, da kann er schon wieder einen Stomp zeigen. Grayson Waller, ist okay, mach ruhig. Wirft hier seinen armen Kollegen von Bus, unter den Bus. Und bums, Ende. Ja, auch der schön gesellt, ne? Ja. Ja, hier, frag schon, gibt's einen Turn von Grayson? Ja. Schön. Guck mal, Mel fällt auch auf, dass Austin Theory big geworden ist. Ja. Ich finde halt, also, ich finde trotzdem nicht, dass Rollins irgendwie die dritte Geige ist. Ich finde, er ist da relativ gut drin und der hat noch nicht seinen Gegner, ne? Also, der kommt ja erst heute. Ja. Aber da hätten wir ja, also, wenn es jetzt diese Tag-Match-Geschichte gibt, dann hätten wir ja. Ja, also ich glaube, man möchte hier einfach auch vor heimischer Crowd einen Grayson Waller nicht als Heel darstellen übrigens. Ne? Ich glaube, da möchte man so ein bisschen, vielleicht will man sich noch warm halten für spätere Shows oder so. Aber da hätten wir ja quasi beide großen Championship-Matches dann an einem Tag plus eben dann auch noch das Tag-Match. Und wir haben ja auch noch zwei Frauen-Title-Matches. Also teilt man das dann? Macht man die zwei Frauen-Matches an Tag 1 und die beiden Männer-Matches an Tag 2? Oder wie machst du da? Könnte auch sein. Aber so oder so. Große, große Kiste natürlich. Ich bin ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen. Hey, ich fand das voll angenehm. Ja, ich fand, das war genau das, was es sein sollte. Ich habe halt gedacht, da passiert noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt auch keine Bloodline gesehen, es gab keinen Eingriff. Ich habe ja so ein bisschen spekuliert, Solo oder Jimmy irgendwie dabei, die noch rummucken. Nix. Hab gedacht, da gibt es ein bisschen mehr. Aber war okay. Aber war jetzt nicht der totale Knaller, so meine ich das. Hatte eine sehr gute Zeit. Ja. Ist schon okay. Aber lieber 800 Jahre erzählen, wie Tom Bailey findet. Ich mag Bailey. Das mag ich. Ja. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ist halt Werbung, ne? Ja. Ich glaube auch, dass wir Deutschen da noch so ein bisschen ganz anders sensibilisiert sind. In Amerika ist so, ja, ist halt Werbung, ne? Ja. So, also siehe häufig so Podcast-Werbung und keine Ahnung was, ne? So, aber wir haben dann halt auch so Leute wie Lothar Matthäus, die dann irgendwie für Pfandhäuser oder Spiel... Für alles Werbung machen. Alles Werbung machen. Oder Jürgen Klopp, der macht ja auch für alles Werbung. Das stimmt. Aber auch hier, guck mal, siehst du, wir sind jetzt schon 1 Uhr, ne? Naja. Und wir haben noch zwei Leute, Matches. Bundesliga geht gleich los. Ich brauche einen Ticker. Also zweite Bundesliga. Wann startet denn Schalke heute? 20:30. Ach Gott, dann hast du ja... So lange geht es hoffentlich nicht. Man weiß nicht. Ein bisschen Charity. Aber auch cool, dass dann Grayson Waller auch dabei ist. Ja. Auch in die Hardwell hier, LA Knight. Weiß man eigentlich die Dioptrien von Liv Morgan? Keine Ahnung, weil die Brille so dick ist, meinst du? Was? Weil die Brille so dick ist. Ja, ich hab gedacht, die sieht man nur mit Brille eigentlich rumrennen. Und gleich kommt so ein Hai einfach von der Seite.
Einfach vorbei. Einfach alles vorbei. Boah, ich habe letztens Mike 2 gesehen. Übrigens, der Film ist ja das Grauen. Also, der ist ja unglaublich schlecht einfach. Schrecklich. Hast du ihn gesehen? Nee, aber ich habe den Super Mario-Film geguckt jetzt. Habe ich noch nicht gesehen. Der macht sehr viel Spaß. Der ist sehr charmant, wirklich. Also, kann ich echt empfehlen. Den hatte ich mal für 99 Cent geliehen und dann habe ich vergessen zu schauen. Genau. Und dann kostet er jetzt irgendwie 4,99 € bei Amazon. Da habe ich gerade keine Lust drauf zu bezahlen. Hm. Ja, immerhin haben wir jetzt inzwischen The Last of Us durchgeguckt. Das ist ja schon Folge 3. Ich habe geheult wie ein Kind, Alter. Ey, wirklich. Mit diesem schwulen Paar da. Ich hab geheult wie ein Baby. Na, kommt jetzt echt das Männer-Elimination-Chamber-Match? Riecht gerade verstärkt danach. Ja, also wirklich Super Mario-Film, ganz viel Liebe. Mhm. Ja. Siehst du, also, Main-Event-Reviews finde ich cool. Ich habe ja gesagt, Finishing Shot. Ja. Ja, aber schon krass, ne? Also auch da zeigt man halt, was man hier mit Rhea Ripley auch macht, einfach, ne? Und wie du dann auch die Leute aufbauen kannst. Deswegen so die Vermutung, Bash in Berlin, dass man hier mit dem Gunther vielleicht sogar gehen könnte, ist gar nicht so weit weg. Ja, absolut. So, jetzt nochmal ein bisschen Trailer. Nia Jax im Main Event. Ja, Mella, Nia Jax im Main Event. Aber Leute, kein Hass gegen Nia Jax. Ja. Außerdem, Nia Jax, übrigens auch Australierin, ne? Ja. Aber wird halt nie daraus announced. Genau. Rhea gegen Melanie Gray vor Bash in Berlin. Na, ich weiß ja nicht. Mella, ich kann mich da einer durch den Tisch powerbomben. Genau, Mella, mach da mal einen fit da. Ja. Ja, das haben wir gerade eben nicht richtig gehört, Chris. Das war das Problem. Wir haben es nicht richtig gehört. Und waren deswegen am rumraten. Yes. Aber warum nicht? Also nochmal die Regeln. Wir haben doch schon ein Match gesehen. Jetzt musste ich nochmal den langen Trailer zeigen hier. Wie geht nochmal ein Chamber-Match? Ja, ich kann mich an das von vor 2 Stunden nicht mehr erinnern. Ich habe so viel Werbung gesehen in der Zwischenzeit, ich weiß es nicht mehr. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber naja, wir werden es sehen. Aber wir sind beide bei Drew immer noch, ne? Drew McIntyre. Ja. Ja, genau. Also vielleicht hat jemand eingeschaltet, hat das erste nicht gesehen. So. Ja, aber oder immer vom dümmstmöglichen User ausgehen. Ne? Ist ja wirklich so. So, komm. Ja, jetzt mach hier Drew und dann ist gut. Ja. Jetzt bin ich auch gerade so ein bisschen, jetzt will ich gerne wieder ein bisschen catchen sehen. Ja, wie gesagt, zeig mal was jetzt. Boah, keine Ahnung, wer der Sprecher aus dem Office. Chris Pratt. Keine Ahnung. Müsste ich recherchieren. Das ist ja auch ein Teil von, der kennt sich gut aus. Aber ich weiß es jetzt gerade aus dem Stegreif nicht. Ich glaube aber auch hier, wenn es Leute gibt, die sagen, mich interessieren die Matches vorher nicht, dann sind das aber eher Leute, die jetzt nicht Casual Wrestling gucken und dann sind es halt nicht die Leute, denen du nochmal ein Chamber erklären musst. Ja. Ja, vor allem das Ding ist ja, du machst jetzt hier quasi so einen doppelten Rundumschlag, ne, in dem Sinne, dass du sagst, ja, wir erklären das Match und danach stellst du die Contender nochmal Leute vor. Nochmal, ja. Ist halt ein bisschen too much eigentlich, also. Aber ja, du hast natürlich auch Leute, die einschalten und die jetzt vielleicht sagen, oh, das ist ja ein krasser Trailer. Ich zieh mir das vielleicht rein. Na, dadurch, dass du Peacock noch hast, hast du ja eben einfach diese Fluktuation ein bisschen stärker, als es früher der Fall gewesen ist bei klassischem Pay-Per-View-Modell. Übrigens, der Tipp macht zwar keinen Sinn, aber ich habe es trotzdem getippt, weil wer sorgt dafür, dass Logan Paul aus der Männer-Chamber-Match ausscheidet? Man könnte natürlich tippen Kevin Owens wegen der Fehde oder wegen der wirklichen Fehde, wie ich, könnte man tippen LA Knight. Talk it into existence. Ja. Nee, der LA gewinnt das nicht. Ach, guck mal, aber die Frage war, wie viele Minuten die letzten beiden Männer gegeneinander kämpfen, ne? Das war gar nicht die Frage für das Frauenmatch. Ah.
Also da ist noch was möglich. So, jetzt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde Entrances. Ja, bei Entrances knallen wenigstens. Aber schon eine geile Arena, auch mit den Lichtern drumherum. Ja. Richtig schön. Hatten wir letztes Jahr schon Lone gegen Seth. Yes. Let's go. Was, Logan gegen Seth? Nee. Logan wird wahrscheinlich tatsächlich gegen, das gab es ja jetzt auch schon die LA Knight kämpfen. Ja, genau. Es gab jetzt auch schon die Meldung, dass man das sich überlegen würde. Mal echt? Gucken. Ja. Ja, den kriegst du. Arschloch, du. Hab's immer gesagt. Benimm dich hier. Klein gehalten. Hab's immer gesagt, es ist Kevin. Und ich hab gesagt, nee, es ist LA. Aber heißt ja nicht nur, weil es halt irgendwo im Internet steht, dass es dann auch wirklich stattfinden wird. Quelle Internet, muss wahr Quelle sein. Genau. Das stand bei Facebook. Das gelesen. So deutsche News. Genau. I came in like a wrecking ball. Ach, ich liebe Kevin Owens einfach. Ich glaube, das ist ein richtig guter Mensch. Ich habe gestern mal ein Foto von ihm mit seinem Sohn gesehen, der einfach einen Kopf größer ist als er. Ist heftig, ne? Und da habe ich direkt Angst bekommen. Ja. Nee, LA Knight, also LA Knight wird ja nicht World Champion, LA Knight wird US Champion. Das glaube ich auch, Flip. Ich glaube auch, dass Logan Paul einen richtig spektakulären RKO frisst. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er von Randy Orton gepinnt wird. Ja, meinst du so, der springt ja vom Cage und dann, also nicht vom Cage, ja. vom Pott und dann, ja, das wäre schön. Das mag ich. Ich muss das ein bisschen pushen, das wäre das nächste T-Shirt. Ja, Wrestling, das mag ich. Und dir fällt das ist wirklich ein witziges Shirt mit Wrestling, das mag ich. Einfach nur ein Herz als Hintergrund. Oder Headlock, das mag ich. Ist das ein Effekt von der Kamera oder? Ich habe mich auch gerade, die hat so mitgewackelt, ne? Ja, ja, eben. Ich dachte auch so. Aber kann durchaus sein, dass sie da oben irgendwo befestigt ist am Käfig. Ja, ja. Der hat so einen stabilen Bartwuchs, ne? Aber wird grau. Langsam. Unser Kratos. Ja. Beneidest du mal Leute um den Bartwuchs? Manchmal ja. Andererseits denke ich mir aber, ich muss mich nur einmal in der Woche rasieren. Das ist super angenehm. Ich rasiere mich alle, keine Ahnung, jeden Monat einmal vielleicht. Ja, du hast ja auch einen Bart. So, rasiere ich mich in der Woche nicht, sehe ich halt aus wie so ein Kellerkind-Fortnite-Spieler. Und ich bin Fortnite-Spieler gewesen. Hast du noch nie so, noch nicht mal so ein bisschen so Kinnbart oder irgendwie so? Irgendwas? Ja doch, aber halt so hier so und dann halt hier. Aber das sieht, halt so, das sieht dann so ungepflegt aus, weißt du? Weil es halt so lückenhaft und kacke ist. Kannst du nicht so einen Hulk Hogan-Bart machen? So wie so ein Schnurrbart, der so lange runtergeht? Das Komische ist, hier ist gar nichts. Also hier sind auch keine Haare. Also hier die ganze Stelle, da ist nix. Bin da, wer noch? Ja, hier der verletzte Arm. Dick bandagiert. Ja, nee, aber muss sagen, bei mir kam der Bartwuchs auch erst mit der Zeit. Also, dass er so richtig, richtig voll geworden ist, ist wirklich erst auch mit der Zeit gekommen. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Letztens erzählt der beste Spruch von meinem Sohn, der mir letztens so, passt hier so im Bart an und meint so, Papa, kann man mit dem Bart den Boden wischen? Prinzipiell schon. Ja. Aber. Bodenschrubben einmal so. Nee. Dumm, dumm. Ich vergesse manchmal, und ich weiß auch nicht warum, Bobby Lashley so over. Also der ist ja schon auch irgendwie over, ne? Ja. So ein bisschen. Der ist halt, der ist jetzt ja nicht super im Spotlight gerade, ist ja dieser Midcard-Fehde da auch mit The Testament, mit seinen Jungs von Pride, aber der ist, finde ich, gerade so in der soliden Midcard, aber zugleich ist der auch jemand, dem gibst du einen kurzen Run und lässt ihn für ein, zwei Monate dominant aussehen, dann kannst du ihn problemlos in Main Event stellen, so wie es jetzt hier auch geschehen ist. Ne? Der wird es nicht gewinnen, aber
Passt schon. Ja, genau, weil der Typ einfach ein Monster ist. Das stimmt. Aber gerade so also von der Personality her finde ich ein bisschen langweilig. Ich fand Bobby Lashley als Babyface immer so ein bisschen da fehlt halt ein bisschen was. Ja. Ich liebe Kevin Owens. Was hat er gemacht? Der ist auch... Ich liebe Kevin Owens. Junge, geh in Pott. Halb Maul jetzt. Ist gut. Reicht jetzt auch. Ich hab's hier, ich hab's im Bauch. Ihr habt es im Bauch, dass ich gewinne. Ich hab's nicht nur hier, ich hab's auch hier. Ja, passt schon. Ja, so jemand brauchst du auch. Ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste, der gute Bobby Lashley. Das haben wir auch nicht vergessen. Yo, Logan! Eigentlich, das gibt's viel zu selten übrigens. Das vermisse ich richtig, dass Intro-Videos von Wrestlern so Highlight-Clips der Wrestler sind. Mhm. Und nicht einfach nur so ein dummer Name, der da steht. Ja. Das war früher auch besser. Ich weiß noch, bei den alten WWE-Spielen habe ich mir auch einfach, weil man das ja im TV selten gesehen hat, immer, weil ich ein richtiger Freak war, immer die ganzen Intro-Videos einmal angeschaut, der Wrestler. Ja. Weil ich sonst nie so sehen konnte. Das vermisse ich richtig. Ja, habe ich auch gemacht. Nein, auch die Entrance ist einfach nur daraus bestanden, dass im Hintergrund das Entrance-Video lief und im Vordergrund so die Polygonfigur reingetanzt kam. Ja. Und das ist aber hässlich. Das ist korrekt. Aber man muss ja schon sagen, so die Präsentation hat echt in den letzten 3-4 Monaten da auch wirklich nochmal einen großen Sprung gemacht. Ja. Logan Paul gehasst, verdammt vergöttert. Ein bisschen. Woher kennt man das nochmal? Ist das nicht irgendwie so ein komisches Ding? Das ist ein Onkelslied. Ja, genau, stimmt. Ja, die hasse ich auch. Er ist ein bisschen am Sicken, der KO. Aber ihr müsst jetzt nicht jeden Einzelnen noch abklappern hier. Aber das machen die doch immer. Ja, ich weiß, aber es dauert hier alles 3 Jahre. Ja, das war wirklich eklig mit dem Kaugummi. Ja. Unterschreibe ich. Nee, das musst du. Ja. Es ist ein bisschen witzig, weil als hier musst du ja so sein, aber ja. Es ist trotzdem eklig. Wäre witzig, wenn jetzt Kevin Owens diesen Goldberg-Moment hat, wo dann so anfängt zu bluten, wie bei seinem einen Entrance vor ein paar Jahren. Das hat er ja schon zigmal gehabt, früher auch, ja. The Fair muss Schluss machen. Schönen Tag, The Fair. Bis denn. Tschüss, Sikowski. Er hat da nebenbei schauen. Ja, du brauchst jetzt Triple Screen hier. Ja, auf der einen Seite Hertha, auf der anderen Seite Network, auf der nächsten Seite wir. Warte, dann starten wir jetzt doof. Nicht sagen, nicht voll. Was? Jetzt starten jetzt LA Knight und Drew McIntyre, okay. Ja, gut. Ich war so, hä, wer ist denn der andere? Zwei, die all the way gehen? LA Knight geht nicht all the way. Hey, Drew McIntyre, du Kasper. Ja, ja. Ja, weil ja Becky auch angefangen hat. Ach so, meinst du das? Ich hab gedacht, ja. Jetzt die zwei in dem Match, das werden auch die Liste. Ach so, nein, weil Becky ja auch. Ich hab gedacht, weil du ja LA Knight im Main Event siehst hier und als Sieger siehst, deswegen habe ich gedacht. Nee, ich sehe LA Knight nicht als Sieger, ich sehe den als Logan Paul Herausforderer. Okay. Nee, aber dann hast du ja, also höchstwahrscheinlich wirklich mit Becky Lynch und mit Drew McIntyre zwei die Dinger scannen. Ja. Sieht ganz stark danach aus. Außer Drew McIntyre wird es doch nicht. Ja. Und es wird Randy Orton. Das WrestleMania Rematch zwischen Randy Orton und Seth Rollins. 9 Jahre her. Ja. 9 years in the making. Könnte man auch melden, ne? Ja, klar. Aber macht man nicht. Also weil Randy ist ja noch mittlerweile, ja, cooler Typ oder sowas, aber der ist wirklich auch ein bisschen langweilig im Ring. Ja. Das ist korrekt. Uah. Gestern zu lang wach gewesen. Hab zu lange vergessen, nicht zu tippen. Hä? Was? Hat er nicht sein Kaugummi weggepackt? Und hat er jetzt wieder ein Kaugummi drin? Vielleicht. Er kann doch trotzdem ein Reserve-Kaugummi im Mund.
oder in der Tasche. Man will ja auch einen frischen Atem haben, wenn man hier im Käfig steht. Absolut, klar. Der macht auch Metall einfach, worauf er Bock hat, oder? Der ist wirklich so, ne? Der fährt sein Randy, sein Lesnar-Film. Ja, ja. Ah, wenn schon. Bobby Lashley ist immer noch eine geile Pose, ne? Ja. Er ist halt auch ein Superstar. Also geht halt auch gar nichts dran vorbei. Ja, das stimmt. Und man kann halt auch einfach froh sein, dass er sich von der schweren Rückenverletzung, die er gehabt hat, auch wieder erholt hat. Ja, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich hab noch ein bisschen Bock. Ich hab noch ein bisschen Bock. Die Kaugummi stecken direkt neben dem Schlagring. Musst du aufpassen, dass du dich vergreifst irgendwie, dann mit dem Schlagring zuschlagen willst. Und haust einfach jemandem Kaugummi nieder oder so. Da jetzt kommt der Riegel davor. Das war's jetzt. William? William Riegel, ja. Krass. Extra dafür eingeflogen, nur weil das Ding zuhält. Ja, und Schokoriegel. Endlich wieder Schwerter. Ja! Wie lange haben wir jetzt allein die Entrances gebraucht hier? Ich weiß, ich glaube jetzt, also wir sind so 10 Minuten, glaube ich. Hey, wo ist dein Schwert? Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, dass es nur virtuell da ist. Das reicht ja. Shaggy und ich haben übrigens jetzt für die lieben Unterstützerinnen und Unterstützer ein Year One zu Drew McIntyre aufgenommen, weil wir über den noch gar nicht so viel gesprochen haben. Nicht das Year One, als er damals als Chosen One debütiert ist, da gehen wir auch ein bisschen drauf ein, sondern dann, wo er quasi nach der Entlassung noch unterwegs gewesen ist und dann zu WWE zurückgekommen ist. Da lag dann der Schwerpunkt drauf. Als Henchman von Dolph Ziggler. Genau. Wie man ihn da aufgebaut hat, den Weg, den da gegangen ist. Auch ganz interessant. Aber wir haben auch den Hintergrund nochmal beleuchtet und haben darauf auch nochmal drüber gesprochen. Gibt's dann nächste Woche Patreon, Steady und für YouTube-Kanalmitglieder. Ja. Mein Gott, das ist aber auch nicht eine Einblendung, du. Wir brauchen mehr Ketten. Wenn David das gemacht hätte, wären es mehr Totenschädel. Ach, David. Wie viele Matches waren jetzt in 2 Stunden? 2. Oder? Ja. Und der Grayson Waller-Effekt. Das stimmt. Aber da ist auch einfach nur Austin Theory durch ein Bild gegangen. Quasi. Welche Watchdogs? Könnt ihr schon verraten, welche Watchdogs wir erwarten können? Ja, hatte ich ja auch gerade schon mal angedeutet. Jetzt ist ja wieder WrestleMania-Season. Und dann gucken Chris und ich wieder die WrestleMania von vor 10 Jahren. Also WrestleMania 30. Das kommt auf jeden Fall raus. Genau, wir werden auch noch eine Episode von Monday Night Watch aufnehmen. Da ist die Antwort. Und da muss ich aber gerade noch gucken, wann wir die veröffentlichen. Das ist gerade, wir haben auch ordentlich was vor. Also von daher müssen wir schauen, wann wir die veröffentlichen. Aber wird auch wahrscheinlich noch diesen Monat, also dann im März kommen. Stimmt, ne? Paris können wir da auch live gucken, Backlash. Ja. Nur noch am Arbeiten. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Genau, wie du schon gerade gesagt hast, Sebastian hat nochmal gefragt hier, die WrestleMania Watch-Along, ja, macht er. Haben wir, glaube ich, dann für die, ich glaube, 2 Wochen vor WrestleMania habe ich, glaube ich, aktuell im Themenplan stehen. Nee, warum auch den Screen zeigen? Ich gucke gerade, wie Paris ist Backlash, ne? Oder also Lyon wurde geschrieben. Ja, stimmt. Ja. Also halt Frankreich, ne? Ja, ja. Ist halt alles dasselbe. Ja. Yeah. 3. Mai. Oder?
Ist ja ein Freitag. Nee, ja, das stimmt gar nicht. Was reichen? Lyon ist SmackDown am 3. und dann Backlash am 4. Ja. Ja, warum nicht? Ne? Quasi danach WrestleMania und Saudi-Shows kann man ja auch immer machen. Ja. Macht ja auch Spaß. Live-Watchalongs werden höher vergütet. Ich hoffe doch. Millionen. LA Knight, Match geht los. BFT, Drew McIntyre gepinnt. 7 Minuten 50 LA Knight Promo. Ja. Oh. Aber trotzdem schon unter die Räder geraten jetzt durch die ganzen Comebacks und die ganzen großen Geschichten, oder? Also, wenn wir uns überlegen, was da der Hype Train bei LA Knight abging und jetzt so aktuell ist er also, ja, der darf auch da sein. War der Drew ein bisschen bei Friseur? Ja. So ein bisschen, sieht so aus, oder? Ich habe auch gelesen, Einzel Braunschweig. Finde ich kacke. Sehr ärgerlich. Ja, da ist hier von wegen, dass WWE den PLE mit Bildern aus Paris bringt. Ja, gut. So, jetzt kann es mal weitergehen hier. Catchen! Ja, endlich! Die Glocke ist geläutet. Doof, dass Ellen Knight da so die dicken Schatten im Gesicht hat. Ja, also realistisch ist definitiv Ellen Knight eher Upper Midcard als Main Event. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Es war schön gewesen, aber aktuell ist auch einfach das Roster extrem dicht besetzt. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Da hat WWE auch echt ein Luxusproblem. Und da sehe ich tatsächlich oben in der Spitze gerade keinen Platz für den. Also in der Main-Event-Spitze, ne? Die kannst du auch immer wieder in so Matches zum Beispiel reinbringen, ne? Aber. Und das ist dann auch gut, weil das hatten wir auch lange Zeit nicht. Ja. Hier könnte theoretisch das Championship beendet werden, bevor alle Teilnehmer rauskommen. Also, nee, geht ja nicht, weil du musst ja alle pinnen. Ja. Also, selbst wenn dann halt kein, also wenn da einer im Pott ist, musst du halt 3 Minuten warten. So. Ja. Wird natürlich nicht passieren, aber. Weil es ja Elimination-Style und es ist nicht One Fall to a Finish oder sonst irgendwas. Genau. Weiß ja nicht, wer die meisten Falls hat, sondern einfach nur. Das wäre auch witzig. Royal. Das wäre auch eine witzige Idee. Ach nee, also. Hier, weil hier der Jericho bei 2J schreibt, ohne Yeah wäre aber LA einer von vielen. Finde ich nicht, weil da gehört schon noch ein bisschen mehr zu. Ne? Der hat ja auch durchaus Charisma im Ring. Also, das ist halt ein bisschen blöd, weil würdest du so sagen, ohne Yes wäre Daniel Bryan einer von vielen gewesen. So, ja. Also so, du musst ja immer was haben, so, weil, ach witzig, CM Punk Chance. also es reicht ja auch heutzutage nicht, wenn du sagst, ja, der ist halt ein geiler Wrestler oder sowas, ne? So, da muss halt vieles anderes mitkommen. So, du musst halt irgendwas haben, was connected. Weil wie viele Leute haben wir, wo man sagt, oh, die sind richtig gut. So, sieh den Ricochet an, der hat aber nichts, was du greifen kannst. Also, der hat kein Yeah oder sowas. Also, ähnlich auch wie Drew McIntyre, der auch immer gut war und der jetzt so in seiner Meme-Lord-Rolle so ein bisschen was gefunden hat, ne? Ja. Hallo, der hatte voll ein Schwert. Ha! Ja, stimmt, genau, auch so ein Ryback hat auch mit seinem Feed Me More oder sowas, ne? Also, so, du brauchst halt irgendwie sowas. Und sowas ist auch dann teilweise sogar wichtiger, als im Ring zu überzeugen. Roman Reigns, sein Acknowledge Me. Oh, schöner Dive hier, schöner Shoulderblock. Ist natürlich nicht so einfach, immer alles runterzubrechen, aber es gibt also so irgendwie eine Catchphrase, die halt zieht, die Leute mitmachen, ist halt schon, also die kann dich auf jeden Fall auch elevaten. So, see a Rusev Day, ne? Ja. Genau, Glorious von Rusev. Das Problem ist halt, wenn du daraus dann nichts machst und daraus nicht weitermachst, deswegen hoffe ich jetzt auch, bei Brian bist du dann die emotionale Schiene gegangen, der war im Ring sehr gut, der hatte die Fans hinter sich, ne? Und bei LA Knight hoffe ich, dass man jetzt so ein bisschen Richtung Belt oder sowas geht, dass sich da auch was tut. Ja, Roman Reigns hatte eine kranke Präsenz, ja, aber erinnere dich mal an den Face Roman Reigns. Ne? Also da haben wir auch gesagt, so ja, promotechnisch schwierig und so, ne? Hä? Also von daher. Ja, mein Ton ist gerade auch weg. Mein Ton ist gerade auch weg. Also, ich denke, das liegt am Network.
Diesmal ist es nicht okay. Schwarz, sondern diesmal, ja, da ist der Ton wieder. Yeah. Ja, aber KO von innen. Ach, ich liebe Kevin Owens. Das ist eine geile Idee. Sehr witzig. Und nochmal. Aber da muss hinterher auch ordentlich geputzt werden hier bei der Fensterscheibe da. Nochmal? Ja, komm, machen wir nochmal. Machen wir nochmal hier ab rein da. Schön. Drei, zwei, eins. Slim Jim. Ja. Ach so, das war eine. Ah, okay. Ich glaube, dieses Slim Jim-Ding sollte eine 1 sein. Ja. Ich weiß es nicht. Das hat mich verwirrt jetzt. Logan Paul 90 rated, pack dir mal eine Socken. Ja, ja. Das ist höher gerated als Bobby Lashley zum Beispiel auch. Let's go! Ich wette, das hat sich Logan Paul im Vertrag schreiben lassen. Dass der eine 90 hat. Da auch nochmal natürlich der Verweis auf unsere Freunde von 2K und WWE 2K24. Am 8. März erscheint es. Vorbesteller der Deluxe-Edition. Könntest dann schon zum 5. spielen. Ja, ja, ja. Ein neues. Ich hab Bock, wieder Achievements zu sammeln. Ich habe wieder Bock auf den GM-Modus. Den habe ich ja. Ich will auch dieses Jahr versuchen, da auch wirklich vielleicht 2-3 Videos zu machen. Letztes Jahr hatte ich nur Zeit für 1. Jetzt mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr gebacken kriege als im letzten Jahr. Mal gucken. Ich muss sagen, dieser GM-Modus, der hat mich. Also, das war weniger meins, aber ich habe halt den Showcase-Modus mit Cena, den habe ich halt geliebt beim letzten. Das fand ich ganz geil. Und irgendwie mag ich diesen. Hier, wie heißt es? Dieser. Ja, ich nenne es mal Story-Modus. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wo du dann My Rise. Einen Wrestler oder sowas machst. Ja, genau, My Rise. Ja. Ich bin ja nicht allergrößte Freund vom Showcase-Modus, muss ich sagen. Aber das habe ich ja schon in der Preview gesagt. Aber nichtsdestotrotz, also, ich mag halt diese GM hat mir echt viel Spaß gemacht. Universe muss ich mich nochmal richtig reinfuchsen. Das ist so mein Ziel auch. Das habe ich letztes Jahr so ein bisschen liegen lassen, habe ich sonst immer gern gespielt. Wollte ich nochmal gucken. Da hat ja Chris unfassbar viele Stunden. Da hat ja irgendwie 300 plus Stunden da im letzten Teil von WWE mit drin. Wüsste ich gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte. Das heißt, mein Sohn endlich Videospiele spielen kann, dann kann er mit zusammen Cards aufbauen. Guck mal, der hat einen Koala auf der Hose, der Kevin Owens. Oh, stimmt. Ja, wird es auch für die PS4 geben, ne? Ja, ja. Ja. Genau, also auch noch für die alte Gen. In Showcase ist dieses Jahr 40 Jahre WrestleMania mit 21 Matches aus der WrestleMania-Geschichte. Also die aktuellen Sachen sind dabei, also Cody gegen Reigns zum Beispiel oder Rhea gegen Charlotte, aber auch so alte Matches sind dabei. Ich habe zum Beispiel, als ich in München war, habe ich mit Ravishing Recruit gegen den Ultimate Warrior gespielt von WrestleMania 5. Und solche Sachen sind auch dabei. Boah, keine Ahnung, ich habe jetzt nochmal frage hier, welches Rating außer Logan Paul könnt ihr absolut nicht nachvollziehen? Oh, schön. Ich habe die Ratings gerade überhaupt nicht im Kopf. Gar nicht. Gerade gar nicht, da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, halt Mania kommt auch nochmal geil durch diese Videosequenz, die mal eingeblendet ja, werden, weil halt nochmal dann die alten Mania-Stages siehst und sowas. Ja. Ab die Post hier. Muss auch stabil gebaut sein, wenn es dagegen tritt und das Ding fällt raus. Ja. Dann, ne? Ja, ein bisschen blöd. Sag, und ich gehe aber auch gleich davon aus, dass, weil hier schon gefragt wird, geht hier so ein Pott zu Bruch. Das sehen wir gleich garantiert auch. Irgendjemand wird so kräftig da durchgefeuert, dass es dann kaputt geht. Ja. Ich muss übrigens gleich nochmal meinen Stream aktualisieren, weil ich gucke hier in 240p Grad. Okay. Lädst du wieder irgendwas runter im Hintergrund? Ja, den Super Mario-Film. Wenn es nur das ist. Da gibt es die Headbutts hinten dran und wieder runter vom Top 4. Oh, jetzt Double Superplex. Wir suplexen den großen Mann vom Top Rope. Achtung, Beine ausstreckt, niemals auf die Katze treten. Ach.
Ist bei der Superplex schon durch? Nee, ne? Nee, die sind gerade noch da oben dran. Okay. Headbutts. Okay, ist gut. Drew auf dem klettert gerade hoch, hält sich fest. Linker Fuß auf dem Top Rope. Jetzt springt er ab. Crossbody auf beide. Ja. Alle drei down. Müssen wir mal gucken, wenn der Counter kommt. Ich glaube, bis so. Da sind die Symptoms wieder. 3, 2, 1. 10, 9, 8. Ja, eine Sekunde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Möb. Wie gesagt, so eine Sekunde sind wir synchron. Also muss ich pausieren oder du? Du musst eine Sekunde pausieren. 1. So, Möb. Tu doch nicht so überrascht. Was? Ich muss ja auch catchen heute. Oh. Ja, wollte gerade sagen, ja, auch Drew McIntyre und Bobby Lashley verbindet ja eine lange, lange Fehde. Ja. Was die für eine geile Chemie damals auch gehabt haben. Es waren ja auch gute Matches, die sie abgeliefert haben. Stimmt, die waren wirklich auch besser als gedacht. Ja, der Big Man Catch. Was ist denn dieser Schatten, der da so in der Mitte des Rings ist? Ist das Dach oder was ist das? Ja, hätte ich gesagt, dieses W vielleicht auch. Ja. Krass, mir nie so aufgefallen. Ich stelle mir jetzt auch gar nicht so einfach vor, hier die ganze Zeit quasi abzuwarten, bis du in den Ring kommst. Du musst ja zum einen, du musst ja abwarten, du musst irgendwie fokussiert bleiben, du musst auch im Charakter bleiben. Du musst auch warm bleiben. Ja. Ja, weil, wenn man da so steht wie Randy Orton, bleibst du nicht warm. Ja, also schon nicht ganz so einfach. Weißt du, wie der Future Shock DDT früher hieß? Quizfrage. Weil das war sein alter Finisher auch, ne? Ja, der hat er auch schon früher benutzt. Das war quasi einer seiner ersten Finishing-Moves. Der hieß früher, als er noch in Schottland unterwegs gewesen ist, war es der Scott Drop. Der Scott Drop, ne, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, die haben auch schon bei TNA gegeneinander gekämpft, ja. Hier, lieber Thomas, ja. Da war der Drew aber auch nochmal eine Nummer kleiner. So, der ist ja noch ein bisschen gewachsen über die Jahre. Chandy für Cena oder bin ich doof? Hab ich gerade nicht richtig verstanden. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt merkt man, es ist Mittagessenszeit. Es geht auf die 107 jetzt zu, was unsere Zuschauerzahlen hier angeht. Ja, ne? Aber konstant Leute, über 100 ist halt geil, ne? Ja, ist crazy. Auch da gerade dafür ist, was wir ja nicht so mega oft machen, ne? Immer die erste Chamber. Wenn Inari hier fragt, so, was ist euer Lieblingschamber? Immer die erste. Ja, die war auch richtig, richtig gut damals bei der Survivor Series. Ja, aber hier zu sagen, dass es halt bei WWE weniger Neues gibt als bei der FIFA-Reihe, also stimmt, also es ist halt nicht so, da kommen ja wenigstens auch irgendwie neue Matcharten zu oder sowas. Ey, und also ich spiele halt jedes Jahr 400 Stunden FIFA, ne? Und so an so Modis wie Volta oder Pro Clubs, da ändert sich halt so gefühlt wie gar nichts, ne? Mhm. Also außer, dass es mal mehr Promos gibt, damit du mehr Echtgeld ausgibst. Klatsch. Aber auch Karriere wurde seit Jahren nie überarbeitet bei FIFA. Ja. Am McIntyre übrigens auch mal einen schönen Schnitt irgendwie da auf dem Rücken, ne? Ja. McIntyre arbeitet aber hier auch hart, oder? Er ist hier quasi nonstop hier gerade in Aktion. Oh. Das sieht immer geil aus von Lashley. Ja. Große Spinebuster. Ja, Orton wartet. Bam. Ja, ist ein bisschen langsam, ne? Also wir haben so ein paar Pausen hier immer wieder dazwischen. Wo Tiffany Stratton? Ja. Oh, Dominator-Ansatz. Nix. Oh. Ach, schön gemacht. Gute Kombo. Ja. Super Kick und Roll-Up. Ja, November to Dismember, ja. Das war eine ganz große Geschichte. Was war die Chamber, wo die mit Waffen reingekommen sind? Das war, also da gab es auch Waffen. Bei November to Dismember. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
zwei, eins. Möb. Logan Paul, oder? Ja. Well. Oh. 50-50 Chance versaubödelt hier. Beste. Deswegen in Las Vegas nicht zocken gehen. Rot oder schwarz? Rot, Mist, schwarz. Close ist hinten dran hier. Schön. Ah, ja, Randy Orton macht Randy Orton Sachen. Clotheslines, Power Slam. Er meinte auch, in Interviews ist er gefragt worden, wie er es denn sieht, dass, also weil quasi sein Comeback so ein bisschen überschattet worden ist durch CM Punk. Ach, hat er gesagt, nee, das wollte ich vorhin auch noch gesagt haben, aber gut, dass du es ansprichst. Ja, da wurde dann gesagt, so, ey, früher hätte mich das geärgert, früher wäre ich da ein anderer Mensch gewesen, ne? Aber inzwischen sehe ich das nicht mehr ganz so streng und ganz so eng, sondern wir haben beide unseren Moment gehabt. Über die einen ist ein bisschen mehr geredet worden, über den anderen ein bisschen weniger, aber ich bin da quasi rausgewachsen. Und ich glaube, das beschreibt auch die Entwicklung, die Randy Orton gemacht hat, auch ganz gut. Ja, weil es ja auch bekannt ist, dass er früher ein ziemliches Arschloch war. Ja. Es ist halt so. Orton ist jetzt am besten rausgenommen. Ja. Irgendwann mit Mitte 40 wird auch ein Randy Orton erwachsen. Clotheslines hier in die Ecke von Bobby Lashley. Noch eine Clothesline hinten dran. Aber wie gesagt, Orton sich gut rausgenommen mit seinem eigenen DDT, ne? Ja. Shoulder Tackle hier in die Ecke. Ja, aber es ist so ein bisschen, ne? Es ist nicht so der allergrößte Matchfluss hier drin. Oh, ja, das sah auch Spear. Nicht gut aus, so wirklich. Nee, Pin halt draußen. Ja, aber anscheinend. Achso, ich dachte, er acknowledged Roman Reigns. Bei jedem ihr Zeigefinger. Na? Jetzt wollte ich gerade fragen hier. Lashley als erstes raus. Ach, fieser Schnitt da hinten bei Drew McIntyre am Rücken. Mir ist nicht gesehen. Müssen wir mal gucken gleich. Ja, wenn du auch hier in 240p guckst, ist es auch schwierig zu erkennen. I'm sorry. Ich habe ja am Montag hoffentlich neues Internet. Von 50 auf 100 hoch zumindest. Ist die Frage, verkauft das Orton da, dass er die Tüfte angeschlagen hat, oder ist das echt? Da macht man sich ja schon Gedanken drum. DDT! So, jetzt liegen alle. Jetzt kommt doch. Aber auch schön hier oben drüber. Kick. DDT. Gute Aktionsfolge. Und Logan Paul wartet. Logan Paul kommt einfach rein, will in den Ring springen, kassiert einen RKOs raus. Ich habe mich wirklich aber so Randys Rücken. Also, ne, wegen solchen Gründen machen wir übrigens die Review erst danach. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, also wir machen jetzt auch keine Notizen dabei oder sonst irgendwas. Du kannst nicht die Augen überall haben. So im Sinne von, ja, jetzt machen wir nicht die große Analyse, sondern ich werde da schon nochmal morgen oder heute Abend nochmal ein bisschen reinschauen, um einfach so ein paar Dinge zu kontrollieren oder auch nochmal nachzugucken, wie war jetzt hier nochmal der genaue Ablauf. Also unser Ersteindruck kriegt er ja quasi hier und dann die komplette Review, die gibt es dann halt morgen. Nehmen wir morgen übrigens um 10, 10.30 nehmen wir die auf, also sprich mittags ist die dann irgendwann online. Ich speie mich. No. Okay, oh, wartet schon. Ah, schön. Jetzt gibt's hier erstmal auf die Schnauze. Schön erstmal Tür zumachen. Ich bin hier nicht eingesperrt mit dir, du bist hier eingesperrt mit mir. Ja. Ach, da hat Kevin Sachs irgendwie dran geschrieben. Ne? Hast du gesehen? Das ist mir gerade schon eingefallen. So, jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Ja, erstmal schauen, wie es damit mit Orton weitergeht. Ne? Jetzt natürlich gerade der Fokus sehr gut auf KO und Logan Paul. Jetzt noch eine Verletzung auf der Road to WrestleMania, wäre natürlich auch bitter, ne? Wenn das jetzt wirklich
so schlimm aussehen würde. Wo ist Orton? Der liegt ja hinten. Ja. Aber zugleich ist zum Beispiel kein Ref da. Und normalerweise ist es ja sehr oft so, dass man sich dann in der Ecke zurückzieht oder auch jetzt hier nach draußen, um dann auch mit den Refs draußen zu sprechen. Mal gucken. Der Football in die Leisten. Ja. Ja, wir gucken gleich mal. Ich glaube aber auch eher, dass es verkaufen ist. Aber man hat natürlich da so ein bisschen die Hintergedanken, ne? Dass man ja recht hat, einmal blöd landen, jetzt so frisch nach der Verletzung. Das ist halt wie immer ganz häufig mit Rollins mit dem Knie oder mit Bryan mit dem Nacken oder sowas. Ja, ne? Ja, genau. Weil immer so ist so, ich weiß nicht. Ja. Guckt man da noch einfach mehrfach hin und sperre ich auch ein bisschen stärker. Oh. Die große Lariat hier. Und Logan Paul übrigens auch jemand, der sehr auch so schön, also nicht nur leiden kann, sondern auch so feige leiden kann dabei. Ja. Was aber auch immer Bock macht, wenn er auf die Schnauze kriegt. Ja. Oh, jetzt. Ja, da ist die Frage beantwortet. Geht ein Pott zu Bruch? Ja. Natürlich geht ein Pott zu Bruch. Kevin Owens einmal hier. Ist aber auch genauso da drunter gewesen, hast du gesehen, mit der Plexiglasscheibe. Ja. Und jetzt. Oh, fuck. Ja. Bobby. Na, machen wir jetzt auch wieder die Tiffany Stratton-Taktik hier, die große Aktion zeigen und dann gleich wieder rausfliegen. Aber der angeschlagene Arm. Und dass wir da keinen Ton haben. Dann ist er wieder da. Und dann rufen da die Zuschauer irgendwas Unanständiges. Ah, thank you, Bobby. Oh, ja, genau das. Claymore. Die Claymore. Da hinten ist noch LA Knight. Die haben jetzt gerade eine lange Pause gehabt. Randy Orton liegt da irgendwo neben dem Pott. Bam. Das Bier war schon echt saftig, ne? Ja. Und bis jetzt noch keiner rausgeflogen hier, ne? Alle noch drin. Der Schläge hier. Was haben wir denn? Hört man auch so? Den habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen. Nix. Aber Lashley sieht auch durchaus stark aus. Aber der Arm. Ja, da, das ist schön. Zweite jetzt schon, oder? Das ist die zweite, ja. Das zweite Claymore, ja. Drei, ja. Ja. Tschüss, raus. Ja. Bam. Also keine Attacke von Testament, wie wir vorher so ein bisschen spekuliert haben und wie ihr auch spekuliert habt. Yeah. Ja. Yeah. Weil Jan hier schreibt, denke, Randy ist Profi genug, auch trotz Verletzungen noch weiterzumachen. Das hängt natürlich ganz von der Situation ab, ne? Randy Orton war lange, lange, lange Zeit wegen der Rückenverletzung raus. Das wird er im Endeffekt selber einschätzen müssen, wenn er hier verletzt gewesen wäre. Ich glaube aber, dass es in dem Fall wahrscheinlich wirklich einfach verkaufen ist. Ja, also gerade bei jemandem, der diese Geschichte hat, muss man da halt schon vorsichtig sein. Ne? Ich glaube, da wird man auch bei ihm verstärkt drauf achten. Ja, das denke ich auch. Und notfalls kannst du auch immer noch so ein Audible quasi callen und kannst sagen, hier, nimm mich mal schnell raus, dann kassierst du irgendwie so eine blöd positionierte Claymore oder sowas und dann gehst du nach Hause. Oh. Kip ab. Schön. Suplex. Ich finde es immer wieder krass, wie er da hochkommt, ne? Ja, absolut. Stimmt, das war auch gerade, die Quokkas haben wieder am Tonkabel genagt. Ja. BFD, noch ein BFD, Na, wer hat ich gesagt, LA Knight gegen AJ Styles? Wer hat gesagt, das wird LA Knight gegen AJ Styles bei WrestleMania? Ja, wird ja ein Multi-Man-Match. Ich hab gedacht,
Aber es ist halt witzig, weil Drew McIntyre ja auch gegen LA Knight nur gewonnen, ach nee, gegen wen auch immer er gekämpft hat. Gegen, ach genau, gegen AJ, das war ja auch nur wegen LA Knight genau. Und hin und her und sowas, ne? Also, ja. Mann. Tja. Billy Ray Cyrus, warum machst du sowas? Jetzt geht's wieder raus. Aua, ey. Ui, ui, ui. Oh, die steht aber fies raus. Der steht fies raus, der. Die Lehne. Oh, ja, fuck. Ja, gut. Seitlich drauf gelandet. Ich glaube, LA Knight pinnt Logan Paul übrigens nicht. Meinst du? Ich glaube schon. Ja, Drew pinnt einfach alle. Ach, Mann. Hier. Ja, LA Knight ist raus. LA ist raus. Buh. Die Steroide haben AJ verändert. Es ist einfach viel wütender als sonst. Ja, es ist aggressiver geworden. Siehst du, deswegen ja hier, Mella sagt auch, deswegen sage ich ja, Billy Ray Cyrus. Der Vater von Miley. Ich habe gerade ja gar kein Bild von dir vor Augen. Sieht genauso aus wie AJ Styles. Okay. Stell dir einfach AJ Styles vor. Fertig. Hast du gesehen, dass die Kneepads von Randy Orton so ein bisschen Schlangentextur haben? Ja, komm, jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen kloppen hier. Klopp ihn, hau ihm auf die Schnauze. Haut sie, auf die Schnauze. Oh, wow, jai. Fies. Mella, nur weil du mir jetzt was vorsingst, heißt das nicht, dass ich dadurch ein Bild von dir vor Augen habe. Jetzt habe ich das Lied das im Ohr. Das Witzige ist, das Lied, das erste Mal, dass ich das gehört habe, war einfach in dieser einen South Park-Folge. Cannonballs in die Ecke. Warte mal, K.O. ist der Nächste, der rausfliegt? Yeah. Das ist irgendwie das Motto dieses Chamber-Matches, dass immer der die große Offense zeigt, rausfliegt. Rausfliegt, genau. Und raus und na komm, jetzt nochmal. Was machen wir mit Logan Paul? Einfach nochmal so einen Tritt geben, wenn man vorbeiläuft. Ups und. Aua! Also, Owens ist auch wirklich jemand, der auch echt fiese Bumps nimmt, ne? Ja, extrem fiese. Ich verstehe auch nicht, warum immer und immer wieder. Dem aber auch so für den, der die Knie dahin macht, muss auch super schmerzhaft sein. Ja, ne? ja. Weil der ist ja auch nicht so dieses weit gesprungen, der ist ja so ein bisschen die Jeff Hardy-Swatter, wo der sagt, ich schlag mit meinem ganzen Gewicht auf dir drauf. Ja, und wenn, ist ja auch nicht gerade der Allerleichteste, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ist ja nicht so, als ob der nur jetzt ein Cruiserweight wäre, sondern der hat ja schon ein bisschen mehr Masse. Nee, ich glaube auch nicht, dass Randy hier verletzt ist, also um das mal abzuschließen. Ja, das schon. Aber, also, glaube ich jetzt auch nicht, aber hier dieses wenn er wirklich Rücken hätte, würde er solche Moves nicht nehmen. Ich glaube, wir haben schon genug Performances gesehen, wo Wrestler gesagt haben, ich ziehe das durch, ne? Bisschen noch Triple H mit dem gerissenen Quad. Mit dem gerissenen Quad, so. Ja. Also Wrestler sind halt auch, ne? Different breed. 2, 1. Oh, ich liebe die Papa Powerbomb. Na? Jetzt pin ihn doch. Ja, wollte ich gerade sagen, so lass den doch hier nicht McIntyre-isch rumrollen. Na, jetzt ist. Stunner! Jetzt! Bums! Stunner! Jetzt kommt der RKO. RKO, jetzt ist KO raus. Nein. Na. Jetzt pop a Powerbomb into RKO. Da rüber. So, was denn jetzt hier? Und 1, 2, 3. Also Randy Orton, da verkauft mir heute alles. Ich habe auch gedacht, oh, jetzt ist das Knie durch, jetzt ist der Rücken durch. Der Mann ist Profi. Ja, ich finde gerade solche Sprünge, das geht halt so schnell, dass du dir da einfach das Knie zur Seite wegbrichst, dass du es dir verdrehst oder sonst irgendwas. Und das sieht halt immer super widerlich einfach aus.
Wir haben es jetzt ja bei Shotzi gesehen, wie die sich da bei so einer Allerweltsaktion, wo sie eigentlich nur vom Apron runterspringen muss im Prinzip, da das Kreuzband reißt, ne? Ja. Das ist halt immer die Frage, ich sag mal, also Mella wird das natürlich deutlich besser wissen, aber dieses, man kann auch relativ gut einschätzen, wie weit man selbst verletzt noch gehen kann. Also das, ich weiß es halt, ich kann das selbst nicht einschätzen, aber die Frage ist immer, wie viel macht da Adrenalin, wo du sagst, ah, jetzt geht noch, und wie viel davon ist dann eben dann zu weit, weil du halt mit Adrenalin denkst, ah, ich kann noch. Ja. Also, ich glaube, ich kann es nicht einschätzen. Also, wie gesagt, wenn es einer überhaupt einschätzen kann, dann ist es Mella, weil die schon im Ring stand. Ja. Mal. Der Rücken tut weh. Einfach ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ja. Warte mal ab, warte mal 10 Jahre weiter, Kai. Ja. Deswegen muss ich jetzt erstmal eine neue Matratze bestellen. Jetzt hier die beiden Favoriten, würde ich mal sagen. Hey. Boo. Hey. Boo. Hey. Hey. So kann man auch ja Synchronität abstimmen, ne? Hey, ja. Boo, hey, Boo. Nochmal, ich liebe ja einen Power Slam von Randy. Ja, schöner Snap Power Slam natürlich. Wobei man da auch sagen muss, so richtig schöner, hoher Power Slam ist auch geil. Ja, komm, jetzt hier. Jetzt kommt er doch. Ne? Oder einfach super RKO, quasi so runtergezogen, wie wir es auch schon mal gesehen haben. Ja, das haben wir doch schon mal, so langweilig. Ich sag ja nur. Ich will mehr. Ja, ja. Ja, die sollen sich nicht verletzen, aber ich will mehr. Ne? Ja. Die sollen aufeinander aufpassen. Machen wir was Krasseres. Ja. Vielleicht flüchtet jetzt gleich Logan Paul oben auf den Turnbuckle oder so. Gib ihm. Übrigens auch, ich sag's nochmal, eine von vielen verkannte Kunst, gute Schläge im Wrestling. Ja, weil die wirklich sehr gut aussahen, da habe ich mir auch gerade gedacht. Auch dieses quasi Aufladen, nach hinten gehen, dann zuschlagen. Das wird halt viel zu selten heutzutage noch wirklich geschätzt und auch darauf geachtet. Auch dass du eine. Also, jetzt ein guter kommt Wrestler. Er. Ja, ein guter Wrestler macht es halt so, dass du ihn anhand an seiner Schläge erkennen kannst. Fand ich auch immer die Kane-Schläge sehr geil. Oh, so Neckbreaker. Weiße, diese. So. Ja, ja. Ja, wieder, guck dir Schläge von Bret Hart an, guck dir Schläge von Ric Flair an. Denn Jerry Lawler ist ein Meister, was Schläge angeht. Ne? Shane McMahon, wie er auch hier gerade Inari schreibt, überragend. Nein, Shane McMahon nicht. Die Mückenstiche. Aua. Den haben sie aber nicht so schön zelebriert, muss man sagen, oder? Nee. Aber wir haben noch genug Kameraeinstellungen. Aber trotzdem gut gesprungen. Aber ein bisschen hoch fast. Hat er fast den McIntyre den Kopf weggesäbelt mit dem Oberkörper. Oh, da hat er ihn wieder. Der Schlagring. Jetzt auch nicht illegal, der kann einfach zuhauen. Da sind sie, die Brass Knucks. Er braucht für seine Titanhand braucht er noch die Brass Knucks, damit die. Ich sehe irgendwie, kommt da irgendwie jemand, oder? Der Shot ist viel zu nah auf Logan Paul. Ja. No! Drei. Wie kriegt man einen Schlagring durch den Zoll? Ich denke mal, das wird man als Requisite quasi verkauft haben. Und wir wissen auch nicht, ob das Ding überhaupt aus Metall ist. Ja, das kann ja auch aus Plastik sein zum Beispiel. Dann entsprechend schön angesprüht werden. Oder aus dem 3D-Drucker. Oder aus dem 3D-Drucker, wie auch schon geschrieben wird. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Favoriten auch mit drin. Der eine hat Rücken, der andere hat Brust. Vielleicht hat er auch gerade einen Herzinfarkt. Oh, ich habe Brust. Aber der Schulter? Ja. Das ist ja noch das Verkaufen von Crossbody. Da mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen.
Nee, nicht Logan gegen Orton gegen Owens. Ich weiß aber auch gerade nicht genau, wohin wir den Orton hinpacken. Ja, auch nicht. Ja, also wenn du ihn irgendwie unbedingt unterbringen musst. Schlagring war mit im Ringtruck. Ja gut, aber auch der muss irgendwie erstmal dahin kommen. Nee, der Truck ist einfach in Amerika losgefahren und kam in Australien an. Es gibt auch keine fliegenden Autos, Meller. Das haben sie auch gesagt, dass sie irgendwie eine andere Route fahren mussten, weil da irgendwelche Piraten unterwegs gewesen sind. Echt? Bis sie die Chamber rüber haben bringen können. Konnten irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, ich muss nochmal nachschauen. Aber die konnten dann irgendwie eine Route nicht nehmen, die irgendwie kürzer gewesen wäre, und dann musste der ganze Käfig nochmal anderswo lang transportiert werden. Wie witzig, also in Anführungsstrichen witzig. Ja, vor allem Piraten einfach. Die Piraten wollen den Schlag kriegen. Danke, Mella. Arr, gib mir deinen Schlag. Genau. Genau, man konnte nicht durch den Suezkanal, genau so war es. Ich bin nicht so gut in Erdkunde. Ich habe nur Wrestling geschaut. Ich weiß nur. Weiß bis heute nicht, wo Baden-Württemberg liegt. Es ist schon ein bisschen zäh, das Match, oder? Also es hat so gute Phasen, aber es zieht sich auch und es ist viel. Wir Show. Pausen, wir, also genau, viel wir verkaufen. Zu viel Show. Ja. Also da war tatsächlich das Match der Frauen ein bisschen flotter. Deswegen möchte ich, also unabhängig davon, aber deswegen möchte ich auch kein Singles-Match von Randy Orton. Oh, Spine on the Pine. Zu viele alte Herren. Naja. Wie alt ist Drew McIntyre? 39? 38? 38. Der ist ja einfach ultra früh auch bei WWE gestartet. Der war irgendwie 23 oder sowas. Das ist halt schon crazy. Er hat angefangen zu wrestlen mit 15. Heftig. Um mal hier so ein bisschen. Wir sind gerade beim Männer Chamber Match, beim Finale des Männer Chamber Match. Ja. Matches. Es sind noch übrig Drew McIntyre und Randy Orton. Two. Jetzt wird angezählt von Drew McIntyre. Gibt's die Claymore gegen Randy Orton? Randy Orton kollabiert. Mach einen Stomp. Ja. Erst CM Punk und Kuchen jetzt auch noch Randy Orton, du. Stop the match. Ja. Na komm, jetzt bring's dir zu Ende, Drew. Ja, Drew, dicke Beine. So, fällt mir gerade so auf, so dicke Oberschenkel im Vergleich zu den Knien und den Unterschenkeln. Stabile Quads, der Bruder. Ja. Er ist eh ein Hühner einfach. Und die Sache ist, das wirkt ja nicht mal so heftig, weil er so riesig ist, ne? Ja, eben. Ja. Also sonst wäre es halt nochmal deutlich krasser. Oh, no. Oh. What the hell? Also, wie war das mit Logan gegen Kevin Owens gegen Orton? Na, vielleicht ja doch. Aber halt auch witzig, dass Drew McIntyre jetzt so wirklich so ekelhaft seinen Weg zu WrestleMania slithert. Ja. Durchsneakt, ja. Drei, ja. Das war's. Ja, gut, der Herr Logan Paul macht sich nicht so viele Freunde hier. Ich nutze die Zeit, geh pinkeln und mach mir ein Holy. Ja, ist das Match hier gelaufen. Ja, aber interessante Entwicklung, die wir hier auf jeden Fall haben. Logan Paul mit der Attacke gegen Randy Orton zum Matchende. Ja, ich hatte das Ding hier gewonnen. Dann haben wir noch die Attacke von AJ Styles gegen LA Knight gesehen, wodurch LA Knight eliminiert worden ist. Also hier schon eindeutig die Fäden in Richtung WrestleMania. Der geschmuggelte Schlagring hat das Match entschieden. Ganz genau. So sieht es nämlich aus. Übrigens demnächst auch die große Doku darüber. So kam der Schlagring nach Australien. Da gab es auch Backstage ganz viele Doku-Pläne und da war dann beim Schlagring immer eine geheime Kamera dabei. Da gibt es noch mehr den Crossbody. Die Slim Jim Long Boys. Bin ich der Einzige, der da falsche Assoziationen hat, aber egal. Da sehen wir nochmal die schön eingesprungenen. Es gibt doch so Meme-Videos, wo
so Jungs am Strand spielen und sich dann gegenseitig in Wrestling-Moves ins Wasser verpassen. Da gibt es auch so einen RKO, der so eingesprungen wird. Ja, aber hat sich doch, war jetzt zum Ende hin noch spannend, aber hat sich auch echt ein bisschen gezogen. Und wir haben jetzt auch beide Male kein langes Finale gehabt. Also kein langes, wir lassen die Jungs noch mal ein bisschen länger catchen. Sondern das war dann relativ fix vorbei. Ah, Drew McIntyre hat's gemacht. Tja, was hätte Drew McIntyre wohl zu tun gehabt, hätte sich CM Punk nicht verletzt. Aber so passt das schon. Ist auch konsequent im Endeffekt, wie man es jetzt hier durchgezogen hat. Und ja, Drew McIntyre, Seth Rollins, WrestleMania, Tag 1, Tag 2, das werden wir noch sehen. Was die da immer rausballern, oder? Das ist ein Neujahr hier. Klar, Kevin, Backyard-Videos, genau. So nennen wir uns auch. Headlock, der seriöse Podcast. Da steht da schon irgendwas live Saturday und Sunday. Ne. Also ich habe manchmal schmuggeln die da ja so kleine Teaser, so kleine Spoiler rein, aber ich habe gedacht, vielleicht steht es hier auch, aber beide Tage drin. Ja. Also was die da immer rausballern an Feuerwerk, das ist halt wirklich interessant. Jo, WrestleMania steht dann ja auch vor der Tür. Bin gespannt. Was sagt ihr denn bis jetzt, liebe Leute hier? Hier zu den Chamber-Match. Welches hat euch besser gefallen? Frauen, Männer? Ich bin ja fast so, dass ich sagen würde, das Frauen-Match war insgesamt ein bisschen flotter, ein bisschen schneller, ein bisschen spektakulärer. Jericho, White to Jay, wir müssen noch Tickets verkaufen. New Gear. Ich brauche auch mal wieder einen neuen Belt einfach. Ja, Männermatch war nicht so, ne? Ein bisschen langsam, ein bisschen träge. Klar, Ablauf so war gut. Aber auch viel Aufbau. Ich finde so zweimal so Sponge-Finishes, also quasi so Eingriffs-Finishes innerhalb einer Chamber ist halt auch ein bisschen schwierig. Die Rivals. Ja, also Frauen eindeutig hier favorisiert, wenn ich das hier so lese. Frauen, Frauen, Frauen. Männer war nice am Ende, aber unclean. Macht Drew ein bisschen kaputt. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ihm. Männer war okay, Frauen war gut und flott. Zumindest die zweite Hälfte. Ja, Anfang hat es auch ein bisschen gedauert bei den Frauen. Da haben wir ja auch ein bisschen moniert, dass gerade Naomi so ein bisschen das Tempo verschleppt hat. Richtig. Aber würde ich auch mitgehen. Falls ich Kai gefragt habe, was er bei WrestleMania in Philadelphia noch so anstellen könnte, da kriegt er vielleicht jetzt hier noch ein paar Tipps für. Bin jetzt bis jetzt außer Tag-Match echt enttäuschend gewesen. Och, es geht. Ich fand's, also das Frauen-Match fand ich gut, das Tag-Match fand ich auch gut. Das jetzt war ein bisschen schwächer. Nicht ein bisschen schwächer, sogar schwächer einfach ohne das bisschen. Aber ja. Bin wieder da. Nächstes Jahr bin ich in der Chamber. Ich muss wirklich sagen, ich fand die Frauen-Chamber besser. Ja, ja. Also ist auch so der einhellige Tenor, den wir jetzt hier im Chat haben. Okay. Bin ich komplett dabei. Okay. Und so die gesamte Showqualität, ich finde es bis jetzt in Ordnung. Also klar, ist das Chamber-Match war jetzt ein bisschen enttäuschend. Also habe ich auch gedacht, dass es da ein bisschen mehr Knalle gibt und dass es ein bisschen härter noch und schneller vor allem zur Sache geht. Aber das Tag-Match fand ich richtig gut. Das Frauen-Match, weil die zweite Hälfte war sehr gut. Ich habe jetzt hier aber auch ehrlich gesagt bei Elimination Chamber nicht den absoluten Brüller-Pay-Per-View erwartet. Ich schon. Das wird das Event des Jahres. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir hier zwei Main-Events für WrestleMania, ne? Seth Rollins gegen den Drew und eben Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Und dann mal gucken, was noch drumherum kommt.
Ja, wurde das als Main Event angekündigt, Rollins gegen Drew? Nee, das haben sie aber auch jetzt mal gerade eben gezeigt. Das gibt es hier wieder ein paar Reiseratschläge. Prost. Prost. Es ist so schön, Australien. Außer, dass sich alle Tiere umbringen können. Ja. Ich denke, was schlimmer, du bist auf so einem Stein, ne? Also, da war ja gerade so nichts gezeigt. Und da musst du auf Klo. Was machst du denn dann? Und ich rede nicht von Pipi. Man könnte sagen, einmal im hohen Bogen runter. Ja, aber, ne? Ja. Papa. Was passiert denn jetzt? Leute, ist das nicht geil hier? Ihr müsst noch. Ich bin der Booker des Jahres, vertraut mir. Danke für 60.000. Genau. Wir kommen demnächst wieder. Nur wegen euch. Eure Stadt hat Millionen bezahlt. Aber frisch rasiert die Glatze. Oh. Der einzige Mann, der wirklich Kratos spielen könnte. Ja. Aber inzwischen auch eher God of War 2. Ja, ja, natürlich. So, was passiert jetzt? Aber AJ gegen LA Knight ist eigentlich ein geiles Match. Also so paarungsmäßig, aber habe ich nichts gegen, weil ich mag halt beide. Apple Alligator gibt's. Sag schon mal Dankeschön hier. Riecht nicht nach einer großen Ankündigung. Oh. Ach so. So. Könnt ihr natürlich feiern, aber Schalke Antiterror-Fußball, den wir da jede Woche spielen, diese Scheiße zieht 62.000. Also Schalke Antifußball und Schalke Terrorfußball meine ich damit. Zieht mehr. Nochmal ein bisschen Feuerwerk, weil wir haben es ja. Ich mag Feuerwerk. Ja, ich mag Feuerwerk auch, aber ich frage mich ja, wie viel Millionen Dollar ballern die da in den Himmel einfach mal so bei einer Show? Ich finde es halt wirklich geil, wie wir aber auch das jetzt wieder komplett verstanden hat, also in den letzten Jahren nochmal viel krasser. Also es fing irgendwie traurigerweise mit dem Saudi-Deal an, aber wie sie es einfach gecheckt haben, sich noch krasser zu vermarkten, ne? Ja, ja. Mit, wir verkaufen unsere Events und hin und her und keine Ahnung was, also wirklich. Ja. Muss ich auch klar sagen, also ich hatte ja auch gesagt, hier AIC, dieses klassische, boah, hätte ich jetzt Karten für WrestleMania, würde ich mich ein bisschen ärgern, aber das hat auch für eine Woche angehalten, weil das hat jetzt echt angezogen, also ist wirklich krass. Ja. Also ich glaube, man wird da eine richtig heftige Mania sehen. Ja, die werden da auch Gas geben, ne? Aber mal schauen, also selbst die besten Cards garantieren ja nicht immer auch Top-Ergebnisse. Ich erinnere von wegen Dream Matches oder so, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, weißt du noch? Never forget. Yeah. So, jetzt kriegen wir nochmal. Ja, über 14:30 wird hinkommen. Ja. Das war der Annihilator, der Banzai Drop, über den wir uns damals so aufgeregt haben. So. Volle Wucht einfach obendrauf. Bang. Ja, dann halt doch Becky Lynch gegen Nia Jax. Auch die haben natürlich eine Geschichte, dürfen wir nicht vergessen. Letztes Mal hat Nia Jax Becky Lynch noch besiegt. Das ist jetzt natürlich die Road to Redemption, deswegen Nia Jax macht das hier. Das wäre auch übel. Boah, ja. Deswegen, ja, wisst ihr noch, als Fallwerk abgeschafft war, ja, das war richtig schrecklich. Ja. Ja, aber es tatsächlich gehört es ja irgendwie dazu, ne? Auch da wieder, ne? Wenn du dieses Entertainment-Produkt für die ganze Familie verkaufen willst, wenn du das als High-Class-Entertainment verkaufen willst, als großes Ding, was mit anderen Konzerten oder Sportveranstaltungen gleichzusetzen ist, dann musst du da halt auch richtig Geld rein investieren. Aber, ja. Aber es ist schon auch geil, wenn man überlegt, dass sie hier Rhea das Main-Event geben, ne? Ja, ja. Also das ist ja wirklich
wirklich geil. Zeigt halt auch zum einen das Vertrauen, aber gerade auch, dass man hier in den entsprechenden Märkten natürlich auch eine ganz klare Strategie verfolgt. Ne? Das zeigt sowas, finde ich auch. Ne? Dass man nicht nur den alten Stiefel runterzieht, sondern dass man sagt, ja gut, dann stellen wir dann hier eben das Land und die lokalen Matadoren quasi in den Mittelpunkt. Warum denn nicht? Kais Albtraum ist wahr geworden. Nia Jax ist in einem PLE Main Event. So, komm, jetzt mach mal hier. So gerne ich mir Rhea Ripley Videos anschaue. Bin ich da jetzt doch mal ein bisschen gespannt, was sie hier noch rausbringen. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, also jetzt bei dem aktuellen Run ist auch Nia nicht ganz so katastrophal, wie wir sie in der Vergangenheit schon gesehen haben. Ne? Also das war, da hat man schon gemerkt, dass man vielleicht hier auch eine ruhigere Hand Backstage hat, vielleicht auch da sie ein bisschen mehr zur Seite nimmt. Aber die Ästhetin wird sie halt nie werden, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube auch, dass sie einfach immer eine streitbare Figur sein wird. Und auch ein streitbarer Charakter ist, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Und halt auch nie wirklich gut sein wird, ne? Nee. Also so. Nee. Absolut nicht. Und auch jetzt keine große Sympathieträgerin meinerseits. Ja, also auch gerade auch so hier Anti-Vax und so ein Shit, ne? Ja, ja. Hat sie auch manchmal dumme Kommentare von sich gegeben. Deswegen gehen ja meine Sympathien eindeutig in Richtung Rhea Ripley. Aber die mochte ich halt immer schon. Muss ich auch mal dazu sagen. Ich fand die schon als sie damals beim Mae Young Classic aufgetreten ist, wo sie ja noch eine ganz andere Persönlichkeit gewesen ist, fand ich die schon mega cool. Und was jetzt aus der geworden ist, finde ich umso beachtenswerter. Ne? Weil die ist ja wirklich jetzt die Frau derzeit, ne? Naja, gewinnt. Auf gar keinen Fall. Nee. Guck mal da, du wolltest doch hier diese schönen Namen. Da springen einfach nur links und rechts Nia und Jax auf und ab. Aber was machen wir denn für so eine große Frau, die hier die Gegner so ausschaltet und platt macht? Ja, da springen einfach die Namen links und rechts hoch und runter und poppen so ins Bild rein. Ey, Vicky, ne, also kannst du mich auch eine PowerPoint machen lassen. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Ja. So, jetzt macht mein Kater wahrscheinlich gleich Terror hier. Der hat mich rausgeholt. Der kommt eigentlich nicht so oft hier hoch in mein Arbeitszimmer. Hier stellt er gerade fest, dass der Teller, der hier steht, dass da kein Essen drauf ist. Buh, genau. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf den Entrance von Rhea. Decke wegfliegen hier. Kafka, das kann nicht so ernst sein, oder? Naja, Jax kommt in die Halle, Kafka jetzt erstmal kacken. Es ist kein Witz. Es ist eine Tatsache. Und jetzt, gib ihr eine Sekunde, dass die Leute chanten können. Na komm, ihr müsst jetzt alle Rhea chanten. Nee, macht alle die Handys an. Ja. Ich hasse Leute mit Handys bei solchen Veranstaltungen. Bejubel doch die Akteure, die da rauskommen. Applaudiere oder was auch immer. Oder sag, das mag ich. Ja, wirklich. Das sagt Stimmungskanone Olf. Das mag ich. Der bei 10 Karat war und vielleicht dreimal gechantet hat. Das stimmt gar nicht. Viermal. Jetzt mal sehen, so wie ich ausgerastet bin, als Chris Hero zu I Need a Hero nochmal rausgekommen ist, du. Ich habe auch gedacht, es wäre ein bisschen lauter, ehrlich gesagt. Das ist noch ein. Leute freuen sich aber. Wie gesagt, jetzt, wenn das Team aus ist, ne? Mhm.
was würde ich wählen? Naja, gewinnt oder Schalke verliert? Naja, gewinnt. Also, das eine ist Wrestling und das andere ist wichtig für meinen emotionalen Zustand. Ja, das ist die Frage, ne? Also, es wäre natürlich krass, wenn die dann noch Gunther den Main-Event geben würden. Ja, wie gesagt, halte ich nicht für absolut unwahrscheinlich. Entschuldigung, ich muss gerade so ein bisschen gucken, was die Katze hier macht. Was machst du da? Olf wird jetzt live gegessen. Nee. Der ist ja schon so ein bisschen älter und der ist ja auch ein bisschen krank und bei dem kommt es auch manchmal vor, dass der halt kacken möchte, aber nicht kacken kann, oh no. Wenn er aufs Klo geht und dann kackt er dir in eine Ecke, zum Beispiel. Das ist leider, er ist halt krank. Ja, das ist halt so, der hat ja eine hier Arthrose hat der ja, Spondylose und der kann auch nicht mehr so gut laufen und solche Sachen. Wir hoffen, dass wir den noch ein bisschen haben, aber das merkt man dann schon. Ja, die arme Maus. Ja, deswegen muss man den auch häufiger dann, also der kann nicht mal auf die Couch springen zum Beispiel. Ja, den muss man immer hochheben. Da wirst du immer angeschrien von ihm. Ach, guck mal, Lautern Karlsruhe 1-0, das ist gut, dass Karlsruhe führt. Danke für den Service. War das gerade die Familie vielleicht von Rhea? Kann das ja, sein? Die Schwester, also die Blonde sah sehr aus wie Rhea, ne? Wie, also ja, wie ja. Rhea quasi damals aussah, ne? Fand ich auch. Ah, trotzdem geil. Na, und da wieder nicht vergessen, auch Wrestlerinnen und Wrestler sind halt Menschen. Und für die sind solche Momente natürlich auch unglaublich, ne? Ja, natürlich. Aber halt auch da, also ich bin da wirklich kein Fan von, weil hier dieses irgendwas Spannendes sollte man da hier noch einbauen, da der Sieg von Rhea ja safe ist. Also es geht halt häufig nicht auch nur um die Überraschung, ne, sondern um dieses Drumherum, wie ist der Moment, so, also auch da ist es für die, wie ist es für die Crowd, also nicht immer nur, weil man sagt, ah, ich weiß, was passiert, also, da weiß ich nicht, das ist so eine Sache, ich glaube, so eine Erwartungshaltung in den letzten Jahren, so, ich weiß eh, was passiert, deswegen müssen die mich jetzt überraschen. Ja. So, weil ich befasse mich jeden Tag damit, so, für uns sind halt mehr Sachen klar, ne? Ja. Und auch hier, ihr wisst ja noch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Rhea hier verteidigt, gibt da, macht da so ein, ähnlich wie es beim Tag Team Match auch gewesen ist, ne? Lass auch Naya hier einigermaßen stark aussehen, ne? Nicht zu stark, damit Rhea nicht verletzt. Aber versuch hier möglichst die Spannung rauszuholen, gibt er die Near Falls, zeigt, dass Rhea dagegen halten kann. Die hat hier die eindeutige Face-Rolle und dann. Also verteidigen. Am Ende darf Becky noch rauskommen, irgendwie auf der Bühne oder so. Dann gibt es noch einen Stare-Down für WrestleMania und gut ist. Ja? Andrea ist halt mega. Ja, die ist halt ein absoluter Star einfach und jetzt auch wirklich dann an der Spitze der Damendivision angekommen. Und auch an der Spitze von WWE. Ne? Absolut gut vermarktbar, toller Look, ein guter Charakter. Anderer Look vor allem auch, ne? Kommt weg von diesem Püppchen-Ding, ne? Diva-Look oder sonst irgendwas. Braucht's auch, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das auch immer noch nett, wenn man solche Gimmicks hat, wie Tiffany Stratton zum Beispiel. Ist ja ein Diven-Gimmick, ne? Also. Aber die ist halt, aber keine Diven-Wrestlerin. Das ist halt der Unterschied, ne? Ja, ja, eben. Genau. Übrigens, danke Daniel für die Info. Und German Seven, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Also ja, klar, natürlich. Also ne, deswegen ist ja die Frage, wie man Überraschung definiert. Ne? Also ich glaube halt auch schon, dass man so ein bisschen damit spielt. Aber ich kann mir halt, also mal gucken. Also ich glaube schon, man gibt auch so Near Falls oder sowas, dass dann Rhea auch dann da überlebt oder sowas und auch aus einem heftigen Move-Out kickt. Ne? Und ich glaube, man lässt sich auch trotzdem stark aussehen, weil es halt Rhea, ja. Ne? Ja. Du willst ja auch nicht zerstören hier, ne? Das ist ja auch das ganz Wichtige. Du hast jetzt über Jahre über Monate aufgebaut, auch durch den Sieg über Becky Lynch. Das kannst du ja nicht jetzt komplett negieren in dem Punkt. Inari schreibt hier, finde es schlimm, dass man in jedes Nia Jax-Match geht. Bitte verletzt niemanden. So, ja. Ja, leider ja nur mal so ein Track-Record, ne? Dass du da ein bisschen ruthless ist mit ihren Gegnerinnen. Ist nun mal so. Und das kriegt man auch nicht aus dem Kopf, so wirklich. Ja, das kommt auch dazu. Da der Vader-Splash quasi hier. Voll schöne Rana.
Den hätte man noch ein bisschen weiter springen können, den Senton, ne? Da ist ein Tunnel rausgeflogen. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob es ein Haargummi oder sonst irgendwas war, aber es war wahrscheinlich ein Tunnel. Also hätte ich jetzt geschätzt. Ja, die hat auch am Ohr gerade sich auch gerade ans Ohr gefasst. Ja. Ja, das gehört. Die hat da 13 Family Members. Ja, okay. Also mal den Bart hinten dran. Nee, ich glaube, seit ihrem Return quasi, glaube ich, hat sie niemanden verletzt. Hey, aber in der Vergangenheit ja schon. Ja, aber in der Vergangenheit ja schon oft genug. Deswegen meine ich auch, also mir gefällt es jetzt auch seit ihrem Return besser, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie zwar noch. Ich meine, das musst du ja auch als Big Man oder hier in dem Fall Big Woman, musst du ja auch so eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legen. Ne? Aber du musst eben trotzdem noch safe arbeiten. Und das hat sie jetzt zuletzt besser gemacht. Ich liebe unsere Maßstäbe. Die hat ja keine verletzt. Das ist doch gut bisher. Abkick hier von Rhea. Der Kick hinten dran, aber. Let's go, Mami. Gibt's hier einmal. Naja, nicht ganz das Surfboard, aber wird einmal hier durchgestretched. Aua. Also ich glaube, wir können es hier auch einstellen, solange Nia Jax hier, oh, es gibt einen Stretch Muffler. Ja, jetzt geht's aufs Knie. Also ich glaube, eine Wade stretcht nicht so einfach, ne? Ich glaube, da musst du ein bisschen mehr am Knie packen auch. Ja, der Kopf muss eigentlich ins Knie, ja. Ja, dann gehen wir einfach rüber, Transition in den Single Leg Boston. Ja, schon besser. Also, ein sollte ja auch klar sein, das wird natürlich jetzt kein super schnelles Match, solange Nia Jax in der Offense ist, ne? Ist geil, dass einfach hier unser Chat zum Bundesliga-Live-Ticker hier geworden ist. Zweite Position. Ja, das ist wichtig für mich. Vielen Dank. Also, wir haben jetzt hier eine ganz lange Heat-Phase von Nia Jax auf jeden Fall. Heat bedeutet Heat ja, dass. The moment. Ja. Genau, nee, Heat bedeutet ja, dass der Schurke, die Schurkin hier im Vorteil ist und das Babyface sich erstmal hochkämpfen muss. Dass du darauf wartest, dass die Zuschauer mit drauf warten, dass hier das Comeback starten kann. Die heiße Phase hast. Ja. Muss man auch sagen, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, also das sieht ja auch sehr einfach aus, wie sie gerade Rhea trägt, ne? Naja. Das muss erstmal so auch einfach aussehen lassen. Eben. Ja. Die ist jetzt ja nicht 1,60. Die ist aber auch gar nicht so riesengroß tatsächlich, Rhea Ripley. Man denkt immer, die wäre so groß, aber ich glaube. Ja, weil die anderen so klein sind, ne? Ja. Ich glaube, die ist irgendwie so 1,72, 73 oder sowas. Was? So? Ja. Das ist ja nix. Oh, boah, Junge. Kommst du da nicht rechtzeitig weg? Gute Nacht. Guck mal nach, wie groß die ist. Obwohl die Sachen, die da stehen, sind auch einfach immer gelogen. Na gut, früher hat man gesagt, dass die Leute irgendwie 200 Kilo wiegen und dann war es auch gelogen. Hm. Also auf Wikipedia steht einfach nur 1,70. Also es kann alles sein von 1,71 bis 1,79. Jawohl. 5 feet 7 inches. Das sind 1,70. Oh, Powerbomb. Powerbomb. Powerbombe! Und nochmal. Oh. Schön. Gesundheit. Das Mikro hat auch eine Mute-Taste. Ja, ich kam plötzlich. Habe ich so überkommen einfach. 1, 2, Kickout. Das ist 73. Für mich ist auch das. Dankeschön. Ja, dann den Legdrop nochmal in der Wiederholung.
Rhodey Coates. Hä, was? Wo steht das? Da stand da statt hinten ein Feeling Uzi vor Rhodey Coates. Ach, witzig. Jawohl! Dropkick aufs Knie. Oh, oh. Naja, hält sich fest. Spots immer dumm. Ja. Oh, Double Stomp oben drauf. Ja, deswegen genau, so, weil laut Wiki ist Adam Cole 1,83. Adam Cole passt in meine Hosentasche. Und der Kopf nicht. Machst du einfach Headshaming? Wir sind halt sehr synchron, Kai. Das, ach, witzig. Ist sehr schön. Dropkick 2. Nee, Adam Cole ist auch nicht 1,83. Also, ich hab den schon, ihr habt den schon gegenüber gestanden. Der ist halt, er ist größer als ich. Ich bin 1,68. So, jetzt rennt mein Kater hier wieder rum. Jawohl, Clothesline. Oh, 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 oh. Oh, saftiger Samoan Drop. Ich muss ja sagen, da bin ich wirklich ganz simpel. Ich mag Samoan Drops. Ja, Samoan Drops sind eine coole Aktion. My hole. Der Leckkopf daneben. Aber ich finde es auch schön, dass Rhea hier komplett anders wrestelt natürlich als ja, in anderen Matches. Ne? Viel schneller, Dropkicks, vom Top Rope, eine Rana und so weiter und so fort. So, ich glaube, jetzt muss ich mal... Was machst du da? Rhea. Ich muss mir gerade den Kater rausschmeißen. Okay. Moment. Ihr Käfer, da musst du runtergehen. Stattdessen sehen wir hier schön Vorarm. Top Rope Move. Auf Samoan Drop jetzt oder was kommt? Oder gibt's jetzt Konter und dann Powerbomb? Nächste Samoan, schöner Samoan Drop. Stark. Apropos saftiger Samoan Drop, hä? Ja. Ja, naja, Jax hört live zu, hat gehört, der Kai mag das und der Kai mag ja mich, deswegen zeige ich noch Samoan Drop. Aber auch gut durchgezogen. Also auch da safe gehalten, nicht irgendwie unkontrolliert, sondern gut alles eingehakt. Immer Fanshirt kommt. Naja, Jax, das mag ich. Ja. Leute, wenn wir uns sehen, Bash in Berlin oder Karat. Also ich trage Größe XL, naja Jax Shirt. Einfach mitbringen. Trage ich immer. Electric Chair. Electric Chair. Oh. Jetzt einmal Top Rope. Ja, Jax bringt sich derweil in Position, rollt weg. Das kriegen wir jetzt, ein Splash. Einmal den Frog Splash. Let's go. Ja, und aber ein hässlicher Frog Splash. Ja, schon ein bisschen. Eieiei. Ja, Match ist okay bislang. Ja. Da bin ich, das ist immer Nitpicking, da bin ich das Problem. Ich verstehe, also, weil man so viel Wrestling guckt, ich bin immer genervt, wenn Wrestler so sagen, so, was soll ich noch machen? So, die kamen da raus, und dann bin ich immer so, zeig doch deinen Finisher. Also, da bin ich immer so, Aber da bin ich ja das Problem. Das hat die gesagt. Ach, okay. Die hat geschrien vor Dominik. Ich habe verstanden, Motherfucker. Also, ich habe jetzt auch die Lautstärke nicht so super hoch. Also. Okay, dann ist witzig. Das war rough. Einfach selbst super, also so sich selbst super gefährlich gesellt. Ja, selbst gespiked quasi. Let's go, T-Shirt. Mach kaputt. Was dich kaputt macht. Genau. Table. Ja, aber sie kriegt dir noch nie im Leben hoch. Klar. So. Der Rücken ist natürlich ein Limiting Factor. Oh, da nochmal der nächste. Wir hatten ja schon genug Samoan Drops.
Aua! Oh, räum doch wenigstens mal die Sachen da weg. Ich meine, das ist jetzt nicht Nayas Schuld, sondern das ist, weil sie ist ja voll auf dem einen Tablet gelandet. Weißt du noch, als Randy auf diesen, auf, als sie noch diese Kastenmonitore hatten, das war auch fies. Oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Ey, hat geklappt. Das ist, was ich meinem Sohn immer versuche zu erklären. Spring nicht von sich drehenden Stühlen. Das ist keine gute Idee. Oh, jetzt gibt es hier die Vader-Bomb, die Naya-Bomb. Oh, Annihilator. Oh. Ich finde aber, Annihilator ist ein witziger Name. Wir sind immer nämlich für gute Wortspiele bin ich zu haben. Aua. Also, auch nicht ein Zentimeter zu viel gesprungen. Nee. Ja, aber so von so einem Drehstuhl zu springen ist halt auch ist echt. Ist auch nicht schlau. Doof, ja. Nee. Aber hat gut geklappt, kann man nichts gegen sagen. Tisch ging kaputt, alles geklappt. Das war auch garantiert improvisiert. Also ich bin mir sicher, der sollte eigentlich beim Samoan Drop kaputt gehen. Und dann haben sie gesagt, komm, ich spring noch auf dich drauf. Okay. Also normalerweise springen die dann ja eher von der Barrikade aus, aber ich vermute, das war eh dann auch zu heikel. Ja. So, wir beruhigen uns. Und wir machen es einfach nochmal. Jetzt steh auf und dann mach Powerbomb. Ja. Ja, jetzt Rhea aus dem Weg. Uiuiui, wirft sie einfach über das Top Rope hier. Aber bis jetzt ist das Match gut. Also. Ja, kann man nichts gegen sagen. Also ich muss sagen, es hat nicht Main Event viel, bin ich ehrlich. Aber vollkommen okay. Ja. Aber bei mir kommt zumindest ein bisschen was wie Spannung auf. Gute Wortspiele, das mag ich. Naya injured me. Einfach mein Plakat. Ach, guck mal. Danke, Daniel. Krass. Let's go. Superplex. Und dann geht der Ring kaputt. Also, wäre krass, so, weil, ne? Wäre cool gewesen, wenn wir den Spot gemacht hätten. Ja, hier die jüngere Schwester da oder was weiß ich was, die sieht halt eins zu eins aus wie eine junge Nia Jax. Ist wirklich so, ne? Rhea Ripley, ja. Ja, ich finde auch, dass es definitiv besser als Main Event geeignet ist, die Männer Chamber, bin ich absolut bei euch. Oh, jetzt hier. Riptide. Ja, gut. Ende. 1, 2, 3. Ja, gut. Klare Kiste. So, schön. Hey, guck mal, das ist diese alte Spinnerwelt, dieser US Championship. Ja, genau. Das war mal unser Runny-Gag mit, wenn es einen Superplex gibt, dann sind es 5 Sterne. Ja. Ja, wobei hier kurzes Match leider. Ich hätte es auch nicht länger haben müssen, bin ich ehrlich. Also. Ja, so. Also mehr Matchzeit bedeutet ja nicht zwangsläufig gute Matchzeit. Und ich hätte jetzt vielleicht auch. Ist halt die Frage, wo du hin wolltest. Man hat jetzt ja Nia Jax stark dargestellt. Man hat auch eine Rhea stark dargestellt, indem sie aus dem Annihilator da ausgekickt ist. Was hätte denn jetzt noch kommen sollen? Ne? Ja. Willst du Nia Jax nochmal pushen, indem sie aus dem Riptide auskickt? Finde ich im Hinblick auf WrestleMania schwierig. So, und deswegen lass dich halt hier einen Finisher durchsetzen und gut ist. Ja, tatsächlich, ne? Also, der Männer-Chamber tatsächlich so das Match, was so ein bisschen enttäuscht hat hier, würde ich sagen, oder? Komisch, ne? Aber ja, bin ich wirklich auch dabei. Morgen gibt es dann den Verriss in Podcast-Form. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja wirklich ein absoluter Sucker dafür, Wrestlern emotionale Momente zu geben, ne? Ja.
Weil du, ich so gedacht, du bist einfach nur ein Sacker. Auch. Aber ich kann das auch diggen. Kommt das so Bukati raus? So, komm jetzt hier. Jetzt kommt jetzt noch Rhea raus, oder? Wir haben gar kein WrestleMania-Sign. Ja. Ja, Rhea kommt jetzt nochmal raus. Ich meine Rhea Becky. Ach so. Ey, ich quatsche schon seit 3,5 Stunden. Nee, wirklich, lass. Ich glaube, man gibt dir einfach den Moment, oder? Ja. Closing Shots, wie ich gesagt habe, Dingens. Ja. Na komm, jetzt gehen wir jetzt zu deiner Family und lass dich mal von denen umarmen. Ja. Ist das die Mama? This could be us, Olaf. Voll gut. Ach, cool. Sowas mag ich immer. Das mag ich. Das mag ich. Ja, ich mag sowas wirklich, aber halt auch für die, weißt, weg, dieser Kofi-Mania-Moment und sowas, ich mag sowas wirklich voll gerne. Ja. Weil auch da, Wrestlerinnen und Wrestler sind auch nur Menschen. Deswegen auch immer, wenn ich sage, ich hasse den, dann hasse ich nicht den Menschen, sondern ich hasse halt den Charakter. Ja, es ist vorbei. Nichts mehr mit hier abspannen und dann kommt, passiert noch irgendwas, es kommt kein CM Punk rein oder sonst irgendwas. Sondern wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Show angelangt. Ach schön, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also. Das geht halt wirklich richtig gut. Gerade zu der Uhrzeit jetzt war das ja sehr fein und eure Resonanz ist ja auch mega. Also, dass ihr da, dass wir da über 130 teilweise eine Spitze gehabt haben, finde ich schon ultra cool. Hätte ich nicht gedacht. Tja, also. Meine Freundin hat 120 predicted, sage ich eben. Mal. Olaf meckert wegen 3,5 Stunden am Stück reden, dann hat er noch nie eine AW-Review von Markus gehört. Ach, schön. Ja, und das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, also spätestens Backlash, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Dann aus Frankreich. Dann stellen wir uns hier einen schönen Rotwein bereit. Ja, genau. Und dann kann man sich ja überlegen, was man... Das wird ja dann wahrscheinlich abends sein. Ne? Das wird ja dann hier 19, 20 Uhr sein, denke ich mal. Denke ich auch. Ach ja. Nee, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, wie gesagt, vielen Dank an alle, die dabei waren, alle, die im Chat geschrieben haben. Ich liebe das, dieses Live-Austauschen. Natürlich danke an meine Zweitliga-Bundesliga-Ticker. Ne? Vielen Dank. Nee, wirklich, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich freue mich aufs nächste Mal gerne wieder. Auch über 130 Leute finde ich wirklich irre. Also wenn man sich das so live vorstellt, irgendwo stehen 130 Leute, weißt du? Ja. Wirklich fantastisch. Genau das. Und natürlich an der Stelle nochmal ein Dankeschön an unsere lieben Freundinnen und Freunde von 2K Games für die Unterstützung hier, die uns zuteil geworden ist im Rahmen der Veröffentlichung von WWE 2K24. Da freuen wir uns auch drauf. Da könnt ihr euch auch in den kommenden Wochen noch auf einiges gefasst machen. Erscheint ja am 8. März. Showcase-Modus 40 Years of WrestleMania. Das wird auch nochmal was Feines werden. Dann auf der Road to WrestleMania dann auch wirklich ja das Videospiel, was ich auch ultra gut finde. Kann man quasi schon mal vorspielen, sozusagen. Ja, wird gut, wird gut. Und wir haben schon gesagt, natürlich jetzt die Review gibt es morgen hier zu der Show. Wir werden uns das alles noch mal ein bisschen zu Gemüte führen, ein bisschen sacken lassen. Genau. Überlegen, vielleicht war das Männer-Match doch besser als gedacht. Who knows? Who knows? Und wenn ihr uns noch ein bisschen unterstützen möchtet, vor allem wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne natürlich bei Patreon, Steady oder dann auch, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, gerne in den Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Aber ich glaube, nächstes, der Lars sagt schon, wir sehen uns beim Karat. Da sind wir auf jeden Fall da, ne? Das stimmt. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Endet die Show mit jeder Menge Feuerwerk und ich glaube, dann können wir auch mit ganz viel Feuerwerk enden, lieber Kai, und machen hier den Stream dicht. Dankeschön fürs Zuschauen, also und Zuhören und dabei sein, austauschen. Das war wieder eine richtig geile Zeit mit euch. Genau, wie gesagt, vielen lieben Dank. Alles, was Olaf auch gesagt hat. Und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens morgen bei der Review. Genau, so machen wir das. Mach's gut, bis morgen. Tschüss. Tschüss.